das wollte ich gerade auch sagen, als ihr das gemeint habt, irgendwie das mit, also dass das problematisiert ist oder dass das eben anders zu beurteilen ist. Nochmal, weil es halt einen viel massiveren, einflussreichen und machtvollen politischen Islam gibt. Und das ist bei dem Christen- und Judentum nicht so. Genau. Und dann vermischt sich das. Das kann ich dir als Ex-Muslim einfach bestätigen und wirklich dir sagen, wenn du das nicht glaubst, kannst du den Koran nehmen und selber lesen. Kontext hin und her. Also deine Weltanschauung, wie gesagt, ist super, gefällt mir sehr gut. Wir hassen keine Menschen, wir haben gegen Muslime nichts, gegen Buddhisten nicht als Menschen. Aber der Islam ist... Das System ist problematisch. Ja, es ist einfach... Ich wollte noch kurz dazu sagen, nur, also mein Stiefpapa ist halt Muslim offiziell, aber also ich bin Atheistin. So. Deine Entscheidung. Ja, wollte ich nur dazu sagen, so, weil einfach, dass ihr versteht, aus welcher Perspektive ich auch rede. So, genau. So, jetzt, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ich habe dir auch alles gesagt. Wie gesagt, befasst dich damit, weil viele Gutmenschen kommen rein und werfen uns irgendwas vor, so, wir würden spalten und wir würden Muslime hassen. Auf keinen Fall. Christen. Nein, das macht ihr überhaupt nicht, wirklich. Nein. Christus lehrt uns Nächstenliebe. Vergebung, sehr wichtig, ja? Aber, Liebe ist auch jemandem die Wahrheit sagen. Und wir wollen uns auch hier nicht messen mit den Muslimen, wer Recht hat und wer Unrecht hat, sondern wir wollen ihnen die Wahrheit zeigen, weil viele wissen diese Wahrheit nicht. Meine Mutter ist ja auch noch Muslima. Mhm. Und ich habe ihr den Koran mal aufgeschlagen und ihr die Suren gezeigt und mit ihr darüber geredet. Und sie war schockiert, weil sie das vorher nicht gesehen hatte. Mhm. Sie war schockiert und sie war so schockiert, die wusste nicht, was sie mir sagen soll. Dann ist sie zu ihrer arabischen Freundin hin und hat ihr diese Sure gezeigt, die daraufhin, ja, auf Arabisch ist es anders zu verstehen und so weiter und so fort. Das wird immer wieder gesagt. Aber wenn der Koran so schwer zu verstehen ist und nur auf Arabisch, wieso hat ihn angeblich Gott heruntergesandt? Da kann ja keiner konvertieren. Da muss ja jeder erstmal Arabisch lernen, um errettet zu werden. Weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt, zumal das mit dem Koran sich noch mal deutlich einfacher gestaltet als mit der Bibel oder der Tora, weil das Arabische sehr eindeutig übersetzbar ist. So. Genau. Das ist so, ja, das ist eigentlich sehr, sehr klar, was da steht. So. Genau, und ich als Ex-Muslim, damals, wo ich die Bibel genommen habe, war es für mich sehr schwierig. Weißt du warum? Weil, wie gesagt, du hast es auch eben gesagt, der Koran ist anders zu verstehen. Und ich habe die Bibel genommen und ich habe erstmal gar nichts verstanden. Weil im Koran ist es wie Wort für Wort. In der Bibel sind viele Metapher. Oder auch Prophet. Ja, und viel längere Geschichten auch, oder genau. Viel längere Zusammenhänge. Genau. Ja. Das muss auch beachtet werden. Und jetzt ist das Problem, jetzt kommen Muslime, nehmen die Bibel und wollen sie uns zitieren, weil sie denken, das ist wie beim Koran. Hm. Das ist anders konzipiert. Ich weiß, ich habe beides viel gelesen. Also ich weiß schon, was du meinst. Ja. Parallelen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, ich liebe jeden Menschen. Aber die Wahrheit, wenn du jemanden liebst, solltest du ihm die Wahrheit sagen und nicht anlügen und sagen, ja komm, ist alles gut. Was hat Jesus gesagt? Ich bin gekommen, jetzt pass auf, ich bin gekommen, um das Schwert zu bringen. So, jetzt zitieren viele diese Zeilen. Was heißt das? Man wird sich, dieses Schwert steht für die Teilung, man wird sich entweder für Jesus oder gegen Jesus entscheiden müssen. Und das auch sogar in der Familie, weil es gibt keine Mitte. Es gibt keine Grauzone. Es gibt entweder mit Jesus oder ohne Jesus. Und Jesus hat in seinem Kommen dieses Schwert gebracht. So entweder für ihn oder gegen ihn. Und viele Muslime zitieren diese Zeile. Siehst du, Jesus ist gekommen, um das Schwert zu bringen. Das wollte ich dir als Beispiel, als Parallel. Als ja, ich weiß, was du meinst, dass das so aus dem Kontext gerissen wird. So. Genau. Nur weil ein Satz so wörtlich dort steht, ist halt nicht, also man muss halt die ganze Geschichte lesen. Ich weiß, was du meinst, ja. Genau. Hört ihr mich? Hallo. Ja. Das Problem ist auch, die lesen auch den Kontext ja nicht. Ne? Und bei uns ist ja so, wenn wir jetzt, sagen wir mal, die Hadithe ansprechen, dann lesen wir den Kontext so, dass wir nicht auf die Fresse fliegen. Ja, das heißt also, Kontext erst lesen,
Und dann können wir eingreifen und sagen, okay, hey, um das geht's ja gerade. Ah, okay, hier geht's gerade um einen Tötungsbefehl. Ah, um das geht's jetzt gerade. Aber die lesen ja nicht den Kontext, sondern die fangen irgendwo in der Mitte an zu lesen. Oh, scheiße, da geht's gerade ums Töten. Ah, guck mal, Jesus hat gerade befohlen zu töten. Da denke ich mir so, sag mal, was redet denn der Kerle für einen Unsinn, ne? Und das machen sie immer wieder und immer wieder. Und das Lustige an der ganzen Sache ist, wenn du zwei, drei Verse weiterliest und danach, dann widerlegen sie sich eigentlich quasi selbst. Und ich finde das sehr schade, ne? Die wollen die Wahrheit einfach nicht erfahren. Und das finde ich so traurig. Sehr, sehr traurig. Ja, Bruder, ich ja, möchte noch sie handeln dann sagen. entgegen ihrer eigenen Religion eigentlich auch. Oder entgegen dem, was eigentlich auch im Islam so ein Gebot ist. So, wenn man so aggressiv ist oder Die so machen wütend richtig. wird. Das ist islamisch, was sie So. machen. Das ist eine Lüge, wenn man sagt, sie müssen gut sein. Das stimmt nicht. Sie müssen zu Muslimen gut sein. Und betreffend, was diese Muslime immer wieder kommen, der Hadith sagt, ich habe Hadith da von mir. Abdullah Umar berichtet, dass der Gesandte Allahs die alte Palme der Banu Nadir verbrannte. Warum verbrennt er, warum befiehlt der Mohammed, die alten Bäume zu verbrennen? Und dann scheißt da die Erklärung, wie viele sagen, ja, falsch verstanden. Da steht, die Erklärung von der Gelehrten in dieser Hadith geht es um einen Vorfall, der sich zur Zeit der Herrschaft des Propheten Mohammed in Medina ereignete. Es wird berichtet, dass er befahl, die Dattelpalmen eines Stammes namens Banu Nadir niederzubrennen, der sie gegen ihn und seine Anhänger verschworen hatten. Dies geschah als Strafe für ihre Tat und um sicherzustellen, dass die Gerechtigkeit genüge getan wurde, das Verbrennen dieser Dattelpalmen sollte eine Warnung für andere Stämme sein, nicht auf ähnliche Weise zu handeln. Also wir sehen ganz klar, dass Mohammed Allah befiehlt, also Tiere zu Ja, du hast töten, absolut recht, Bäume du hast zu absolut recht. verbrennen. Genau. Also die Wir kommen haben immer und gerade sagen, doch auch erster schon einmal Samuel, eben erster Samuel, abgeschlossen. aber eben. Also ich habe im Prinzip, du hast das wirklich in der Theorie oder du hast es ja super krass rezitiert gerade, wirklich mit so einem faktischen Wissen und wörtlich. Und das, was ich meinte, ist dann eher wahrscheinlich das, was in einem kulturellen Islam so propagiert wird. Das, was dann in der Gesellschaft, weißt du, dass im Prinzip ja eine muslimische Gesellschaft oder wie auch immer, ja trotzdem sagt, okay, eine unserer Säulen ist, dass wir Almosen geben, weil wir wollen gut sein. Das ist ja trotzdem, gehört das ja zum Selbstverständnis. Und du bist ja quasi gerade jetzt wörtlich beim Koran. Und ich war eher so bei dem, bei der ja eher kulturellen dann Identität, was halt beim Islam einfach deutlich ausgeprägter ist, weil es hier eben halt auch politischen Islam so massiv gibt. Es geht einfach darum, dass die Muslime, sie werden alle getäuscht. Zum Beispiel, also es geht darum hier, zum Beispiel, ich habe ein vortreffliches Beispiel an Abraham und denen mit ihm. Als ich zu ihrem Volk sagte, wir haben nichts mit euch noch mit dem zu schaffen, was ihr statt Allah anbietet. Wir verwerfen euch und zwischen uns und euch ist offenbar für immer Feindschaft und Hass entstanden, bis ihr an Allah und an ihn glaubt. Also ganz klar, Liebe ist nur für Muslime. Der Rest ist Hass, Feindschaft, Schrecken im Herzen der Ungläubigen, Verbrennung, Töten. Das ist es, bis die Religion allein Allah gehört. Und das ist islamisch, das ist ganz klar da. Und der Rest ist alles Bide, alles Erneuerung, alles Lügen. Und die ganze Zeit sehen wir hier vor allem da auf TikTok, die werden nur belogen und sie denken wirklich, dass das die Wahrheit ist. Aber das stimmt alles nicht. Ja, ich finde das halt so, ich finde, es ist halt auch was ganz anderes. Ich meine, ihr seid alle gläubige Menschen und ich freue mich wirklich von Herzen und aufrichtig, dass ihr euch in eurem Glauben gefunden habt und glücklich seid und damit keinen Hass verbreitet, sondern einfach das. Und ich kann das absolut nachvollziehen und finde es total richtig und völlig logisch und klar, dass ihr das mit anderen Menschen teilen möchtet. Aber ihr macht das friedlich, sondern ihr möchtet aufklären oder ihr möchtet eure Emotionen oder Erlebnisse teilen. Und manche Menschen machen das mit Aggression. So. Und das war halt hier bei dem Typ vorhin, der so wütend war die ganze Zeit. So,
so, er war so bedrohlich, weißt du? Und das ist, kann in keinem Fall der richtige Weg sein, auch wenn man wirklich was erklären möchte oder seine Wahrheit teilen möchte oder seinen Glauben, wo man mit dem Herz dabei ist, dann ist Wut und Schreien und Aggression kann nicht richtig sein, oder? Lotte, du bist ein sehr gesichtes Mädchen, will ich dir an dieser Stelle sagen. Du hast den. Was meintest du? Ich habe es nicht verstanden. Du bist sehr, sehr gesegnet. Du hast den Durchblick. Auch mit diesem kulturellen Ding und alles. Guck mal, ich stelle dir einfach eine logische Sache, ohne jetzt, ich kann auch hier den Vers und alles zitieren, aber du musst gar nicht so weit gehen. Guck dir einfach das Paradies im Bibeltum an und das Paradies im Islam. Wie kann man, jetzt frage ich dich, wirklich, ja. Wie gesagt, ohne Im Islam, ich mach das ganz kurz, im Islam hast du 72 Jungfrauen. Ja, das ist fürchterlich. Und in dem wahren Paradies, ja, ja genau, das ist schrecklich. Aber Bruder, Herz, frag dich, rede weiter. Sorry, wenn ich dir ins Wort gefallen bin. Ja, einfach, ich wollte Lotti fragen, guck mal, wie kann man daran glauben? Ich höre dich schlecht. Flex, das ist kurz bei dir. Es rauscht. Wie kann man an sowas glauben? Jetzt wirklich, glaub an was du willst, aber töten, dass Gott ein Zuhälter ist, Gott vergebe mir. Aber weißt du, was ich meine? Wie kann man daran glauben? Das ist doch nicht gut. Vor allem geht es nicht nur um das Paradies, sondern es wirft allgemein die Frauen so nieder. Ja, 72 Frauen. Was kriegen dann die Frauen? Was kriegen dann die Frauen? Wenn die Männer 72 Frauen bekommen, was kriegen die Frauen? Die kriegen gar nichts. Die dürfen halt dienen. Wie im wahren Leben. Jetzt erzähle ich euch allen was. Es steht nicht im Koran. Es steht nicht im Koran. Aber ich kenne sehr viele Bekannte, die haben eine Klingel an dem Tisch und das ist sehr populär in Saudi-Arabien. Mhm. Die verkaufen Klingeln für den Tisch, sodass, wenn Besuch kommt, die Männer mit den Männern sitzen und dann klingelt der Mann an den Tisch und dann kommt die Frau und serviert Sachen. Also, ja, das kenne ich, ja. Jetzt ohne Suchen, ohne nichts, seid ihr blind. Ja. Seid ihr blind, das ist doch nicht richtig. Man sollte. Ja. Vor allem wird das mit dem Islam irgendwie versucht, man irgendwie in der Religion dann so Argumente zu finden. Aber eigentlich ist das auch einfach eine kulturelle Sache, eine gesellschaftliche Sache, die unterdrückt. So. Nein, pass auf. Nein, das ist wirklich, also steht jetzt nicht im Koran, du sollst eine Klingel an den Tisch machen und dein Ding. Aber die Frau hat einfach. Kein Stellenwert, ja? Die erbt auch gar nichts oder nur einen kleinen Teil, das ist nicht nennenswert. Guck mal, ich habe das schon. Aber es ist schon extrem, das ist nur wichtig trotzdem, es ist schon extrem auch kulturell geprägt. Und wenn es ein politischer Islam ist, ist es anderes. Ich war einfach viel in Indonesien, was auch muslimisch ist, aber es ist ganz anders. Ja, ganz anders. So. Ja, vor allem wenn dann die Scharia halt auch dann da ist, ist so oder so vorbei. Ne? Dann ist vorbei. Hm. Da gibt es kein Ja und Oh, nett und kulturell, dann ist vorbei. Das ist radikal halt einfach, ja. Ja, dann ist es so, wie es ist. Es ist dann der vollwertige Islam. Aber was ich dir sagen will, ist, guck, meine Tante ist vor 3 Jahren verstorben an Krebs. Mhm. Und der Teil ist ja noch muslimisch von meiner Familie. Okay, ja. Und jetzt zieh dir das mal rein. Okay, stell dir vor, Gott bewahre, aber es ist deine Mutter, ja, so? Mhm. Versetz dich mal rein, Empathie. So, alle Männer gehen zum Begräbnis und begraben meine Tante und meine Cousinen dürfen nicht zum Grab. Die dürfen nicht die Mama. So, nur die Männer dürfen das entscheiden, so. Genau, oder nur die Frauen waschen nur die Leiche. Versteht ihr, Leute, bei aller Liebe, ich hasse keinen Menschen, aber das ist doch nicht in Ordnung. Ja. Und pass auf, meine Cousinen könnten rebellieren, aber bei dieser Horde von Männern, du wirst aufgefressen. Wo leben sie? Die leben in Deutschland, aber sie haben sie in Kosovo beerdigt. Okay, ja. Also, das ist so viel dazu. Okay, ja, danke für die Geschichte, dass du sie geteilt hast. Krass. Ja, das ist, ich habe eine Erinnerung, als ich in der Grundschule war, waren wir mit der Schulklasse, haben wir, so dritte Klasse war das oder so, ich war 8 oder 9. Und wir haben eine Moschee besucht, einfach so am Ausflug. Wir haben einmal eine Kirche besucht, einmal eine Synagoge, einmal
eine Moschee und einmal den Waldfriedhof, sowas so, eher so die halt die Hippies so dann sind. Und in der Moschee war der Imam, der uns das so gezeigt hat. Ich glaube, die Leute sind alle rausgeflogen hier. Außerhalb dem Kontext krass anhört, okay. Geh auf die Straße, töte Menschen und schreie im Namen von Jesus Christus und sage Bibelverse. Habe ich im Namen des Christentums gemordet, ja oder nein? Wenn du Bibelverse, dann warte mal, wiederhol das nochmal. Ich bin ja ein Muslim. Okay. Wenn ich als Muslim auf die Straße gehe, mit einem Kontext aus der Bibel, der sich ein bisschen teilweise Beispiel aggressiv anhört, was dann wahrscheinlich nicht ist, und Leute auf der Straße töte und sage, ey, ich bin im Namen der Bibel und im Namen Jesus Christus und ich knall die Leute ab. Habe ich im Namen von Jesus Christus getötet? Ja, aber warum solltest du das denn machen? Ich frage nur. Nein, aber das gibt's nicht. Sowas gibt's genau so in der Bibel nicht, dass du sagst, im Namen Jesus Christus tötet. Jeder logische Mensch, der ein bisschen Ahnung mit der Politik hat, weiß, dass Jesus eine Erfindung Amerikas ist. Mhm. Okay, dann bleib bitte hier. Du hast gesagt, das ist nicht so. Ich will dir was zeigen, Hawkey, auf eine sehr respektvolle. Wenn du mich danach hassen tust, kannst du mich weiterhin hassen. Das ist gar kein Problem. Ich glaube, ich weiß, welchen Text du damit meinst, mit tötet die Ungläubigen oder vertreibt oder was auch immer. Warte. Nein, auch nicht tötet die Ungläubigen, sogar noch viel schlimmer. Ich zeige es dir, wenn du es mir glauben möchtest, glaub es, aber ich erkläre es dir jetzt gleich. Also, wir haben ein Sahih, ja, und deine Gelehrten sagen ja, als Moslem musst du die Hadithe akzeptieren, das ist ein Sahih. Sahih al-Bukhari, das ist sehr authentisch, das ist 2926. Wir lesen jetzt Chapter 5 Jews, okay? So, wir haben hier einmal Allahs Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the hour will not be established until you fight with the Jews. Kannst du das auf Deutsch übersetzen? Mach ich gleich. And the stone behind and say, oh Muslim, there is a Jew hiding behind me, so kill him. Also wenn ein Jude, ja, ihr müsst die Juden bekämpfen, und wenn ein Jude hinter einen Stein sich versteckt, ja, dann geh hier. So, meine Frage ist jetzt, lass uns mal ganz ehrlich sein, findest du, das ist eine Gottes, findest du, das kommt von Gott? Jetzt ehrliche Antwort, ist das von, wenn ein Herr, habe ich dir doch auf Deutsch übersetzt. Du hast es mir übersetzt, aber nicht vorgelesen. Der Prophet sagte, wenn die Stunde kommt, ja, bekämpft die Juden, wenn sie sich hinter den Steinen verstecken, ja. Oder, ja genau, wenn sie sich hinter den Steinen verstecken, werden sie schreien, oh Moslem, da ist ein Jude. Und wenn er sich, wie gesagt, hinter dem Stein versteckt, dann tötet sie. Also okay. Meine Frage ist, oh scheiße, jetzt ist glaube ich mein Akku ausgebrochen. So, meine Frage an dich jetzt, ja, lass uns mal bitte ehrlich sein. Ja. Findest du aus einer göttlichen Sicht, dass das richtig ist, dass der Prophet befiehlt, ja, Menschen, sagen wir mal, umzubringen, Juden umzubringen? Findest du, dass das richtig? Ich finde, aus einer göttlichen Sicht, ja, aus einer biblischen Sicht, ist das, hat das keinen Gott? Das solltest du aber auch wissen. Ich sehe das vollkommen anders. Ich erkläre dir erstmal warum. Weil du kennst die Weisheit hinter Gottes Worte nicht. Ich höre dich schlecht. Hört ihr mich oder? Ich höre dich gut. Das ist doch mit Gottes Weisheit nichts gemeinsam. Das ist keine Weisheit. Einen Moment, weil die Sache ist, du bist sehr bei mir am Hängen. Du kannst nicht sagen, dass ein Tutungsbefehl eine Weisheit ist. Nein, es passt eigentlich. Also ich höre dich zwar, aber du bist bei mir komplett am Hängen. Okay, voll komisch. Also eigentlich, Leute, seht ihr mich? Also da steht gerade sein Internet schlecht. Also es kann an meinem Internet liegen. Es hängt. Du hängst nicht. Nein, ich hänge nicht. Ich hänge nicht. Es hängt. Ich hänge nicht. Ja, nimm hoch. Also,
Doch, die sagen alle, das hängt. Nee, 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 es hängt nicht. Alles gut. Also die Leute, ja, ab und zu hängt es, aber ich glaube, das hat TikTok zu tun. Das hat was mit TikTok zu tun. Also bevor ich jetzt komplett hänge oder so, ich will nur Bescheid sagen, also sagen wir mal so, so wie es ist genauso Beispiel wie eine Frage des Universums, wie ist es entstanden? Also jetzt wundert dich nicht, warum ich darauf komme, ich erkläre dir das mal. Wie ist entstanden und warum und weshalb können wir Menschen uns nicht genau erklären, aber das kann nur Gott erklären. Verstehst du? Es gibt einfach manche Sachen, die nur Gott erklären kann, die wir selbst uns nicht erklären können. Natürlich hinter diesem Kontext, also hinter diesem Satz, den du mir jetzt gerade gelesen hast, wenn es vom Propheten kommt, sallallahu alaihi, wenn es so kommt oder vom Propheten kommt oder von Allah, dann nehme ich es auch so hin. Und dahinter stehe ich auch, da brauche ich auch ein Schneiden sagen. Aber man muss es auch verstehen, war es in einer Kriegssituation oder ist es in irgendeiner anderen Situation? Dieser Vers gilt bis heute noch. Du kannst ja nicht sagen, nein, das ist nur ein Kriegsvers und so. Das ist ein Tötungsbefehl Ich habe nicht gegenüber gesagt, den dass es ein Juden. Kriegsvers Und ist, warum sondern sollte vielleicht ist man? das an einer Zeit, wo Krieg ist. Absolut, ich weiß, was du meinst, aber der Prophet sagt ganz klar, ja, bekämpft die Juden. Ja, und in Sure 9, Vers 5 können wir das genauso lesen, Und die ja, Sache dass ist, wir Ungläubige sind, sogar aber guck mal, die Christen. Sache ist, ich Sogar bin wir ja ein Christen Muslim. sind Kuffars für euch. Wir sind Kuffars. Ja, ihr seid ja Normalerweise. Ungläubige, so, wenn ihr nicht an Allah glaubt. Wir sind ja auch für euch Ungläubige, wenn wir nicht Jesus als Gott nehmen, oder nicht? Ja, aber warte mal. Was Ja, das ist heißt doch denn für dich dasselbe. ungläubig? Also, du musst doch erkennen können. Guck mal, Hockey. Du musst doch erkennen können, anhand der Schriften, ja, musst du doch erkennen können, wer Gott ist. Aber wenn du den Gott nicht erkennst, den glauben solltest, dann natürlich gehst du verloren. Und deswegen mache ich diese Aufklärungsarbeit, weil es steht ganz, aus biblischer Sicht schon alleine, Schau mal, das ja. hat mit Gott keine Gemeinsamkeit, Es bin wird nirgendwo in der Was? Bibel genau gesagt, so genau, dass Jesus Gott ist. Also, wiederum wird es, Okay, wollen wir wieder, den einen Johannesvers Moment, lesen? wiederum wird es in der Okay, wollen Tora den auch nicht Johannes? so. Ja. So, nur kurz. Also in der Tora wird es genauso wenig angesprochen wie im Islam. Also im Islam ist dass es nur einen Gott gibt. Also es wird so krass widergespiegelt, dass es nur einen Gott geben kann und wir nicht von einem Mensch, halb Menschen, halb Gott oder 100% Mensch, 100% Gott stammen. Verstehst du? Ein Mensch, der das. Okay. Warte, warte, warte. Einer schreibt, wieso machst du Hass hier? Na, wieso denn? Wir sind doch nur am. Wir klären uns doch gegenseitig auf. Ich verbreite doch keinen Hass. Warum ging es denn? So, ja, egal, rede weiter, okay, ich höre dich. Ich Hallo? glaube, deine Verbindung ist nicht gut. Ist deine Ja, Verbindung? meine Verbindung ist gerade extrem schlecht, ja. Also warte einen Moment, vielleicht hängt das jetzt nicht mehr. Also wie gesagt, wenn dieser Vers, ja, jetzt hänge ich Okay. komplett. Ich habe eine Frage, magst du mich wieder hochholen oder möchtest du jemand anderen dran nehmen? Tu deine Verbindung erstmal wiederherstellen, dann kannst du hochkommen. Kein Okay, Problem. alles klar, bis gleich. Okay, alles okay. Hockey hängt nicht, sondern du. Das ist voll komisch, aber meine Verbindung. Also, ich habe die Top-Internet-Verbindung. Ich sehe hier nicht, dass ich hänge. Das ist sehr seltsam. Okay. Okay, gut. Dann holen wir mal langsam die Leute langsam hoch. Seltsam, dass ich hänge. Jetzt viel besser. Okay, es ist sehr komisch. Bei mir Hallo? hängt's. Bei mir doch nicht. Hallo, hört ihr mich? Hey, erstmal Sonne. Servus, wie geht's dir? Und einmal Ali, wie geht's dir? Alhamdulillah, geht's mir gut. Wie geht's dir? Ja, ich kann mich nicht beklagen. Super, ne? Okay, Ganz gechillter okay, Abend okay. heute. Ich habe eine Frage an dich. Also ich habe eigentlich zwei Fragen an dich. Schieß los. Erste Frage, denkst du, dass Jesus Gott ist? Natürlich ist Jesus Gott, ja. Wir können den Okay. Johannes, Vers, können wir das, Okay. lesen. Aber warte, ich habe dann eine Frage an dich, aber ich möchte, dass du auf diese Frage logisch denkst. Okay? Ist Gott allmächtig? Gott ist allmächtig, natürlich. Das heißt, Selbstverständlich ist Gott allmächtig. Gott braucht niemanden, oder? Also Gott
Kann alleine immer überleben. Okay, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, aber komm zum Punkt. Alles gut, ich höre dir gut zu. Okay. So, wenn Gott, wenn nach deiner Meinung Gott allmächtig ist, also Jesus allmächtig ist, warum hat er dann Maria gebraucht, dass Maria sich um ihn gekümmert hat? Dann ist er nicht mehr allmächtig. Das heißt, Gott Er musste kommen, um für unsere Sünden, er musste kommen, um für unsere Sünden zu sterben. Denn wenn er nicht gekommen wäre, dann wären wir auf Ewigkeit verdammt. Und das ist die Intention, weil Gott hat eine Lösung gebraucht. Und das war seine Lösung. Also seine Er Lösung wurde war. Mensch. Ja, aber warte, Er warte. wurde Mensch. Ja. Er wurde Mensch und das heißt, Gott hat jemanden gebraucht, der sich um ihn kümmert. Laut eurer Meinung. Warum um ihn, was meinst du, um ihn kümmert? Guck mal, Weil, wenn du wenn, schon wenn. sowas sagst, guck mal, wenn du schon so etwas sagst, dann schlag die Bibel auf, weil du bist ja dann in der Beweispflicht. Zeig uns das doch. Weil wir haben ja jetzt gerade über Mohammed gesprochen und jetzt springst du aber direkt auf die Bibel. Ich habe auch kein Problem damit. Aber dann bist du in der Beweispflicht, denn zeig uns den Vers, dann können wir drüber reden. Naja, Weil es ist jetzt nicht hast mehr. du ja dieses Egal, Ding mal eröffnet. kommen wir zur Deswegen. nächsten Frage. Kommen wir zu, egal, kommen wir zur Nein, nächsten nein, Frage. nein, nein, jetzt bleiben wir bei diesem Thema. Naja, warte. War ne, wirklich. Schau, okay, du kannst bei diesem Thema, jeder kann seine Meinung dazu sagen und wir werden nie zu einem Punkt kommen. Deshalb, ich stelle dir meine zweite Frage, okay? Okay, jetzt kommt's. Wenn ich sie dir Okay, beantworten kann, wenn ich sie dir beantworten kann, gerne. Ist doch kein Problem. Schieß los. passt. Okay. Als Christ, wie kommt man denn eigentlich ins Paradies? So, das Wenn ist man an, so. wenn man, wenn man Gott, wenn man Jesus Christus, als Gott sieht und wenn man an ihm glaubt, denn er ist das Licht und die Wahrheit. Okay, das heißt, Denn sobald niemand jemand. kommt in den Himmel nur durch ihn, durch den Okay. Vater. Das heißt, sobald jemand akzeptiert, dass Gott, also dass Jesus Gott ist, kommt er automatisch ins Paradies, laut euren, und halt auch alles befolgt, Wenn laut dem du, wenn Christentum. du, das heißt ja nicht gleich, wenn du an Gott glaubst, an Jesus Christus, dass du ins Paradies kommst. Du musst neugeboren sein. Du musst an ihm glauben. Du musst daran glauben, dass er wirklich am dritten Tag auch wieder auferstanden ist. Du kannst nicht einfach sagen, ich bin Christ, oh, jetzt komme ich ins Paradies. So funktioniert das nicht. Okay, passt. Sagen wir mal, So, jetzt habe ich eine Frage. nein, Jetzt habe ich eine Frage. warte, das war nicht mehr Na, meine na, Frage zu na, Ende. na, na, Wirklich, na, wirklich, na, warte. Ali, Nein, wirklich, das war Ali, nicht meine Frage zu zähl Ende. Warte, wirklich. Sagen wir, ein Christ, wirklich jetzt, hör kurz zu. Sagen wir, ein Christ, Ja. ein jemand, der sich immer an das Christentum haltet, immer seine Taten macht, immer fastet, immer sich an Gott gedenkt und wie du sagst, neugeboren ist und halt immer an Jesus glaubt und ihn immer Okay. als Herrscher nimmt. Sagen wir, er vergewaltigt eine Ungläubige und tötet sie danach. Sagen wir mal eine Buddhistin. Sagen wir mal, okay, das ist ein Beispiel. Ein bisschen extremes Beispiel, aber es ist ein Beispiel. Sagen wir mal, Okay. er tut ein, sagen wir mal, Jesus, nicht Jesus, sagen wir mal, ein Mann ist Christ und er tötet eine Frau, die Buddhistin ist. Und dann stirbt der Okay. Mann auch. Beide gehen nach oben. Die Buddhistin wird aber in die Hölle kommen, Bruder, obwohl sie was du sagst, vergewaltigt und ergibt keinen getötet Sinn. wurde. Ich weiß, worauf du hinaus willst, und ich gebe dir darauf hin. Und der Christ kommt ins Paradies, obwohl er eine Na, Frau nein, vergewaltigt hat. nein, nein, nein. Wie kann das die Wahrheit sein? Lass mich dir das erklären. Wenn er mit reinem Gewissen sagen wir mal, den Buddhist umgebracht hat, kommt er nicht ins Paradies. Er muss um Vergebung bitten. Okay, wenn er es aber aus Versehen gemacht hat, ohne, sagen wir mal, drüber nachzudenken, ja, und dann Wie kann man später ohne realisiert, oh Scheiße, wie kann was man habe ich da gemacht, kann er immer noch Buße tun. Aber wenn er das aus reinem Gedanken, wenn er wirklich gewollt hat und dass er sagt, okay, hey, ich will diese Person jetzt, wenn er es wirklich aus seinem reinen Gewissen tut, dann sieht die Sache natürlich anders aus. Denn es ist eine ganz große Sünde. Ganz Hey, klar. warte, warte. Du Ja, warte, kannst, warte, du kommst warte. nicht einfach so. Kommt Du kommst nicht aber in einfach so in dem Paradies. Du aber in musst die dich an die aber Gebote halten. Okay, warte, kommt aber in die Hölle, wenn er jetzt das macht und aber sich immer an die anderen Gebote haltet? Oh, Bruder, darf ich bitte was dazu sagen? Gott der Segen wünsche ich Ja, euch. natürlich. Ja, Ja. Der stellt eine Frage nach dem anderen. in the Der stellt moment eine Frage nach Jesus. dem anderen. Jesus, Wallahi, ich habe erstmal die ihr eine werdet alle im Frage. Yawm al-Qiyamah sehen, was passieren wird Ja, mit euch. Bruder, Im ich Yawm komme auch al-Qiyamah noch werdet zu alle sehen, was dir, mit euch passieren ja? wird. Aber wir haben Ali, warte erstmal. kurz. Sonne, Ja, ganz kurz, ja, ganz kurz, ja, ganz ja. kurz. Ali, guck mal, wir haben ja eine respektvolle Unterhaltung. Deswegen, wenn jetzt einer redet, okay, dann gib uns bitte auch die Zeit, ja, wie gesagt, dass eine Person redet, okay? Ali, du bist ja hochgekommen, dein anderer Kollege hat gesagt, du hast
Wissen, du kennst dich aus. Welcher Kollege von mir? Mein Kollege war nicht mal hier live. Der Hockey. Hockey hat gesagt, ein Ali. Und du bist doch dieser Ali. Nein, ich kenne diesen Hockey gar nicht, wirklich. Also, der hat, ich weiß nicht, was. Ja, okay, genau. Ist auch nicht so schlimm. Okay, ich stelle dir jetzt eine Frage und ich möchte, dass du bereit bist dafür. Und ich will nicht, dass du sauer wirst, wenn ich dir das zeige, weil die letzten Tage, wie gesagt, ist mir aufgefallen. Ich bin jetzt dran. Ich stelle gerne deine Frage, aber ich sage nur eine Sache. Ich kenne mich im Islam aus, aber nicht so gut wie Gelehrte. Also, du kannst jetzt nicht so viel erwarten. Okay, ist doch kein Problem, aber guck mal, du musst doch keine Angst haben. Es ist alles okay. Ich habe doch keine Angst. Alles cool. Ja, alles gut, alles gut. Sonne, dann die Show geht jetzt gleich los, deswegen stumm dich ganz kurz, Schwesterherz. Ja, Bruder, kein Problem. Alles gut. Ja, die Show geht jetzt gleich los. Sonne kann auch gleich reden, ist auch gar kein Problem, aber ich möchte auf eine Sache eingehen. Ja. Also Ali, ich mach mal schon mal mein Scheich-Ding hier bereit. Ich mache mich jetzt mal ready hier. Okay. Ist das kein Durek? Und dann können wir richtig. Was? Ist das kein Durek? Nein, das ist kein Durek. Achso. Hast du unter diesem Durek vielleicht Waves? Also hast du Waves? Ich habe sehr kurze Haare, ja, und habe leichte Waves, ja, das habe ich. So, jetzt mache ich mich mal bereit, weil jetzt werde ich reden wie ein Sheikh. Jetzt werde ich gleich reden wie ein Sheikh, ganz kurz. Wie meinst du? Also, Bruder Herz. Ja. Es ist ganz wichtig, dass du darauf eingehst und hast du einen Koran bei dir? Natürlich. Alles klar. Dann schlag mal Koran, die Sure 25, Vers 54 bitte auf. Okay, warte kurz. Ich muss kurz den Koran holen. Ist kein Problem. Lass dir Zeit. Ist doch gar kein Problem. Ja, ich habe den Koran. Aber meinst du die deutsche Übersetzung oder die arabische Übersetzung? Du, von mir aus nimm Arabisch und gleichzeitig Deutsch. Oder ist deine deutsche Verfassung gefälscht? Nein, meine deutsche Verfassung ist ganz normal die Verfassung, die halt überall verkauft wird. Alles klar, dann nimm die deutsche Verfassung. Okay. Dann ist es ja fair. Okay. Wenn du ja ehrlich bist, dann ist ja okay, dann ist ja gut. Ja. Oh, welche Sure? Sure 25, Vers 54. Sure 25. Warte kurz. Sure 25 ist Al-Furqan. Mhm. Warte, dauert einen Moment. Ja? Christian Prince in the house, my brother. 2.0. Let's go. Welcher Vers? Alles gut. Sure, warte, ich hab's gleich. Sorry, ich bin jetzt gerade rausgeflogen hier. Sure 25, Vers 54. 54. Im Koran. Ja. Genau. Vers 54 ist... Mhm. Wirklich, Sure 25 Al-Furqan. Hä, was hast du für ein Buch? Ja. Warte. Was für ein Koran hast du da eigentlich? Hast du ein... Hä? Ich habe den ganz normalen Koran. Die sind halt... Warte mal, zeig mal. Ich mach dich mal groß, zeig mir das mal bitte. Das ist ja sehr komisch. Hä? Wie jetzt? Ja, warte kurz. Das Ding ist, ich kenne mich nicht so gut mit TikTok aus. Ich habe keine Ahnung, wie man meine Kamera anmacht. Wie macht man das an? Du musst... Ja, genau. Ja, hier, diesen Koran. Siehst du ihn? Nein, ich sehe ihn nicht, weil du hast dein Ding ist immer noch aus, deine Kamera. Ja, nein, ist doch an, oder nicht? Nein, deine Kamera ist nicht an. Jetzt ist der an. Okay, ja. Super. Welche? Okay. Mach mal den Koran 25, Vers 54 auf. Natürlich. Sure 25, hier. Vers. Welchen Vers hast du nochmal gesagt? Warte mal, ich sehe das nicht. Zeig mal die Sure. Wo steht die Sure? Hier stehen die Suren. Sure 25, Al-Furqan. 54. Ja, hier ist 54. Hier steht dennoch, drinnen. Ja, es ist so verschwommen bei dir. Warte. Warte, es tut sich gleich. Dennoch verherrn sie statt Allahs das, was ihnen weder nützen noch schaden kann. Der Ungläubige ist ein Helfer gegen seinen Herrn.
Er ist, warte mal, du musst 53 dann. Du musst ein Vers hoch dann. Ich sehe es, das ist, ihr habt echt Unterschiede, ja. Ey. Okay, ist und auch nicht ist, so schlimm. Und er ist es, der den Mensch aus Wasser erschaffen hat und ihm Blutsverwandtschaft und Schwägerschaft gab. Okay, und so. Genau, so. Ja. Jetzt guck mal, Ali, jetzt lesen wir ja, dass Gott uns durch Wasser erschaffen hat. Richtig oder falsch? Ja, ja. Okay, also Gott hat uns durch Wasser erschaffen. Da sind wir uns beide doch einig, oder? Ja. Wir sind uns einig, bist du? Also wir sind uns einig. Ja, also im Koran steht denn, dass die Menschen das immer... Was, ja? Okay, also du sagst dann, wir Menschen wurden aus Wasser erschaffen, weil das soll eine ganz normale, schöne Unterhaltung sein zwischen uns. Also gut. Wir Menschen wurden durch Wasser erschaffen. Wir beide sind uns dann einig. So, Bruder Herz, dann mach mal bitte nochmal deine Kamera an und ja. Mach mal Koransure 96, 1 bis 2, bitte. Sure 96. Genau. Okay, warte kurz. Sura 47. Nein, ich 96. Ich such's ja genau. Nicht. Warte kurz. Sag mal, dein Koran sieht so nagelneu aus. Liest du das überhaupt? Natürlich, ich habe ja mehrere verschiedene Korane. Diesen Koran habe ich ja zum Vorzeigen. Okay, 96, Vers 1 und 2. So. 96. Aber du musst doch wissen, wir Menschen wurden auch aus Erde erschaffen, so, nicht nur aus Wasser. Okay, das werden wir ja gleich sehen. Das werden okay. Wir ja gleich sehen. Alles gut. Das werden okay. Wir ja gleich sehen. Also 96, 1 und 2. Ja, 96, 1 und 2. Was steht da? Er erschuf den Menschen aus einem Blutklumpen, ließ... Okay. Ja. So, stopp. Jetzt haben wir ein Riesenproblem. Also durch was hat uns Gott jetzt erschaffen? Durch Wasser oder durch einen Blutklumpen? Okay, warte kurz, bevor ich das jetzt weiterlese. Hast du schon davor den Kontext gelesen, von der anderen Sura? Also Sura dann lies ihn mal vor. Okay, warte kurz. Ich mach kurz meine Kamera aus, weil das ist ein bisschen schwierig, das Handy zu halten und gleichzeitig den Koran so hin und her zu bewegen. Okay, also wir wurden einmal durch Wasser erschaffen und einmal durch Blutklumpen. So, was jetzt? Wurden wir jetzt durch Wasser erschaffen oder durch Blutklumpen? Ja, warte kurz. Ich hab dir aber auch gesagt, ich wurde auch aus Erde erschaffen. Ja, ja, aber wir haben hier trotzdem ein Problem, weil in dieser Sure 25 sagt er ganz klar, hey, ihr wurdet aus Wasser erschaffen, denn der Herr ist allmächtig. Nur durch Wasser wurden wir erschaffen. Jetzt haben wir aber einen anderen Vers, ja, wo wir durch Blutklumpen erschaffen worden sind. Also was jetzt? Wurden wir jetzt durch Wasser erschaffen oder Blutklumpen? Wahrscheinlich aus beiden dann. Oder nicht? Weil er hat ja nicht gesagt, weil Allah hat ja nicht mal kurz gesagt. Nein, weißt du, worauf ich hinaus möchte? Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Also bei uns in der Bibel. Ich weiß. Ali, du musst mir die Zeit geben zum Reden auch. Natürlich. Bei uns in der Bibel gibt es Bezug zu den Erschaffungen von Menschen keinen Widerspruch. Denn wir wurden einmalig erschaffen, Adam und Eva, und wir wurden durch Erde erschaffen. Aber hier haben wir ein Problem. Wir wurden einmal durch Wasser erschaffen im Koran und komischerweise wurden wir dann doch statt Wasser wurden wir aus Blutklumpen erschaffen. Und ich möchte von dir jetzt eine Erklärung, warum wurden wir denn aus Blutklumpen erschaffen? Warum denn Blutklumpen? Wasser oder jetzt Blutklumpen? Erklär mir das mal, warum? Ja, ich erkläre es deine. Ich versuche es jetzt aus meiner Sicht zu erklären. Allah hat im Koran gesagt, dass wir einmal aus Wasser erschaffen sind. Und in einem anderen Vers hat er gesagt, dass wir aus Blutklumpen erschaffen sind, oder? Okay, warte mal. Allah spricht hier, dass wir nur aus menschliches Wesen erschaffen worden sind und das ist Wasser. So, er sagt ja nicht, guck mal, er könnte ja alles in einem Vers zusammenfügen und sagen, hey, hör mal zu, ihr wurdet aus Wasser und Blutklumpen erschaffen. Aber hier sehen wir ja einen Widerspruch, weil Allah sagt, wir wurden durch Wasser erschaffen. Aber dann wieder rundherum sagt er, nein, wir wurden durch Blutklumpen erschaffen. Und deswegen frage ich dich, ja, weil wir haben ja eine schöne Unterhaltung gerade, erklär mir jetzt, wurden wir durch Wasser erschaffen oder wurden wir durch Blutklumpen erschaffen? Erklär es mal von deiner Sicht und dann zeige ich dir nochmal was anderes. Deswegen erklär mir erstmal diese Sicht.
Ja, wir wurden aus beidem erschaffen, weil ein Mensch kann ja nicht nur aus Wasser erschaffen sein. Allah hat ja im Koran nicht gesagt, ihr wurdet nur aus Wasser erschaffen oder ihr wurdet nur aus Blut erschaffen. Allah hat ja im Koran viele verschiedene. Okay, ich lese es dir vor, dann wirst du verstehen, warum ich diesen Fehler sehe gerade. Guck mal. Aber und er es ist eine, es ist eine Ansichtsweise. Guck mal, du kannst es nicht als Fehler. Du kannst es ja nicht als Fehler. Doch, es ist ein Widerspruch. Guck mal, ich lese ihn dir vor. Ich lese ihn dir vor. Und er ist es, der aus Wasser menschlicher Wesen erschafft und sie dann zur Verwandtschaft und Schwangerschaft bestimmt. Dein Herr ist allmächtig. Das heißt also, der Mensch ist vollkommen mit diesem Vers. Weil er wurde aus Wasser erschaffen. Das heißt also, er ist geburtsfähig in dem Moment. Moment, du kannst gleich reden. Kannst du nochmal vorlesen, was du gelesen hast? Bitte. Warte, lies nochmal vor, was du eben gelesen hast. Okay. Das ist ein heftiger Widerspruch, aber ich lese ihn dir gerne wieder vor. Nein, aber es ist ja laut deiner. Warte, lies es nochmal vor, was du gelesen hast. Also, ich lese nochmal vor. Und er ist es, der aus Wasser menschliche Wesen erschafft. Also ist er vollkommen. Er aus Wasser. Welchen Koran hast du denn? Das steht ja komplett. Genau den gleichen wie du. Genau den gleichen. Mach dein Koran auf, guck mal, deswegen sage ich ja, mach dein Koran auf und dann lesen wir dasselbe. Ja, warte kurz. Du hast ja eben gerade gesagt, dass du Allah hat ja im Koran gesagt, dass wir aus Wasser und aus Blut geschaffen sind. Hat aber Allah im Koran gesagt, dass wir nur aus Wasser erschaffen sind? Du musst Allah mir, nie gesagt, du musst mir, nur guck mal, Bruderherz, bitte. Guck mal, du musst mir gut zuhören. Beruhig dich, es ist nichts Schlimmes, es ist alles okay, wir haben kein Problem. Okay, alles gut. Wir sind ja sehr respektvoll miteinander. Guck mal. Ja. Ich erkläre dir, warum das ein Widerspruch ist. Ja, in unserer Bibel schreibt der Herr in einem Vers, wie wir erschaffen worden sind und wie die Menschen sich gebildet haben. Okay, über die Zeit. So, hier aber im Koran haben wir ganz klar den Vers, wo der Herr, also Allah, sagt, ja, ich lese ihn dir vor, und er ist es, hör zu, deutsche Grammatik, ja. Und er ist es, der aus Wasser menschliche Wesen erschafft und sie dann zur Verwandtschaft und Schwägerschaft bestimmt. Dein Herr ist allmächtig. Das heißt also, der Mensch ist vollkommen. Wir wurden durch Wasser erschaffen. Bei mir steht drin, und er ist es, der den Menschen aus Wasser erschaffen hat und ihm Blut, Verwandtschaft und Schwägerschaft gab. Nicht Schwangerschaft. Okay, erstens. Dann mach mal dein Koran auf und dann zeig mir das bitte. Okay, passt. Mach ich dir. Zeig ich dir gerne. Okay, wenn du sagst, dass es zusammengefügt wurde, dann gebe ich dir gleich nochmal etwas und dann wirst du mir auch bestätigen, naja, aber dass du kannst mir nicht, ich habe dir gesagt, mein Wissen ist ja nicht so viel wie von Sheikh, so. Du kannst ja mit Sheikh. Alles gut. Steht, und er ist es, der den Menschen aus Wasser erschaffen hat und ihm Blut, Verwandtschaft und Schwägerschaft gab. Okay, sehr gut. Du liest was anderes, ich lese was anderes. Okay, ist alles kein Problem. Wenn du sagst, es ist zusammengeführt, super. Denn bitte geh auf Koran 16 nochmal hin. Geh mal auf Koran 16 bitte. Also auf Sure 16, Vers 4. Und dann gehe ich sehr tief in die Materie rein. Warte, aber hat das was mit dem zu tun? Also hat das jetzt mit dem was zu tun? Wirst du gleich sehen. Vertrau mir einfach. Wirst du gleich sehen. Geh auf Sure 16, Vers 4. Warte, aber davor, ich habe noch eine Frage an dich. Warte, lass uns erstmal das beenden und nein, dann. Weil ich habe vielleicht ein, zwei Fragen gestellt. Du stellst dir schon seit 5 Minuten lang, ich soll mein Buch auf diese Richtung. Du hast mir ja keine Erklärung gegeben. Warte doch. Ich kann dir eine Erklärung geben. Ich kann dir eine Erklärung geben gerade dazu. Hör doch ganz kurz zu. Allah hat im Koran nicht gesagt, wir sind nur aus Wasser erschaffen. Er hat Ali, bitte. Mein Thema ist doch noch gar nicht fertig. Deswegen gebe ich dir ja die Verse. Geh mal auf Sure 16, Vers 4. Du hast jetzt gesagt, das ist vollkommen, wir wurden aus Klumpen erschaffen und Wasser. Okay, nehme ich hin. Ist gar kein Problem. Naja. Jetzt bin ich mal gespannt, was du jetzt sagst. Also wenn du mir jetzt, ich bin jetzt mal gespannt. Okay. Ich bin auf Sure 16, ja? Okay, Vers 4, was steht da? Lies ihn mir mal bitte vor. Vers 4. Und das Vieh hat er erschaffen, ihr habt an ihm Wärme und Nutzen und davon isst ihr. Nein. Hä? Du bist bei Sure 16? Ja, Sure 60, ich sag dir doch gerade. Sure 16, Vers 4 ist da. Warte, geh mal auf 3. Lies mal 3 bitte. 3.
Okay. Er hat den Menschen aus einem Samentropfen erschaffen, doch seht nun, ist er ein offenkundiger Gegner. Okay. So, jetzt eine Frage. Durch was wurden wir jetzt erschaffen? Wurden wir jetzt durch Samentropfen erschaffen? Warte, ich bin noch nicht fertig. Warte doch. Oh, Allah. Warte, Ali, bitte. Okay. Ali, durch was wurden wir jetzt erschaffen? Durch Samentropfen wurden wir jetzt durch menschlichen Blutklumpen erschaffen oder wurden wir jetzt durch Wasser erschaffen? Wir haben hier drei Widersprüche. Und wenn du willst, ich geb dir nochmal einen Widerspruch. Kein Problem. Nein, warte kurz. Lass mich das erst für dich erklären, okay? Du musst mir aber eine Erklärung geben. Ohne Erklärung gehen wir von diesem Thema nicht weg. Erklär mir jetzt mal. Warte. Wurden wir durch Samentropfen jetzt erschaffen? Wurden wir jetzt durch Wasser erschaffen? Oder wurden wir jetzt aus Blutklumpen erschaffen? Ja, lass mich das erklären. Wir sind aus Wasser und Blutklumpen erschaffen worden. Aber wir kommen von Samentropfen. Das musst du auch wissen. Wir kommen doch alle von Spermien, oder nicht? Oder kommst du von Blutklumpen und Wasser raus? Also hat uns Gott durch Spermien erschaffen, oder wie? Allah hat den Mann die Spermien gegeben, damit er sich weiterpflanzen kann und weiterpflanzen. Aber er hat doch nicht Ali, gesagt, Ali, war das Ali, doch kein... bitte. Hey, warum bist du? Du lachst gerade nur. Das gibt Ali. Gar kein, ich hab's eben also hat uns Gott durch Spermien erschaffen? Nein, Allah hat uns doch durch Wasser und erschaffen, also, wie du es halt eben gesagt hast. Und Allah, er hat uns die Gabe gegeben. Hä, natürlich. Aus was bist du erschaffen? Wir wurden durch Erde erschaffen, aber nicht durch Spermien. Aber das ist nicht meine Frage. Warum stellst du eine Gegenfrage? Versuch mir zu erklären, warum Allah sagt, warte doch, Ali, bitte, Ali, warte doch kurz. Sag mir, warum Allah sagt, dass wir durch Samentropfen erschaffen worden sind. Weil hier ist der Mensch durch Samentropfen erschaffen worden. Und dann haben wir aber auch das Problem, wir wurden durch Allah meint damit, dass wir von anderen Menschen von den Samentropfen kommen. Er meint nicht, dass wir direkt von Samentropfen erschaffen worden sind. Du weißt, doch, ganz steht genau, hier drin, er hat den Menschen aus einem Samentropfen erschaffen. Was? Ja, Sure 16 Vers. Warte, ich habe nicht verstanden, sag nochmal was. Er hat uns durch Samentropfen erschaffen, steht hier drauf. Er hat den Menschen aus einem Samentropfen erschaffen, doch. Weil du hast gesagt, nein, ich habe gesagt, doch, das steht da drin. Ja, er hat uns aus Samentropfen. Natürlich, wir kommen ja alle aus Samen. Wir waren ja alle früher Samentropfen, oder nicht? Okay, das heißt also, was ist dann mit dem Wasser und was ist dann mit dem Blutklumpen? Was ist dann damit? Also ja, Adam a.s. wurde aus Wasser und aus Blutklumpen erschaffen und er hat die Gabe bekommen, Spermien zu haben und uns zu erschaffen. Okay, er kann ja einen anderen Menschen nicht erschaffen, sonst wäre ja Adam a.s. ja dann Gott, oder nicht? Okay, meine Frage jetzt ist, deine Frage beantwortet. Du hast meine Frage nicht beantwortet, deine Frage beantwortet. Das hast du beantwortet, aber kannst du mir eine Erklärung dazu holen? Hol mir mal aus dem Koran eine Erklärung, dass das alles in einem ist, dass wir durch Blut erschaffen sind, etc. in einem Satz. Weil das ist ein Widerspruch. Warte, lass mich dir das kurz erklären, okay? Ich lese dir alles vor. Schau, das Problem ist, du fragst mich eine Sache und wenn ich sie erkläre, dann nimmst du die Erklärung nicht hin, sagst, dass die Erklärung nicht passt. Nein, weil du philosophierst. Du sollst mir das von dem Koran, aus dem Koran sollst du mir erklären, was jetzt richtig ist. Das tust du aber gerade nicht. Du redest von dir aus selbst. Ich sage dir doch jetzt gerade eben, wir sind erschaffen aus Wasser und Blutklumpen, wie es im Koran gesagt wurde. Plus, wir haben hier 300 Zuschauer. Ich habe dich vorhin gefragt, wir wurden nur durch Wasser erschaffen. Du hast gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, kommt noch was hinzu? Du hast gesagt, nein. Und dann habe ich gesagt, schlag mal das auf, wurden wir jetzt durch Blutklumpen erschaffen? Dann hast du gesagt, ah, ja, doch, wir wurden auch durch Blutklumpen erschaffen und was? Dann habe ich gesagt, das war's. Warte, Ali. Dann hast du gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, bist du ganz sicher? Du hast gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, okay, dann mach dir diesen Koranvers auf. Jetzt sagst du auf einmal plötzlich, wir wurden doch aus Samentropfen erschaffen. Wir wurden doch aus, also was ist denn jetzt? Wurden wir jetzt aus Wasser erschaffen? Wurden wir jetzt aus Blutklumpen erschaffen? Oder wurden wir aus Samentropfen erschaffen? Du sollst mir erklären, warum das nicht in einem Vers ist. Ja, es wird ja nicht in alles in einem Vers gesagt.
Außerdem, ich habe dir gesagt, mein Wissen ist nicht so groß wie Sheikhs, also wie andere Sheikhs. Aber ich habe eine Frage an dich. Hast du Lust zu debattieren mit einem Freund von mir? Aber einen richtigen Gelehrten? Oh. So, er hat Theologie studiert. Ali, ja? bitte, Bruder, jetzt guck mal, ich versuche mit dir nur sehr schön drüber zu reden. Du gibst mir keine richtige Antwort, weil... Ich hab eben eine Antwort gegeben, wir bestehen aus Wasser und aus Blut. Nein, du hast meine Frage nicht verstanden, guck mal, ja, ich gehe nochmal drauf ein. Du sagst mir gerade dieselbe Sache zum vierten oder zum fünften Mal. Nein, weil du mich nicht verstanden hast, ich erkläre es dir nochmal. Warte mal kurz. Oh mein Gott. Warte kurz. Holy. Schick eine Anfrage, wenn du hochkommen möchtest. Champion holen wir mal hoch hier. Ganz kurz. Warte kurz. Hallo? Ja. Hallo? Ich bin da. Ja, schau. Wie du gerade eben sagst, laut deiner Meinung kann ich deine Frage nicht beantworten. Also du sagst ja selber, dass ich nicht deine Frage beantworten kann. Je nachdem, ist es unnötig, hier weiter zu reden. Ja, guck mal, warte doch kurz. Guck mal, hör zu, Bruder, hör zu. Das Problem ist, ich habe auch morgen was zu tun und so. Ich muss jetzt auflegen, weißt du. Ich habe versucht, dir das zu erklären. Du hast. Darf ich aber trotzdem noch zu Ende machen? Hey, gerade immer, wir sind doch gerade zu Ende. Was willst du denn noch? Ja, ich will dir das nur noch mal vorlesen, okay? Also, hast du ja gerade schon fünf, ich hatte es sogar selber vorlesen. Du sagst, warte doch kurz, bitte. Guck mal, ich bin so lieb zu dir gerade. Warte doch kurz, bitte. Also, hier spricht Gott ganz klar und deutlich. Und er ist es, der aus Wasser menschlicher Wesen erschafft und sie dann zu Verwandtschaft und Schwägerschaft bestimmt. Dein Herr ist allmächtig. Also wir Menschen sind schon fertig. Wenn wir aus Wasser erschaffen sind, sind wir schon vollkommen. So, das passt. Das heißt, die Erschaffung ist vollendet. Dann haben wir aber noch ein anderes Problem. Aber da steht denn nur bei dir, bei mir steht was anderes. Verstehst du? Ja, okay. Dann habt ihr zu viele Updates. Aber ist auch wir egal. Haben doch keine Updates. Guck mal, Ali, das ist der zweite Testament in der Bibel. Ali, warte doch kurz. Okay, das passt, ist kein Problem. Wenn du sagst, es steht bei dir zusammengeschrieben, okay, ich nehme das einfach mal so an. Aber dann ist der nächste Vers wieder, das habe ich mit Absicht nicht gesagt, um einfach mal zu gucken, was du sagst. Und es gehört zu seinen Zeichen, dass er euch aus Erde erschaffen hat. Hierauf wart ihr auf einmal menschliche Wesen. Also wir waren auf einmal menschliche Wesen, als wir durch Erde erschaffen. Warte doch kurz. Lass mich doch reden. Bitte fall mir nicht ins Wort, wenn ich dir was vorlese und dir erkläre. Schau, was hier drin steht. Als dann setzten wir ihn als Samentropfen an eine sichere Ruhestätte. Dann bildeten wir den Tropfen zu einem Blutklumpen. Dann bildeten wir den Blutklumpen zu einem Fleischklumpen. Dann bildeten wir den Fleischklumpen zu Knochen. Dann bekleideten wir die Knochen mit Fleisch. Dann wickelten wir es zu einem anderen Schöpfung. So sei denn Allah gepriesen. Was sagst du jetzt dazu? Okay. Das ist ja alles in einem Super. Satz. Und wo ist der Samentropfen? Du hast den Samentropfen vergessen. Da steht hier oben. Da steht ganz oben. Ich habe alles. Als dann setzten wir ihn als Samentropfen an eine sichere Ruhestätte. Dann bildeten wir an eine sichere Ruhestätte. Was? Zeig mal den Vers mal bitte ganz genau. Schau, ich zeig's dir ganz genau hier, Bruder. Als dann setzten wir ihn als Samentropfen. Guck mal, als dann ist schon. Warum ist das als dann zusammengeschrieben? Das ist ein Sprachfehler. Hey, egal, warte. Warum? Schau, geh mal nochmal auf das als dann. Allah, ihr habt Fehler. Guck mal, Du fliegst gerade vom Thema. Es steht ja alles rein im Satz. Nein, warte, Bruder, jetzt geh mal bei als dann. Geh mal kurz bei als dann. Alles in einem Text gibt. Bruder, warte doch kurz. Geh mal doch bitte auf als dann. Da steht als dann. Klick mal, mach mal groß, dass wir es sehen. Warte, Bruder, hör zu. Warum redest du jetzt? Warte. Schau, was steht hier drin? Es geht um den Inhalt. Was steht hier im Inhalt drin? Es steht drinnen, als dann setzten wir ihn als Samen. Nein, mach mal bitte deine Hand nochmal auf das als dann. Dann mach mal bitte deine Hand nochmal auf das als dann.
Allahu Akbar. Bitte geh mal nochmal als dann. Alle Leute, die das gesehen haben, er flüchtet gerade, flüchte doch weiter. Warum antwortest du nicht? Ich habe dir doch eine Antwort dazu gegeben. Hier, was sagst du dazu? Du hast gesagt, ich soll das alles in einem Satz sagen. Hier hast du alles mach in einem mal, Satz. Mach mal hier bitte deine Hand Satz. Auf das als dann. Okay, ich sag's dir, als dann. Es ist kein Fehler. Hör zu, aber warte. Hör zu. Als dann setzten wir ihn als Sahne langsam, langsam an eine lesen, nicht so schnell. Du bist zu schnell. Ja, okay. Du bist zu schnell, mach langsam. Als dann setzten wir ihn als Samentropfen an eine sichere Ruhestätte. Mhm. Dann bildeten zu einem Blutklumpen. Dann bildeten welchen Tropfen? Wasser? Wasser oder was? Was für ein Tropfen? Samentropfen. Hier steht dann als Samentropfen an eine sichere Ruhestätte. Dann bildeten wir den Tropfen. Nein, nein, der wir Samentropfen. Den Tropfen. Das ist Samentropfen. Zu einem, ja, okay, wir lesen jetzt nochmal. Der Samentropfen. Ja. Der Samentropfen ist damit gemeint. Den Tropfen zu einem Blutklumpen. Dann bildeten wir den Blutklumpen zu einem Fleischklumpen. Dann bildeten wir aus dem Fleischklumpen Knochen. Dann bekleideten wir die Knochen mit Fleisch. Dann entwickelten wir es zu einer anderen Schöpfung. So sei den Allahs gepriesen, der beste Schöpfer. Und wo ist die Erde? Wo ist, dass wir aus Erde erschaffen worden sind? Wenn da steht, dass wir durch Wasser, durch Blutklumpen, wo ist ja, dann die hast, Erde? Du hast ja gefragt, um was es hier geht. Du hast ja gesagt, wir bestehen aus... Aber wo steht, dass wir durch Erde erschaffen worden sind in dem Vers? Du hast gesagt, wir bestehen aus Wasser und aus Blutklumpen. Hier steht drin, dass wir aus Wasser und Blutklumpen bestanden sind. Alles, wie du es wolltest. Okay. Oder nicht? Und was ist mit der Erde, wo wir nicht durch Erde erschaffen? Ali, warte doch. Das ist Ali, ein Knockout, dass du dir wo hast du mir einen Knockout gegeben? Du hast dir gerade selber einen Knockout gegeben. Wie dumm muss eine Person sein und sich selber einen Knockout geben? Oh ja, mein Gott, oh mein Gott. Ali, warte doch mal kurz. Haben wir ich bin noch nicht fertig. Ali, du hast ja Sayyid al-Bukhari, oder? Okay, mach mich der ist rausgegangen. Ich war ja, noch gar nicht fertig mit größer, dem. Mach mich größer. Wir geben ihm den Knockout, deswegen haut er ab. Mach mal größer kurz. Ich widerlege jetzt all seinen Blödsinn, was er da erzählt hat. Guck mal, Leute, was hier steht. Wer zuerst im Geschlechtsakt kommt, der Gesandte Allah sagte, das Wasser des Mannes ist dick und weiß und das der Frau ist dünn und gelb. Was auch immer zuerst kommt, also nach dem SEX, das Kind wird diesem Elternteil ähneln. Also das heißt, die haben jetzt SEX. So, nehmen wir an, die Frau kommt im Orgasmus und sie, nachdem wird das Kind natürlich kommen. Natürlich. Hm. Wissenschaftlich alles belegt. Jetzt gehen wir weiter. Hier, Kamelurin. Wir widerlegen jetzt alles, was er da gesagt hat. Ja? Ja. Also in einem Satz, dass seine ganzen Hadithe nicht stimmen. Ja? Warte mal kurz. Ich wollte ihn den letzten Vers geben, aber der ist jetzt einfach rausgegangen. Ich wollte ihn ja, wirklich so noch die, den Bruder, letzten Vers geben. Oder so sind die, wenn du die ausreden lässt, dann flüchten sie. Und denken ich so, weiß, das habe ich schon gemerkt. Das ist deren Taktik immer wieder, Bruder. Und jetzt pass auf. Jetzt gehen wir ein Stück weiter. Also wenn ihr denkt, dass es nicht schlimmer geht, doch, es geht noch schlimmer, Leute. Wartet kurz. Genau. Also, die Leute fragten den Gesandten Allahs, können wir die Waschung aus den Brunnen von Buddha durchführen? Einen Brunnen, in den Menstruationskleidung, tote Hunde und stinkende Dinge geworfen wurden. Er antwortete, Wasser ist rein und wird durch nichts unrein. Da ist die Quelle, Leute. Sunan Abi Dawud 666. Hat zweimal die 6. Ja. Wieder guck mal, ein Blödsinn. Huli, guck mal, weißt du warum? Weißt du warum der sich von Anfang an schon einen Knockout gegeben hat? Guck mal, ich meine, es war ja trotzdem ein sehr, sehr respektvolles Gespräch. Ich habe ihn gefragt, guck mal, ich gebe dir jetzt einen Vers, wurden wir jetzt durch Wasser erschaffen? Er hat gesagt, ja, wir sind vollkommen, wir wurden durch Wasser erschaffen. Da habe ich gesagt, ich habe ihm sogar noch die Chance gegeben und habe ihm gesagt, bist du ganz sicher? Nur Wasser? Er hat gesagt, ja, steht hier drinnen, nur Wasser. Da habe ich gesagt, okay, dann gehen wir zum nächsten Vers. Ja, Blutklumpen, da habe ich gesagt, ja, was ist denn jetzt? Wurden wir durch Blutklumpen erschaffen oder Wasser, was ist denn jetzt? Und dann hat er gesagt, ja doch, Wasser und Blutklumpen. Plötzlich waren es alle beide. Und da habe ich gesagt, hä, was denn jetzt? Wasser oder Blutklumpen? Da hat er gesagt, alles beide. Und dann habe ich ihm den Vers gegeben mit den Samentropfen, da habe ich gesagt, ja, guck mal, hier steht Samentropfen. Was ist denn jetzt damit? Ja, auch durch Samentropfen. Ich denke mir so, hä? Jetzt nimmt er plötzlich alle drei. Am Anfang sagt er nur das Wasser und dann sagt er doch Wasser und einmal, also ey Mann, nein Mann, nein Mann.
Bruder, ich hab so viele Hadithe, ich vergleiche sie ja immer quer mit der Bibel, weißt? Alles, was bei denen so quasi authentisch ist, ist im Auge Gottes im Alten Testament eine Schande, also eine Todsünde. Ja? Mhm. Ich habe auf dem anderen Account, den ich habe, da habe ich die Hadithe und die Bibelverse komplett verglichen. Die haben überhaupt nichts mit dem Gott der Bibel zu tun. Überhaupt nicht. Auch die ganze Handlung von Mohammed, komplett hat er alle 10 Gebote gebrochen. Der hat überhaupt nichts mit den 10 Geboten zu tun. Und da meinen sie so... Vor allem die Zuschauer, guck mal, Holi, vor allem die Zuschauer haben nicht verstanden, worauf ich hinaus wollte. Hier spricht Gott speziell bei Sure 25, 54 und er ist es, der aus Wasser menschliche Wesen erschafft. Das heißt also, der Mensch ist schon vollkommen mit Wasser. Ja, okay. Aber dann plötzlich gibt es den anderen Vers, dass wir vollkommen sind durch Blutklumpen. Die Leute verstehen das Grammatikalische nicht. Dieses Hochdeutsch verstehen die einfach nicht, worauf ich hinaus möchte. Und dann gebe ich denen den anderen Vers, wir sind vollkommen mit dem Samentropfen. Ja, was denn jetzt? Und dann gibt es den Vers, ja, wir sind erst vollkommen, wenn wir durch Wasser, Klumpen vom Blut und Samentropfen. Also, ja, weißt du, worauf ich hinaus möchte? Wie viel leckt es bei mir? Ja, du hast gerade, Bruder, du hast gerade Standbild gehabt, man hat dich nicht gehört. Also zumindest bei mir. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei den Leuten war. Irgendwas ja, stimmt mit der Verbindung nicht wieder. Ja. Jetzt irgendwas stimmt mit der Verbindung. Ja, aber keine Ahnung. Wie gesagt, schade, wenn ein Muslim meint, der ist der Löwe Allahs, soll er hochkommen. Ich habe noch mehr Hadithe. Ich glaube nicht mal, dass hier sind. Ja, haben wir. Okay, Hadithe, der ist rausgegangen. Warte, ich hole jemand hoch. Ich hole jemand hoch. Alles gut. Warte. Ja, hol nur Muslime bitte keine Christen. Ja, alles Muslime gut. Reden. Und bevor er hier kommt und sagt, ey, ich hab ein Thema. Nein, du gehst erstmal auf unseren Thema ein und dann gehen wir dein Thema durch, weil wir wissen, wie ihr tickt. Sobald ihr eure Blödsinn hier vorgetragen habt, haut ihr die wieder ab. Ich widerlege gleich beide. Du kannst auch alles voll machen mit Muslime. Das macht dann Spaß. Ja, einen abarbeiten, von oben nach unten. Aber die laden viel zu lange. Die müssen nochmal eine Anfrage stellen, alle. Also, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, die... Ja, aber wenn wir merken, dass wir kein Wissen haben, wollen wir die nicht hier haben, Bruder. Weil ich bin fair zu den Muslimen. Ich will Wissen der Muslime haben. Ich will keine 0815-Muslime, die sagen, ja, ich habe nicht so große Wissen. Leute, wenn ihr nicht große Wissen habt, kommt erst gar nicht hier hoch. Weil ich zerlege euch innerhalb von ein paar Sekunden. Ihr werdet es bekommen, dass ihr hier oben seid. Kurde Aras, was können wir für dich tun, mein Lieber? Was geht, mein Lieber? Um was geht es hier eigentlich? Hier geht's um Wissen. Nee, ich bin gerade hochgekommen und also ich bin direkt reingekommen, habe Anfrage geschickt. Könnt ihr noch mal? Okay, danke, dass du da warst. Alles gut, alles gut. Danke, dass du da warst. Bleib unten und beobachte lieber. Wenn du nichts weißt, das habe ich auch letztens mit ein paar Christen gemacht, die hier oben gekommen sind und habe gesagt, warum seid ihr überhaupt oben, wenn ihr nicht mal wisst, um was es geht? Weißt du, die stellen eine Anfrage, wollen Platzhalter machen und wissen gar nichts. Ja? Okay, absolut. Amir, hey, Amir, wie geht's dir? Das ist wunderbar. Sehr gut. Wie geht's dir? Mir geht's hervorragend. Dankeschön. Ich hoffe, du hast deinen Tag gut genossen. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Auf jeden Fall, um zu diesem Thema zurückzukommen, das du gerade angesprochen hast, mit dem Wasser und mit dem Blutklumpen hin und her. Schau mal, wenn du im Koran liest, dass wir aus Wasser erschaffen sind, ja, der erste Mensch, Adam a.s., wurde aus Erde erschaffen. Da sind wir uns, denke ich, alle einig. So. Mhm. Ja, genau, du hast es gerade gesagt, du hast gerade den Jungen widerlegt, du hast gesagt, aus Erde erschaffen. Sehr gut, hast du sehr gut gemacht. Genau, der erste Mensch ist aus Erde erschaffen. Gott hat aus Adam seine Ehefrau erschaffen, So, da sind wir warte, ganz kurz, oder? Amir, wie wurde im Islam überhaupt die Eva erschaffen? Aus der Rippe Adam. Sehr gut. Genau wie die Bibel. Okay. So, schau mal. So, dann kommen wir weiter. Wie kommen Nachfahren auf die Welt? Mit dem Geschlechtsakt. So, das wissen wir alle. Das Wasser, was damit gemeint ist, ja, das sind, ich will es jetzt auch nicht direkt sagen, aber Spermien. So.
Das ist der Verlauf, das ist der Prozess. Wir kommen aus diesem Wasser, aus diesen Spermien, okay, und dann entwickelt sich das alles. Zu Blutklumpen, zu Knochen. Aber wie können wir, also Gott hat uns durch Samentropfen erschaffen, oder wie? Weil wir sind ja vollkommen durch Samentropfen. Wie meinst du das? Ja, wir sind aus, guck mal, nochmal, Adam aus Erde und seine Nachfahren aus Samentropfen. Okay, ich lese dir vor, warum wir hier ein Problem haben. Moment. Und zwar, er hat den Menschen aus einem Samentropfen erschaffen. Also was jetzt? Er hat uns jetzt durch Samentropfen erschaffen oder hat er uns jetzt durch einen Blutklumpen erschaffen? Weil hier spricht Allah nur diesen einzigen, diese einzige Eigenschaft spricht er an. Also, hey. Er sagt, er hat den Menschen aus einem Samentropfen erschaffen. Mhm. Also wir haben da ein Problem. Er spricht ganz klar nur diese Eigenschaft an. Samentropfen. Nur Samentropfen. Also. Bruder, es gibt ja noch mehr. Ich kann ja, der Amir sieht aus wie ein Wissender. Ich hätte ihn sonst jetzt die schwierigste Frage gestellt, die leider noch kein Moslem beantworten konnte. Keiner. Und einer war wenigstens ehrlich, der so, du stellst Fragen, die stehen nicht mal in den Schriften. Die kann man nicht beantworten, hat er gesagt. Und dann hat er so. Also die können ruhig alle hochkommen, ist ja gar kein Problem. Ne? Also. Oder wir brauchen keine 0815 Muslime. Hier, Amir ist der Löwe unter denen, Alter. Der hat wenigstens einen Sunnah-Bart, nicht wie diese Euro-Muslime. Der ist richtige Muslim, aber die anderen, die kannst du wegschmeißen. Die waren alle oben, das sind alles Kinder. Ja, alles gut. Also wenn, dann kann... Ja, weil das Ding ist, ich habe noch eine Sache, die ich sage, aber das ist dann kompletter Knockout. Aber das will ich noch nicht auspacken. Weil das Ding ist, es sind sehr viele Sachen. Also wir sind jetzt plötzlich Erde, ja. Wir sind jetzt plötzlich Wasser, wir sind jetzt plötzlich Samen, wir weißt sind jetzt plötzlich was? Blutklumpen. Also durch was wurden wir jetzt erschaffen? Ne? Das ist die Frage. Okay. Okay. Dann reden wir mal mit den Nächsten. Ich weiß nicht, wir warten mal, bis er wieder zurückkommt, dann holen wir ihn hoch, weil... Amir ist immer wieder raus, weißt du, vielleicht googelt er oder so, keine Ahnung. Hallo, Bruder. Servus, was können wir denn für dich tun? Bruder, über euren Thema ganz kurz. Ich habe auch nicht so viel Zeit. Ich will nur das, was ich weiß, über diesen Vortrag, was ihr haltet, ganz kurz was dazu sagen. Also der Mensch, also der Adam ist durch Erde erschaffen, korrekt? Das haben wir alle bestätigt. Und das mit dem einzigen, also mit dem Samentropfen, hast du ja gesagt, die Menschen, also nicht ein Mensch, sondern mehrere Menschen. Das ist durch Adams Samen, also durch einen Tropfen von Adam sind die Menschen entstanden, also sein Nachfolger. Und das mit dem Blutklumpen... Du weißt schon, okay, wir machen das noch einfacher für dich. In Koran, Sure 16, Vers 4, wer redet da? Redet da Allah oder ein Mensch? Nein, Allah. Aha, also hat Allah erschaffen und nicht Adam, oder? Nein, nicht Adam, aber die Entstehung. Die Entstehung, er hat ja gewollt, dass es so entsteht. Durch das Wille von Allah ist ja das entscheidend. Nicht, weil Adam so haben wollte, sondern weil Allah das so haben wollte. Okay, guck mal, ich lese es dir nochmal vor. Ganz in gut, Koran Bruder, ich sag mal, mein Satz zu Ende, tut mir sehr, sehr leid, dass ich dich unterbreche. Ich sag dir, vielleicht kannst du sagen, ist falsch. Ich will dir nur zu diesen drei Sachen. Also einmal ist es Erde, einmal ist das Samen und einmal, also das mit dem Wasser und hier Bluttropfen. Also das ist so, Blutklumpen meine ich. Erde ist Adam, Samen kommt von Adam. Und dann kommen die ganzen Menschen und diese Blutklumpen ist ja durch diese, also ich sag mal, ist ein bisschen jetzt dumm gesagt, aber so Blutgruppe, also von einem Blut, also das ist von einem Menschen entstanden, das ist... Okay, also guck mal, wir machen das jetzt einfacher. Guck mal, wir haben einmal Wasser, okay, der ist rausgegangen.
Wir haben einmal Wasser, Wasser, okay, Gott hat uns durch Wasser erschaffen, dann haben wir einmal durch Erde, okay, okay, weil wir sind ja die ersten Menschen. Und dann haben wir einmal den Samentropfen. Also von wem kamen die Samentropfen? Er sagt angeblich Adam. Aber jetzt haben wir hier ein Problem. Von wem stammen denn die Blutklumpen? Oder es gab eine Debatte und da haben die Fragen gestellt, ja, aus was stammen denn die Djinns? Und dann hieß es auch aus Wasser und so weiter. Ne? Dann hat er das quasi verglichen, ob die Djinns auch Menschen seien und so weiter. Ja, ja, aber ey, hast du diese Fangfrage schon gecheckt, worauf ich hinaus möchte? Wer, von wem stammen dann die Blutklumpen? Ja, die werden sagen, von Allah wahrscheinlich. Er hat sie erstellt oder so. Ja. Und da haben wir schon mal das Problem. Aber okay, egal, wir holen die jetzt hoch und dann schauen wir mal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hallo. 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 Jungs, ich war kurz weg. Ich bin im Auto. Ich habe gerade kein Koran neben mir. So, ich musste im Handy die Verse suchen. Auf jeden Fall, schau mal, wenn du Sura 4 aufschlägst, direkt in den ersten Versen, wird uns die Erschaffung des Menschen erklärt. So, und dort wird erklärt, dass Allah Adam aus Erde erschaffen hat, aus Ton, wie man es nennen mag. Schau mal, du kannst nicht einfach eine ungefähre Übersetzung nehmen. Die deutsche Sprache ist nicht so riesig wie die arabische Sprache. Die arabische Sprache hat 12 Millionen Wörter. Es gibt alleine für das Wort Löwe als Beispiel, für das Wort Löwe gibt es über 70 Wörter. Verstehst du? So, sagen wir, in einem Vers heißt es Wasser, in einem anderen heißt es Samentropfen. Im Endeffekt ist es das ein und dasselbe. Im Endeffekt ist es das ein und dasselbe. Damit sind die Samen des Mannes gemeint. So, Allah hat Adam aus Erde erschaffen, seine Frau aus der Rippe Adams und aus ihnen hat Allah die Nachfahren erschaffen. Wie das Geschlecht sagt. Aber guck. Ja. Guck mal, hier trennt Allah, aber oder beispielsweise die Verse sind ja getrennt. Hier kannst du ja ganz klar lesen. Bei 25 Vers 54 sagt er, und er ist aus Wasser, also aus Wasser menschlicher Wesen erschafft. So, und sie dann zur Verwandtschaft und Schwägerschaft bestimmt. Dein Herr ist allmächtig. Jetzt ist er rausgegangen. Ah, egal. Okay, egal. Nicht so schlimm. Er ist rausgegangen. Er hat ja, muss man zugeben, hat er gut erklärt, aber da waren die, also hat eine halbe Antwort hat er gegeben, sagen wir es mal so. Leider, leider. Ich habe niemanden gekickt. Hä? Er sagt, ich hätte ihn gekickt. Ich habe ihn nicht gekickt. Bruder, dann mach ihn rein. Vielleicht hat ein Modi ihn gekickt. Weil wenn er nicht sieht, wer ihn gekickt hat, und hat einen Kick bekommen, dann kommt es meistens von einem Modi-Bruder. Die stummen den und dann wird er gekickt. Das kenne ich von meinen Debatten. Da haben sie damals. Ja, dann nehme ich die Modis raus. Also ich weiß, ja, wer auch immer das war, den mache ich raus dann. Nein, das stimmt, Leute. Lindushi, das stimmt. Also es ist bei mir auch in den Debatten passiert. Oder hier beim Punisher, wo wir uns vertragen hatten. Da haben ihn einfach Leute rausgekickt. Also meine Modis, die ihn gehasst haben, haben ihn gekickt, dann habe ich alle Modis entfernt und habe nur noch Modis, also ich mache das jetzt nur noch so, Modis dürfen nur noch Leute sein, die in meinem Real Life, die ich kenne, die werde ich dann Modi machen. Oder auch aus dem Telekom. Ja. Voll witzig, wie alle Modis schreiben, ich habe nichts gemacht. Beruhigt euch. Alles gut. Nein, wir sagen jetzt nicht alle Modis, ja. Also irgendeiner hat ihn rausgekickt, auf jeden Fall. Wir haben ihn gestummt, dann ist er rausgekickt worden. Amir, deine Verbindung ist sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht, Amir. Meine Verbindung ist schlecht? Ja, stimmt. Weil wir hören uns doppelt. Achso, warte ganz kurz, ich bin mit dem Auto verbunden, warte. Okay. Ja, weil seine Verbindung ist ganz, ganz katastrophal gerade. Also ich möchte nur eins wissen. Also wenn das ja alles zusammengeführt wird und wir sind, dann frage ich mich aber, warum der liebe Allah sagt, er hat den Menschen aus Samentropfen erschaffen. Das ist ja schon eine Erschaffung. Ja, er spricht hier nur über eine einzige Eigenschaft. Das ist etwas, was ich gerade ansprechen möchte, weil er spricht ja nur eine Eigenschaft an und er schafft die Menschen nur durch Samentropfen. Deswegen möchte ich wissen, warum er nur diese Eigenschaft nennt.
Ja, also wenn man grammatikalisch vorgehen möchte, spricht er hier eine Sache an. Und ich möchte Schau wissen, mal, warum Fred. er nur das anspricht. So. Schau mal, in Surat al-Mu'minun sagt Allah in Vers 13, 14 ist das, glaube ich. Ich habe den leider gerade nicht neben mir, den Koran. Kannst du aber aufschlagen. Surat al-Mu'minun, die Gläubigen. Vers 13, 14 ungefähr ist das. Okay. Sagt Vers Allah 13, diese 14. Reihen. Warte mal, warte kurz. Ruli, kannst du das kurz aufschlagen? Lange seid ihr live? Für mich wäre es einfacher, wenn ich den Koran dann direkt neben mir habe. Dann würde ich nach Hause fahren, den nehmen und fertig. Bis Ja, wie viel Uhr seid ihr live? wann bist du denn zu Hause? Sag Bruder, mir wir eine können das so Uhrzeit, bis machen. wie viel ihr live seid. Was war das? Koran Sura 13, 14? Nein, nein, Koran, Sura al-Mu'minun, die Gläubigen. Sura, die Gläubigen. Al-Mu'minun. Okay. Der 13, 14. Wenn ich mich nicht irre, 13, war es der 14. was ließ. Ja. Okay, ich bin gerade drauf. Moment. Sonne, kann ich kurz Platz für jemand anders machen? Ist das okay? Mach, Bruder, ich bin schon zurück in der Vergangenheit seit halben Stunde. Alles gut. Also die kannst du Alles von gut, unten Bruder. weiter zuschauen. Mach, Bruder, bis dann. Okay. Also pass auf. Ja, weil sonst ist es ein bisschen unfair, weil der Bruder Rabbi möchte vielleicht hoch. Ist er noch da, der Steht Rabbi? aber der Donner, ne? Du hast ja gesagt, Sura 13, 14. Nein, nein, Sura al-Mu'minun, Vers 13, 14. Ja, ich habe es so eingegeben, 13, 14. Dann hast du die Nee, vertan, das vielleicht ist die stimmt sie noch. Sura. Nee, das ist Sura Nummer 13. Aber ich rede über Sura, die Sura heißt die Gläubigen. Vers 13 bis 14. Okay, warte kurz. Sura al-Mu'minun. Warte, lass mich eben schauen. Ich gehe kurz auf die App. Warte. Also ich weiß es. Also pass auf, Sura 23 ist es. Sure, ich glaube, das ist die Sure Al-Minimun. 23. Al-Minimun. Ja, der hat sich vertan. Der hat es nicht gewusst. Das ist Aber ist ja Sure nicht schlimm. Ja. 23, der meint Sure Ja. 23, meint er. Al-Minimun. Die Gläubigen, das ist genau Al-Muminun oder Muminun, ja, genau. Ja, ich hab das. Ich gehe mal drauf, hier ist die 4, hier ist die 14, hier aufschufen wir den Samentropfen. Guck mal, hier steht wieder, hier schufen wir. Wen meinen Sie mit wir? Allah kann es nicht sein, Bruder. Wenn Ja. er sagt. Wir bedeutet, dass Okay, wenn Allah jetzt. wir sagt, dann heißt das, dass Amir, er es Amir, ist. Amir, 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 warte kurz, Bruderherz. Ja. Guck mal, hier, wenn wir jetzt wirklich Deutsch sprechen wollen, okay? Hier auf schufen wir. Das ist eine Mehrzahl. Wir. Wer sind denn Ja. wir? Wer hat denn mitgeschaffen? Schau mal, ich gebe, guck mal, wenn Wie Allah jetzt? über wir redet, dass wir groß ist, ich habe dir gerade erklärt, die arabische Sprache ist groß. Das ist nur eine ungefähre Bedeutung. Aber das wir hier ist gemeint, dass Allah es ist. Allah ist damit gemeint. Er redet über sich in so einer königlichen Form. Verstehst du? In so einer Form redet er über sich. Verstehst du? Er Aber redet dann über müsste er doch und sagen, hierauf ich schufen wir. erschuf. Er müsste doch sagen, ich erschuf. Oder deswegen, Schau mal, deswegen. und Mach mal, Champion, wieder Champion, mein Bruder, jetzt Lieber, mach mal nochmal das ist eine auf. Mach mal ungefähre nochmal auf. Übersetzung. Guck mal, jetzt schreibt einer, Allah redet in Trinität. Selber Knockout, aber okay. Derjenige, der es geschrieben hat, unten im Chat. Okay. Ja. Hierauf schufen wir den Samentropfen zu einem Anhängsel. Dann schufen wir das Anhängsel zu einem kleinen Klumpen. Dann schufen wir den Klumpen zu Knochen. Dann bekleideten wir die Knochen mit Fleisch. Ja gut, aber wer wir? Ja, es sind ja, es ist eine Mehrzahl. Hierauf ließen sie ihn auf weitere Das, Schöpfung entstehen. Warte Bruder, und mal. das mehrfach. Hierauf Ich würde das verstehen, ließen wenn es noch wir mal. ihn. Da steht sogar ganz klar und deutlich, hierauf ließen wir ihn als eine weitere Schöpfung entstehen. Segenreich ist Allah, der beste Schöpfer. Ja, aber wir, ja, also wir, ist eine Mehrzahl. Wir erschufen, Mal. das wäre die richtige, aber okay. Aber wen meint ihr Wir hier, ihn. wir ihn als eine weitere Schöpfung entstehen? Und Ja, hier muss Ja. er ließen wir ihn als eine weitere Schöpfung entstehen. Hier, So. wenn du weiter oben gehst,
Hier machten wir ihn zu einem Samentropfen in einen festen Aufenthaltsort. Wir erschufen den Menschen ja aus einem Auszug aus Lehm. Ja, wenn du jetzt weiter hochgehst, wir müssen ja hochgehen. Mhm. Die das Patris erben werden, ewig werden sie darin bleiben. Mhm. Das ist auch irgendwo ein Widerspruch, weil, na okay. Guck mal, wenn wir jetzt nach oben gehen, dann werden wir die Suche wahrscheinlich auch verstehen oder auch nicht verstehen. Guck mal, den Gläubigen wird es wohl ergehen. Hier geht es jetzt nur um den Gläubigen wahrscheinlich, oder? Mhm. So, diejenigen, die in ihrem Gebet demütig sind und diejenigen, die sich von unbedachter Rede abwenden. Also die Ungläubigen quasi, ne? Also die dann ungläubig werden. Lorenz ist Meister. Und guck mal hier, und diejenigen, dass die Zahlung der Abgabe anwenden. Hier geht es wieder um was anderes. Diejenigen, die ihren Scham hüten, außer gegenüber ihren Gattin oder was ihr rechte Hand an Sklavin besitzt. Hier geht es schon wieder um Sklaven. Denn, warte mal, liest den Vers nochmal. Außer gegenüber ihren Gattin oder was ihre rechte Hand an Sklavinnen besitzt. Denn sie sind hier ein nicht zu tat. Okay. Okay, okay. Aber wer darüber hinaus etwas begehrt, das sind die Übertreter. Mhm. Mhm. So geht's immer weiter. Dann war ja hier bis 14, weißt? Das sind ja, die das Paradies erben werden. Ewig werden sie darin bleiben. Wir schufen den Menschen. Hier geht's wieder mit wir. Schufen den Menschen ja aus einem Auszug aus dem, aus Lehm. Was guck mal, Ami, worauf wir hinaus wollen ist, Gott müsste sagen, ich erschuf den Menschen aus Lehm etc. ppp. Ja, aber hier schreibt Allah selber, hier redet ja Allah, wir schufen den Menschen. So, die Frage ist, wer war bei der Erschaffung denn mit dabei? Schau mal, und wieder. Es ist eine majestätische Art, eine majestätische Form, eine majestätische, eine königliche Form, sage ich mal. Ja, das jemand auch aber in der Bibel, guck mal, Amir, in der Bibel zum Beispiel sagt ganz Gott, kurz, lass mich und dann bitte. Ja. Okay. Schau mal. Okay. Und in dieser Form redet Gott über sich. Okay? So. Ich verstehe das Problem nicht. Wenn Allah sagt, wir, dann ist er damit gemeint. Es ist ja auch extra groß geschrieben. Schau mal, in der deutschen Sprache ist das ja auch extra. Amir, du sagst okay, ja, er hat mit dir. Nein, ich muss dich ja fragen, sonst wenn du jetzt 10 Minuten redest, dann hat es keinen Sinn. Ich sag dir auch gleich warum. Du sagst ja, okay. In wir spricht er in majestätische Form, richtig? Ja. Okay, hast du ein Tafsir davon, wo das auch so gemeint ist, wie du gerade interpretierst? Genau, dass das erklärt zum Beispiel, weil den können wir ja, das ja, besser verstehen. Ja, wenn du jetzt schau mal, ich hast, dann sitz im Auto. Ich bin weil, mal, gerade spontan reingekommen. Mhm. Guck mal, Amir, wir wollen ein Tafsir, der uns erklärt, was mit dieser Wir-Form, weil Wir-Form ist eine Mehrzahl, weil somit sind ja mehrere beteiligt an dieser Erschaffung, ja. Und jetzt brauchen wir ein Tafsir, der diese majestätische Art erklärt, dass damit nur Allah gemeint. Und dafür brauchen wir einen Tafsir. Oh, weil ich habe das Gefühl, du kennst dich sehr gut aus und deswegen gib uns mal ein Tafsir dazu. Ihr lässt mich nicht mal zum Wort kommen. Okay, sorry. Und wieder. In dieser Form redet Allah über sich. Wenn du, lass die deutsche Übersetzung beiseite, lass jede Übersetzung beiseite. Nimm das Original, das Arabische. Okay? Die ganzen Araber hier drinnen wissen, kennen ihre Sprache und, wir wissen im Deutschen, dass es mit der majestätischen Form gemeint ist, mit der königlichen Form. Mit so einer hohen Form redet Allah über sich selber. Im Tafsir kannst du selber nachlesen. Tafsir also spricht jetzt Allah mit sich selbst. Okay. Guck mal, schau mal. Dieses Buch ist von Allah für die Menschheit herabgesandt. Er redet mit uns, er redet mit uns, über uns. Verstehst du? So. Das ist die Sache. Und er redet in dieser Form über sich. Und ich verstehe das Problem gar nicht. Wir kommen jetzt von Wasser und von Samentropfen und von Erde erschaffen auf wir. Schau mal, du willst das einfach nur nicht verstehen. Das ist das Ding. Ihr seid, Jungs, ich habe nichts gegen euch. Ich respektiere euch. Gar kein Problem. Aber ihr wollt das einfach nicht annehmen. Ihr seid so sehr überzeugt von eurem Glauben und seid standhaft.
Verstehe ich. Ist okay. Okay, Amir, Aber darf ich was dazu sagen? wenn ich dir sage, dass dieses Wir und jeder andere Muslim es genauso sagt, wir ziehen das ja nicht, wir keine Ahnung, wir erfinden so etwas ja nicht. Mit Wir ist Allah gemeint. Verstehst du? Mit Wir ist Allah gemeint. In der majestätischen Form redet er über sich selber. Und damit hat sich die Sache. Ich verstehe nicht, was daran nicht zu verstehen ist. Okay, aber so, guck mal, ihr habt ja Tafsir. Tafsir-Thema. Wenn du den, genau, wir haben den Tafsir, wir haben die Erklärung des Korans. Wenn du den Tafsir aufschlägst, den kannst du selber auch aufschlagen. Wie gesagt, Jungs, ich bin hier spontan reingekommen. Ich bin hier gerade an einem Parkplatz, weil ich das gesehen habe und einfach kurz mal Senf dazugeben wollte. Ich bin auf gar nichts vorbereitet. So, ich habe den Faden verloren. Guck mal, wir machen das so. Mach dein Zeugs, ist ja kein Problem, und bring uns nachher einfach ein Tafsir. Wir sind lange da, das ist nicht so schlimm. Alles gut. Schau mal, mein Bester. Der Tafsir, den findest du selbst in Google als PDF von Ibn Kathir. Findest du genug Tafsir. Schlag ein Vers auf und du findest zu den Versen die Erklärung. Und dann bring uns das genau einfach auf. Nachher. Alles gut. Alles gut. Wie lange seid ihr live? Ich bin lange da, also ich mache eine kleine Pause, esse was und komm wieder. Alles gut. Amir wird auch erstmal. eure Kommentare. Ja, alles gut dann. Naja, aber das wollte ich einfach nur erklärt haben. Ob ihr das jetzt annehmt oder nicht, ist eure Sache, aber. Ja, das Ding ist, wir wollen immer Quellen, ne? Weil ohne Quellen ist immer ein bisschen blöd, aber mach du dein Zeugs fertig und dann. Erklär uns das mal, weil wie gesagt, er spricht von einer Mehrzahl und deswegen brauchen wir dann ganz, ganz einfach eine Erklärung vom Tafsir und dann ist okay. Tafsir findest du die Erklärung des Korans, aber mit dem Thema setze ich mich auseinander, da melde ich mich bei dir. Entweder komme ich hier wieder rein oder wie auch immer, wenn ihr mich hier annimmt. Ich nehme dich an, das ist gar kein Problem. Alles klar. Jungs, ich habe nur noch 4%. Schönen Abend wünsche ich euch noch. Okay, schönen Abend wünsche ich dir auch. Okay. Bis zum nächsten Mal. Doktor, keine Ahnung, wie der sich nennt. Alle nennen sich Doktorenbruder und alle nennen sich Schwirs. Ich glaube, alle meinen Namen. Alle sind sie Doktoren plötzlich geworden, Bruder. So. Ja, aber was gut ist, es sehr, sehr respektvoll, das ist doch schon mal gut. Es ist kein Moslem, der hier reinkommt, gleich anfängt, die Mütter zu beleidigen. Das ist schon mal Plus an ihm. Er ist trotzdem bis Ende sehr respektvoll geblieben. Das haben wir selten eigentlich hier. Normal was? Das sind keine Muslime, die sowas machen. Die kannst du alle wegschmeißen. Das sind nur stolze Muslime, ja. wie die stolzen Orthodoxen, die da auch in die Dings gehen und ins Fleischliche werden. Ja, die haben nichts mit dem Glauben zu tun. Die sind schon raus aus dem Glauben, beide Parteien. Ja, ich habe das mal gesehen, da war Liebe zu Quiz oder Islam-Quiz, glaube ich. Der hat das selber auch gesagt im Live, der hat gesagt, das sind keine Muslime, die kennen ihre Lehre nicht. Jetzt habe ich eine ganz, ganz andere Sache. Dürfen Koranverse abrogiert werden? Ohne Einverständnis des Propheten Mohammeds nicht, natürlich. Nur er darf das. Ohne Einverständnis. Ja, ohne den Bruder. Guck mal, ja, ich sage Liebe doch, die dürfen abrogiert werden. Ich sag nein, 100% nicht. Da gab es eine Debatte, ja, da wurde sogar begründet. Okay, ich sag dir nein. Ich werde es dir begründen auch. Hast du die Debatte Hamdi versus Klaus angeschaut? Das habe ich noch nicht geschaut. Nee. Ich kenne die Debatte. Da musst du mal anschauen. Da hat er ich kenne die Debatte. Genau. Und da hat das vorgelesen, warum die eigentlich keine Verse abrogiert. Du meinst, wo haben die komplett zerstört worden ist? Ja, musst du mal anschauen. Da wird auch begründet, warum sie nicht abrogieren dürfen. Ja, ich habe angesehen, zweimal angeschaut. Ey, das war echt der Wahnsinn. Ich habe vor einer Woche geguckt. Ich habe mich kaputt gelacht. Wo haben die gesagt, was denkst du hier bei? Ich frage mich immer noch, guck mal, bei uns ist ich frage mich immer noch, wie man sagen können. Ich frage mich immer noch, wie Muslime sagen können, dass Hamdi diese Debatte gewonnen hat. Der wurde da so krass zerstört. Die haben doch, guck mal, Islamverstand hat die Debatte angeschaut, ne? Und dann hat er den Laptop zugemacht. Die waren sauer, Bruder. Islamverstanden. Er hat den Laptop zusammengeklappt mit Abu Kashim, hat gesagt,
war die scheiß Debatte voll unfair und so. Und dann ein paar Tage später. Das ist der, wo die Bibel lügt. Schade, 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 schade. Hey Diana, Gottes Segen, Gottes Segen, Herzchen. Ich würde mich, ja, gut, würde mich meine... echt mal freuen, wenn man mir jemanden gegenüberstellt, der wirklich Ahnung hat. Ja, nicht alle. Im zweiten Satz anfängt, 8 Minuten zu schreien, sondern einen, der wo normal, gediegen, mit normaler Stimme, mit Wissen mit mir reden kann. Nicht so wie Hamdi, der nach 2 Minuten anfängt, wie ein Gorilla rumzuschreien. Nicht so wie die anderen, die anfangen nach 2 Minuten Takia und rumzulügen. Ich würde mich so freuen, wenn mal einer kommen würde, der wo wirklich Ahnung hat und normal mit mir redet. Selbst wenn ich die Debatte verlieren würde, würde ich mich freuen. Ja, gut. Solange ich hier bin, es gibt Fragen. Ismail, komm hoch. Wenn du Bibelverse vorlesen willst, dann können wir die zusammen lesen, Ismail. Da musst du hochkommen, Ismail. Ne? Komm hoch. Ja, da kommt wieder. Erklär uns mal den Johannesvers, die Kapitel 6, Vers 14. Komm hoch, Ismail. Stell eine Anfrage und dann kannst du es einblenden. Komm hoch. Und dann schauen wir mal, ob Mohammed prophezeit wird. Weil angeblich wird ja Mohammed in der Bibel prophezeit. Bin ich mal gespannt. Kommt hoch und lasst uns darüber reden. Oder ist das Bild von Champion nicht unser Bruder Punisher? Nein. Okay, gut, dann verwechsel ich ihn. Ich habe gedacht, das wäre Punisher die ganze Zeit. Hä? Wer ist Punisher? Ich habe euch verwechselt. Das ist Holy, ja, das ist nicht Punisher. Ja, es gibt so Fans, die nehmen meine Bilder, Bruder. Habe ich auch schon gesehen. Dr. Scheer, das aber ist Holy. Keine Ahnung. Ich hoffe, du hast mir nicht Alkohol gefunden. Was soll das heißen? Ich hoffe, du hast nicht wieder Alkohol gefunden. Allah. Wie kann der mich mit Geist verwechseln, Bruder? Wie konntest du ihn verwechseln? Hockt er auf seinem Bild mit seinen Brusthaaren, durchsichtige Dinge, macht auf Supermodel. Guck mal deine Haare auf deine Brust an, bevor du solche Sprüche raushaust. Oha, chill, Dr. Scheer, chill. Ihr seid Brüder im Glaube, Mann, was ist los? Chill. Das Haar auf seinem Brust, Alter, wie ein zweites Hemd, Alter. Oh, jetzt chill, Dr. Scheer. Hey, Holy, hör auf, Mann. Ey, gerade eben warst du so nett zu Holy, Mann. Was ist los mit dir? Ich kann ja nicht verwechseln, Mann. Mach mich sauer, Mann. Ich verstehe den Typ nicht. Der versteht keine Ironiewitze, Bruder. Der ist direkt Dings. Das zeigt schon, welchen Geist er hat. Warum ich das nicht verstehe? Willst du wissen, warum ich das nicht verstehe? Weil irgendein Penner das in die Welt gesetzt hat und jedes Mal, wenn ich live bin, schreiben die unten, dass ich irgendwie, was sagen die? Methadonprogramm, Alkoholproblem, die ganze Zeit hat es irgendwie das Streuen. Und jeder sagt das die ganze Zeit und das nervt mich ohne. Ich weiß nicht, wir machen jetzt in die Welt gesetzt hat, aber die schreiben das jedes Mal, wenn ich live bin. Wir machen jetzt schon, weil wir müssen dieses Thema aus der Welt schaffen. Ja, Bruder, ich weiß nicht mal, dass die das erzählen. Ich höre das zum ersten Mal jetzt von dem. Das, also, dass die Leute so einen Scheiß erzählen bei denen. Keine Ahnung. Okay, das krass. Wahrscheinlich. Aber das war schon, dass der mich mit Geist verwechselt, Bruder. Der hat dich übel mit Geist verwechselt. Ja, deswegen habe ich diesen Witz gemacht, Bruder. Wenn das auch Moslem wäre, würde ich sagen, hey, trink weniger Kamelurin. Würde ich auch solche Witze machen. Das hat nichts damit zu tun. Also er hat mich direkt falsch verstanden. Wahrscheinlich hat er ein Problem, also beziehungsweise die Leute erzählen das früher über ihn rum. Ich krieg das nicht mit. Ich bin aber Dr. Scheer, ich kann dir eine Sache sagen, ja. Der Holy ist nicht so böse, für den ihr hält. Also wirklich, da gebe ich dir Brief und Siegel, Dr. Scheer. Da liegt dir schon falsch. Ich habe das auch früher nicht verstanden, bin ich ganz ehrlich, aber Dr. Scheer, wie gesagt, ich kann dir jetzt schon sagen, der Typ ist sauber. Okay, ich mach das Ding weg.
Oha, Dr. Scheer, greif mich doch nicht an, Alter. Ich hab doch nichts gemacht. Komm, ich mach Show weg, extra für dich, Bruderherz. Jetzt. Und du greif dich doch nicht an, Mann. Ey, um Gottes Willen, Alter, Mann. Aber warte mal, das sind Sachen, die man nicht in der Öffentlichkeit klärt, weißt? Ich hab gerade kurz ein Ding, kleinen Ding, Schub gehabt, wo ich das Ding, weißt? Ich hab mein Ding, Blut manchmal nicht unter Kontrolle. Aber trotzdem, das sind Sachen, die man privat klärt. Deswegen will ich auch nicht weiter in die Thematik eingehen. Da sind noch andere Sachen, die wo ich habe. Deswegen bin ich auch ein bisschen sauer, um ehrlich zu sein. Deswegen, ich kläre das jetzt nicht in der Aber soll ich dir was sagen? Soll ich dir eine Sache sagen, Dr. Scheer? Dr. Scheer, Dr. Scheer, soll ich dir aber eine Sache sagen? Dr. Scheer, jetzt ist dieser Ding. Dr. Scheer, Dr. Scheer. Bruder, warte kurz. Jetzt dieser blöde Ding, komische Israel-Typ auf den Zug mit aufgesprungen und sagt das auch. Hm. Guck mal, Dr. Scheer, ich sag dir ganz ehrlich, der Ruli ist kein schlechter Mensch. Ich sag doch nichts, Mann, dass er ein schlechter Mensch ist, Mann. Ich sag über niemanden, dass er ein schlechter Mensch ist. Ich sag das zu niemandem. Ruli ist vielleicht verrückt, aber er ist auf keinen Fall ein schlechter Mensch. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Er ist vielleicht verrückt. Ja. Jetzt weißt du, er kann auch wahnsinnig sein. Aber ich sag dir ganz ehrlich, der Kerl ist vollkommen in Ordnung. Vollkommen. Ja. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema bei mir. Weil ich meine ein anderes Thema. Ja. Wegen diesem Abu und das ist ein anderes Thema, was bei mir so, mein Nervsystem ein bisschen Ding gemacht hat. Wegen diesem Abu, der mich beleidigt hat, 7 Minuten. Da war er mit ihm im Stream. Und egal, wie gesagt, ich sage ja, diese Sachen hat nichts damit zu tun, das sollte man Dinge nicht vor alle Leute, vor 150 Leute klären. Hey, Sunflower. Eins dürfen wir nicht vergessen, und das geht auch an die ganze Community, das muss ich auch erwähnen. Wenn wir mit unseren Glaubensgeschwistern oder Brüdern ein Problem haben, Leute, ja, dann schreiben wir das nicht in den Chats oder beleidigen in der Öffentlichkeit, sondern wir ziehen unsere Brüder und Geschwister zur Seite und sprechen mit sie. Bitte merkt euch das ganz gut, weil wir haben Leute, die das hier aufnehmen und das dann posten und sich drüber lustig machen und dann sagen, hey, schaut euch mal die Christen an, die streiten untereinander. Das dürfen wir nicht zulassen, Leute. Ich sag's euch nur. Ne? Das ist wirklich ein Tipp von mir. Deswegen bitte nimm das so an, weil sonst am Ende. Was? Du hast mich viel zu spät. Wen soll ich hochholen? Ja, alles gut, Bruder. Nein, Mann, du hast mich zu spät hochgeholt, sage ich doch noch. Ja, das Problem ist, wenn zu viele da sind, dann kommen wir hier durcheinander, so. Weißt du, was ich meine? Der Frieden sei mit euch, Gott und Segen. Salamu alaikum, was geht ab? Wie geht's euch? Uns geht's gut, Bird Flying. Stabil. Alle gesund also? Alex, ich küsse dein Herz. Ja, uns geht's gut. Ich habe ein Alkoholproblem unter Kontrolle. Oh, Uli, hör auf, Mann. Hey. Israel, wenn ich du wäre, würde ich keine Spaß über andere Leute machen. Schau mal deine Geschichte an, ey. Das ist echt nicht mehr normal, ey. Ich dachte schon, Pierre Vogel ist lustig, aber du hast den überboten, ey. Das ist nicht der echte Israel, ne? Das wisst ihr schon. Lex, bist du Moslem, Digga? Wenn er nicht der echte Israel ist, dann noch schlimmer, dass er sein Bild kopiert. Flex, bist du Moslem, Bro? Nee. Nein, ich bin kein Moslem. Ach so, du siehst aus wie ein Moslem, Bruder. Ich dachte, Bruder. Warum denn? Oder du siehst einfach aus wie richtiger Moslem, Digga. Du siehst aus wie diese Bildzeitung, Titelbilder von Muslim. Die sehen auch immer so aus, deswegen. Nein, ich bin kein Moslem. Also, ich weiß es nicht. Was ist denn deine Frage? Ich wollte fragen, was ihr so macht, was ihr streamt. Wir machen ein bisschen Aufklärung über Islam, reden ein bisschen über das Evangelium, so ungefähr. Aufklärung im Islam? Bist du Moslem oder? Hä? Du bist doch keiner, dachte ich. Aber du hast das. Ich sag auch nicht. Wie bitte?
Du hast nicht studiert, oder wie? Ich bin Muslim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nein, Mann, Spaß. Halbe Muslim, halbe Muslim. 36 Jahre Muslim. Und jetzt zeigen wir, was falsch ist im Islam. Okay, okay. Also hast du das studiert, Flex, oder? Was heißt studiert? Ich zitiere aus den Quellen, ich versuche die Quellen zu analysieren, um zu gucken, was, wo das Problem ist. Und wenn ich dann ein Problem finde, dann zitiere ich aus den Quellen. Stabil? Ja. Stabil? Bist du Christ oder Jude oder? Ich hab studiert. Buddhist? Ich bin ein Kuffar. Ein Kuffar. Also laut euren Schriften bin ich ja ein Kuffar. Was sind denn eure Schriften, Digga? Du weißt doch gar nicht, was ich bin. Vielleicht glaube ich nicht mal an Gott. Du bist Moslem. Du hörst dich auf jeden Fall an wie ein Moslem. Wie hört sich denn ein Moslem an? Du hörst dann wie ein Murtad. Lol. Du bist ein Murtad. Bist du Atheist, wenn ich fragen darf? Entschuldigung. Ich habe mal eine kurze Frage. Ja, bitte. Sorry, Bird, ich habe es falsch ausgesprochen. Bird Flying, bist du dann Atheist? Es spielt eigentlich gar nicht so Rolle, was ich bin. Ich habe mich einfach nur dafür interessiert, was ihr hier macht. Okay, glaubst du an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ich glaube daran, dass du kein Schnurrbart hast. Siehst du, ja, okay, gut. Hey, bist du sicher, dass ich kein Schnurrbart habe? Mal es an, genau, mal kurz einen Schnurrbart, dann hast du einen, Bruder. Jetzt machst du dich ja im wahrsten Sinne das Wort nicht zu machen, Alter. Glaubst du jetzt daran, ich habe einen Bart? Naja, also ich glaube jetzt daran, dass Affen sich bemalen können, hast du recht. Weil... Naja, warum bist du so persönlich, Mann? Warum persönlich, Bruder? Das war so eine Dingsnachahmung. Guck mal, und da sage ich immer wieder, ihr Araber, ihr habt... Warte mal, guck mal, ganz nein, gut, Leute, ganz stimmt gut. Euch mal nein, kurz. Nein, bitte eine Sekunde. Jemand sagt... Guck mal, und deswegen sage ich immer, das habt ihr im Blut. Dieses Rassismus, das habt ihr schon lange im Blut. Warum jetzt wenn Rassismus? Wir 1400 Jahre zurückgehen, warte typisch Moslem. Ganz kurz, warum? Typisch Moslem. Typisch Moslem. Hä? Guck mal, warum spielt ihr diese Rassismuskarte aus? Einfach nur gesagt, dass diese Nachahmung von dir lächerlich ist, im Sinne von affenmäßig. Wer sagt denn Rassismus? Ich bitte dich, wir leben in... Okay. Wir leben 2023, Alter, Rassismus. Um Gottes Willen. Ich distanziere mich hier von jeglichen rassistischen Aussagen. Das war absolut. Wenn du das so aufgefasst hast, dann tut es mir wirklich leid. Er meint es nach Evolutionstheorie, dass wir alle Affen sind. Der ist ein Atheist, der glaubt an Evolutionstheorie, dass wir alle von Affen abgestammt sind. Deswegen sagt er es. Guck mal, Birdflying, ich hab dich ganz normal gefragt. Glaubst du an Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Das war's. Ja, und ich hab dir geantwortet, dass ich gesagt habe, ich glaube daran, dass du keinen Schnurrbart hast. Und dann hast du diese komischen Bewegungen gemacht und das ist für mich einfach... Ja, aber ich frage dich, glaubst du an Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Das entspricht nicht deinem Alter, dieses Verhalten, weißt du? Ja, warte, aber warte kurz, Latina. Kuh auf deinen Kopf. Glaubst du an Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ich bin Christ. Du bist Christ? Ja, ja. Okay, glaubst du an Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ich bin Jude. Er macht Takia wieder. Mach ihn raus, Bruder. Der ist genau. Kick ihn raus, Alter. Der will nicht debattieren. Oh, das war nicht sein Ernst, oder? Der ist Christ. Vor allem, der hat sich selber zum Murtad gemacht, weil er hat gesagt, er ist ein Christ. Er hat sich selber zum Murtad erklärt. Ja. Er hat sich zu Kufar gemacht. Jetzt werden sie ihn suchen und werden ihn massieren. Oh Mann, ey. Wie kann man sich so selber hops nehmen? Der sagt eiskalt, ich bin Christ. Der hat sich selber zum Murtad erklärt. Er wollte vielleicht nur sich anpassen, dazugehören und sich rausreden, weil er so persönlich wurde. Ey, Mann, ey, ich finde es schon auf einer Seite traurig. Komm, ich hol mal die Leute mal ein bisschen hoch. So, hier. Servus zusammen. Ich hab. So, wie viele Kamele und den Trinker haben wir? Also, erstmal, oder willst du noch was sagen, Champion? Ich bin dir ins Wort gefallen.
Nein, nein, ich wollte nur wissen, wer von euch Kamelurin schon getrunken hat. Kein Mensch, alte Zersetzung. Du kommst rein, der kommt rein, der eine, und du sagst zu ihm, du bist für ihn ein Kuffer. Ja, hallo? Hast du doch gesagt, oder warte doch. Hallo? Lass mich doch ausreden, Kings Hammer, du darfst nicht. Warte mal, ich schmeiß den raus. Wer jetzt reinredet, den kicke ich jetzt einfach, weil sonst, wir kommen hier nie zu Worten. Jetzt. Aber jeder Andersgläubige ist für dich doch auch ein Kuffer, oder nicht? Nein, wir zeigen nächsten. Ja, ja, aber laut Bibel schon. Okay, zeig uns mal den Vers, wir machen dich groß, zeig mal. Ich weiß nicht, wie das geht auf TikTok. Warte, eine Sekunde. Ach so, jetzt weißt du es nicht. Wie jetzt? Wer mich verleugnet, den verleugne ich vor dem Vater. Verleugnen vor dem Herrn. Was noch dazu kommt, ist, ich weiß nicht, ob das Moses war, der spricht, ach Gott, wolltest du doch nicht die Ungläubigen in die Hölle schicken. Ungläubige, wieder im biblischen Vers gefallen. Ich widerlege alles innerhalb von 5 Sekunden. Dann gehst du in Hebräer Kapitel 10, Vers 29 bis 30. Der Lohn für die Sünde ist der Tod. Und 29 und 30 erklärt es, ganz einfach. Boom! Wie bitte, der Lohn für die Sünde ist der Tod? Ja. Aber wenn ich für dich kein Ungläubiger wäre, weil ich nicht daran glaube, dass Jesus Gott ist, dann müsste ich doch in den Himmel kommen, oder? Hebräer Kapitel 10, Vers 29 und 30. Das ist deine Antwort. Weil du tust Gott mit den Füßen treten. Und der Lohn für die Sünde ist der Tod. Aber bin ich dann ein Ungläubiger laut Bibel, ja oder nein? Sagen wir es mal so, du hast Du hast den Weg zum Herrn nicht gefunden, ganz genau, richtig. Also bin ich ungläubig, oder? In dem Moment ja, wenn du den Herrn Jesus Christus nicht als Gott anerkennst, ja, dann kommst du in die Hölle, richtig. Ja, genau, und dann bin ich... Aber du hast immer noch die Chance, den Herrn zu finden, mein Lieber. Du hast aber auch immer noch die Chance, als Jude den Herrn nicht anzunehmen und als Moslem das Glaubensbekenntnis zu sprechen. Spricht dir keiner ab, oder? Ja, aber in deinen Schriften steht, egal, wenn die Juden hinter Steinen sich verstecken, schlachtet sie ab. Also kann ich diese, also als Jude kann ich deinen Glauben schon mal gar nicht annehmen. Wurde das geschrieben? Echt? Soll ich dir den Vers geben? Nein, nein, nicht. Ich frage nicht nach dem Vers. Ich kann mir denken, dass er da drin steht, aber zu welcher Zeit wurde er geschrieben? Ja, du hast dich aber jetzt gerade selber widersprochen. Du hast gesagt, ja, ich als Jude so und so, ich soll da... Hä? Wie jetzt? Was jetzt? Nein, nein, ich habe mich nicht widersprochen. Ich sag, du kannst ja immer Moslem werden oder Jude. Okay. Genauso wie ja, aber ich bin jetzt Jude. Nein, nein, darf ich als Jude Moslem werden? Natürlich kannst du ja, wenn du das glaubst. Echt? Aber ich bin ein Jude und überall da, wo die Juden sind, wenn sie sich hinter Steinen verstecken, schlachtet sie ab. Was ist damit? Wurde damit die Endzeit besprochen? In welchem Kontext steht dieser Vers? Kannst du mir das sagen? Das kann ich dir gleich sagen, dann müsste ich meinen Computer aufmachen, sage ich dir gleich. Und während du suchst, glaubst du, was glaubst du? Während er sucht, beantworte ich dir die Frage. Nur kurz, was glaubst du? Oh, okay, super. Dieser Tag, am Tag des jüngsten Gerichts ist, da werden auch die Steine sprechen und sagen, hinter mir steht ein Jude, komm und töte ihn. Das hängt damit zusammen, dass... Und, habe ich deine Frage beantwortet? Wie schnell, ja, ne? Ja, und jetzt, ja, okay, okay, gut. Oder willst du den kompletten... Und das ist die Endzeit. Und in der Endzeit, die Juden warten auch auf einen Messias. Dieser Messias wird der Dajjal sein, das wird bei euch der Antichrist sein. Ja, aber wir reden ja hier vom Tötungsvers. Ihr befiehlt ja, die Juden umzubringen. Und jetzt frage ich dich, ist das denn Gottes Arbeit? Das ist doch nicht allgegenwärtig gemeint wahrscheinlich, wenn es in der Endzeit beschrieben ist, wie der Kollege gerade gesagt hat. Wer hat das gesagt? Ich frage dich. Was? Wer befiehlt denn zu töten? Befiehlt denn in dem Moment Mohammed oder ist es Allah, der diesen Befehl gibt? Da müsste ich den Kontext und die Sure lesen, ich weiß es nicht. Du weißt es nicht, ja. Siehst du, da haben wir schon mal das Problem. Ich bin ja reingekommen mit der Frage, ob ich für dich auch ein Kuffar bin und du hast erstmal Nein gesagt und jetzt sagst Mohammed, du ja. Mohammed spricht nie ohne den Einfluss von Allah. Ja. Und jetzt noch zu zweiten. Aber das zweiten tut auch Punkt. Nicht zur Sache, wofür er dich hält. Wichtig ist, was Gott von dir hält. Ja, ja, genau. Richtig. Gott hält mich für einen Ungläubigen und der schickt mich direkt in die Hölle.
Ja, weil obwohl, du den Herrn ja nicht Gott, erkennst, das ist ja, doch ganz klar. Ja, Gott allvergebend ist anscheinend, aber anscheinend doch nicht. Ja, natürlich, Gott liebt dich ja immer noch. Warte mal, Mambo, warte, damit, nicht, dass du mir nochmal ins Wort fällst. Guck mal, Gott liebt dich ja immer noch und er möchte ja, dass du den Weg zu ihm findest. Aber wenn du es nicht zulässt, wie soll er dich denn finden? Hast du jemals gebetet und gesagt, oh Herr, wer bist du? Oder Gott, wer bist du? Bitte zeige dich mir. Oder offenbare dich. Oder irgendwas. Hast du das jemals in einem Gebet gesagt? Ja, aber es kann ja auch das... Mambo, bitte antworte mir nur diese Frage. Hast du jemals in einem Gebet, belüg dich bitte nicht selber, sei ehrlich zu mir, hast du jemals zu Gott gesagt, oh Gott, wer bist du? Bitte, wenn du der wahre Gott bist, offenbare dich bitte. Hast du das jemals in einem Gebet gesagt? Nein. Aber Gott ist allmächtig, oder? Dann mach das. Siehst du, Mambo, da haben wir ja, das okay. erste Problem. Okay. Gott mach ist das. Warte, Mambo. Mach das und ich garantiere dir, du kommst nochmal zurück hier in meinem Stream und wirst sagen, danke, Flex. Glaub mir. Ja, das ist jedem selbst überlassen, wie er glaubt. Das ist ja gar nicht Thema der Ursache der Diskussion. Aber mach das, vertrau mir, mach das doch mal bitte. Mambo muss sich stumm machen, hört doppelt. Aber weißt du, wir dürfen unseren Gott prüfen. Hört man mich doppelt? Jetzt gerade nicht, nee. Okay, nee, weil das hat jemand in den Kommentaren geschrieben. Eine Frage habe ich noch, Flex, und die geht noch persönlich an dich. Ich weiß nicht, ob du noch einen schwarzen Bruder hier hast. Was glaubst du, wie der schwarze Mensch entstanden ist? Adam und Eva sind ja weiß. Also nein, ernsthaft. Adam und Eva sind weiß. Das geht hervor aus der Bibel, aus der Tora. Außerdem ist Jesus auch weiß. Was glaubst du, wie der schwarze Mensch entstanden ist? Also nur ich, weil es mir um den Rassismus vorhin im Islam, Moslems sind Rassisten, darauf will ich hinaus. Aber ich frage dich erstmal so und dann sage ich dir, worauf ich hinaus will. Das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt sage, ich hätte eine Antwort drauf. Ne? Also ich bin fest davon überzeugt, dass es, glaube ich, mit dem Gebiet zu tun hat. Ja, da, wo sich aufgehalten hat. Das habe ich auch mal mit einem, ich weiß nicht, ob du den... Und das ist, wie gesagt, auch eine Evolution. Also ich könnte dir darauf nicht wirklich eine perfekte Antwort geben. Aber als Religiöser, jeder Religiöse würde dir behaupten, dass es keine Evolution gibt. Also ich denke, wenn Gott gesagt hat, vermehrt euch, und Adam und Eva, wenn du schon so rüberkommst, die waren weiß, ne? Das ist, also für mich... ist das eindeutig ein bisschen schon Rassismus. Und das ist kein Rassismus Aussage, bei mir, das ist in der Bibel. Weil die Aussage, und warte mal ganz kurz, die haben sich, die vermehren sich und dann sind andere Menschen, dann haben die sich gemischt auch mit Dunklen und dann kommen ja auch andere, dann die Dunklen haben sich ja dann vermehrt. Was hat das denn damit jetzt zu tun? Bist du Christin? Latina? Ist das wichtig? Weil du gerade gesagt hast, das ist rassistisch, aber findest du dann, dass die Bibel rassistisch ist, weil sie sagt, Adam und Eva waren weiß? Ja, aber guck mal, wenn du so eine Aussage sagst, das ist keine Aussage, ich sage dir nur, was da drin steht. Warte mal kurz, wo sagt wenn die Bibel, dass Adam und Eva weiß waren? Schwarz ist das Rassismus oder was? Nein, ich sage ja nicht, dass es rassistisch ist. Ich habe ja den. Aber guck mal, du redest dich gerade raus. Du hast gesagt, Adam und Eva, ist egal. Okay, Mambo, nein, das hört sich. Und jetzt. Warte kurz, was er gesagt hat. Wenn ich sage, Adam und Eva waren weiß, ist das rassistisch? Ja, warum? Wer hat das gesagt? Ja, natürlich. Das steht doch so drin. Ist das jetzt gelogen oder soll ich lügen, wie es da nicht drin steht? Okay, wir machen jetzt mal eine kleine Show. Na, wir lassen mal den Bruder Uli reden. Ja, jetzt, Uli. Geht es jetzt um die Evolutionsdings wegen Schwarze oder was war das hier? Ja, wie sind Dunkelhäutige erschaffen? Da habe ich Ihnen eine ehrliche Antwort gegeben. Das ist sehr, sehr, also. Ich kann ihn auch, Bruder. Ist für mich schwer zu beantworten, weil. Nochmal was? Du hättest einfach fragen müssen: Sind denn Schwarze keine Menschen? Liegt es jetzt wirklich in der Hautfarbe oder so? Vor Gott gibt es kein Ansehen vor der Person, ja? Also im Christentum ist absolut. Es egal, was du für eine Nation hast. Oder welche Hautfarbe du hast. Da steht nichts in der Bibel von irgendwas. Du musst braun sein, du musst weiß sein.
Das gibt's nur im Islam halt. Aber auch noch hinzuzufügen ist auch, in der Bibel steht auch wirklich keine Hautfarbe. Also deswegen seine Aussage ist eigentlich total schwachsinnig. Aber egal, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, Bruder, dann hätte auch fragen können, ja, was ist mit den Leuten mit eine lange Nase oder Schielen oder haben eine Missgestalt? Das war also von Mambo, das war wirklich eine dumme Frage. Also wenn ich das jetzt so analysiere, ist es eigentlich schon eine dumme Frage, aber egal, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ne? Ja, okay, das kann ja nur von denen kommen, Bruder, weil bei denen machen die schon einen Unterschied. Ja. Wenn Bilal ja. Jetzt gucken wir mal. Dann wundert es mich nicht, dass die gleich direkt auf die Hautfarbe also oberflächlich sind. Absolut, absolut. Deswegen haben sie so diese Denkweise, so denken wirklich, Gott interessiert sich für die Hautfarbe. Ja, Gott denkt schon nicht an die Hautfarbe, glaubt mir. Das ist völlig egal. Die Hautfarbe macht mich nicht zum besseren Menschen. Ja, da bin ich mal gespannt. Schauen wir mal jetzt. Dr. Scheer. Also, jetzt Alkohol weg. Hey, mein Freund, schau mal. Falls ja, du ein Muslim bist und du nicht zugibst, dann habe ich hier einen folgenden Text für dich. Es ist schon heftig, weil Mohammed liegt ja mit seinen Prophezeiungen meist falsch. Aber hier gibt es eine, mit der lag er richtig. Mit einer lag er wirklich richtig. Jesus. I heard the messenger of Allah say, at the end of the time, there will appear young people with foolish minds. Their faith will not pass through their throats. And they will go out of Islam as an arrow goes through the target. If you met them, then kill them. For killing them will bring reward to the one who killed them on the day of resurrection. Also, hier wird klipp und klar gesagt, das wird auch weiter ausgeführt von anderen Gelehrten, dass es eine Zeit kommen wird, wo der Muslim sich für seine Texte, für seine Hadithe, für seinen Koran, für die Zeilen, die geschrieben stehen, schämen werden. Dass ihr Glaube nicht durch ihre durch ihren Hals, durch ihr Ding gehen wird, wie ein Essen durch Speise stecken bleibt. Ihr Glaube wird genauso stecken bleiben. Die werden nicht vor ihren Freunden werden sie, wenn die Hadithe erwähnt werden, rote Gesichter kriegen und sie werden sich schämen, ihre Hadithe offen darzulegen vor ihren Leuten. Das ist ein Punkt dafür, wo wir sehen, dass Islam von innen her implodiert, weil die nicht zu ihrem Glauben stehen können. Und das ist das, was sie auch zerstört, daheim, allein, wenn sie mal im Bett liegen und sich das fragen, warum stehe ich nicht zu meinem Glaube? Und deswegen haben wir so viele Apostaten im Islam. Ja. Oh je. Ja, Latina, du hast das Wort. Also ich bin's, Fabi, ich bin mit Latina zusammen. Grüß dich, Flex, Shalom. Shalom, Bruder. Shalom, Shalom. Du hast, also, hast Redezeit, ne? Du kannst reden. Ich habe das extra gemacht, weil wenn jeder dazwischen redet, das führt zu nichts. Ja, ja, ich kenne das von dir. Also das war eine richtig dumme Aussage von Mambo, ja. Weil erstens steht in der Bibel nicht, dass Adam und Eva weiß waren. Das ist schon mal die erste Aussage, die er getätigt hat, dass sie weiß waren. Das ist von ihm völlig erfunden. Ja. Zweitens macht Gott überhaupt keinen Unterschied, ob schwarz, weiß, rosa oder gelb. Richtig. Oder was weiß ich. Richtig. Ja. Das kann nur zwar, von einem Muslim kommen. Es war zwar eine sehr, sehr schwierige Frage, die er gestellt hat, aber nichtdestotrotz, wenn du jetzt aus biblischer Sicht schaust, spielt die Hautfarbe eigentlich gar keine Rolle. Deswegen war seine Aussage oder seine Frage eigentlich total Schwachsinn. Aber ja. Sie war total Schwachsinn und ein kleinjähriges Kind hätte diese Frage beantworten können. Also daran erkennt man, dass er null Ahnung von der Bibel hat, dass er einfach hierher kommt, hochkommt, Verwirrung machen will. Ja. Aber da muss er früher aufstehen, wenn er sowas machen will. Ja. Weil, wie gesagt, Rassismus ist für Gott kein Thema. Und ich weiß nicht, wo er hinaus will. Soll er erzählen, wo er da hinaus wollte? Aber das war ein komplettes Eigentor von dem. Weil, wie gesagt, es steht nirgends in der Bibel, dass Adam und Eva weiß waren.
Ja, also. Absolut. Richtig. Also. Dumm. Naja, ich fand es ein bisschen schwachsinnig. Aber ja. Jetzt schauen wir mal, was der Bruder uns zu sagen hat an die Runde und dann bin ich mal gespannt. Mambo Number 5. Endlich, ey. Hört man mich? Weil, was ist das Speichern? Nein, nichts Speichern. Wir hören dich. Dann geh mal auf die Frage ein von den Leuten und dann. Die Frage wurde darauf so hinausgezogen, dass, weißt du, was die Christen sich zugute gemacht haben, wie sie die Versklavung der Schwarzen akzeptieren konnten? Erste du weißt Buch, schon, eines der Buch, größten Sklaventreiber waren die Muslime Buch, in der damaligen Zeit, ne? In Mohammeds Zeit. Das Muslime kamen 600 Jahre später und schauen wir jetzt. Erste Buch Mose 9, Zeile 22 bis 26 müsste das sein. Der Sohn, der Fluch von Ham. Noah wurde, nachdem er besoffen war, genauso steht es, weintrunken, war getrunken von dem zweiten Sohn, nein, der dritte Ham wurde er geweckt, den hat er verflucht und hat gesagt, Ham, ich verfluche dich, dass deine Nachkommen, jetzt kommt's, dass deine Nachkommen die Knechte deiner Brüder sein werden. Erst, okay, die Nachkommen, ja, okay, wurde da speziell eine Hautfarbe beschrieben? Ja, und das haben sich die Christen deswegen zugute gemacht, dass, auch wenn es keine Hautfarbe geben würde, ich bin nicht ein Rassist, falls du irgendwas sagen willst, aber wie kann damit es sein, dass die Nachkommen von ihm gemeint, die waren doch, oh, Bruder, bitte, schieß dir selber kein Eigentor, bitte. Mir nicht ins Bein. Die Nachkommen vom Ham haben dann die Christen gesagt, das sind die Schwarzen. Wer waren denn die Nachkommen von Ham? Wer waren denn die Nachkommen von Ham? Kanaan, der Sohn von Ham. Und dann hat man zu denen genau, gesagt, wer waren denn die Nachkommen alle? Nenn mir mal alle Nachkommen von denen. Kanaan, okay, jetzt alle kenne ich nicht, das müsste ich auch nachschauen. Warum redest du dann drüber, wenn du es nicht weißt? Ja, oh, Bruder, du schießt die Eigentum. Nein, du musst es doch erklären können, warum sich die Christen das zugute gemacht haben. Oh Mann. Ja, warum Mann, kann man das auf einmal? Ich lass Holi aber lieber antworten, weil ich kann nicht. Ja, der nackert an den ganzen Islam. Ihr Prophet wurde vergiftet. Es gibt keine Prophezeiung, es gibt keine Offenbarung. Warum er vergiftet werden sollte, was sollte sich erfüllen, wenn er vergiftet wird. Dann wurde er verzaubert. Es gibt keine Prophezeiung, wann er verzaubert wird, von wem er verzaubert wird. Nein, sie müsste ihn fragen, warum sie das macht, mit der, zum Beispiel auch mit der Vergiftung. Dann hat sie gesagt, ich werde ihn testen. Wenn er ein echter Prophet ist, wird ihn das Gift nichts anhaben. Doch Mohammed versagte und verstarb an dem Gift. Jetzt sagen Muslime, ja, er ist später gestorben. Spielt keine Rolle, er ist gestorben an dem Gift. Ob er in der Sekunde gestorben ist oder in dem Monat oder was weiß ich. Er ist an dem Gift gestorben, wie es auch im Koran steht. Wenn er sich irgendwas einfinden ließ, so würde man ihn quasi die Herzader aufschneiden. Und genauso hat er auch gesagt, er hat Schmerzen, als ob man ihn in die Herzader aufgeschnitten hätte. Also der Koran selber widerlegt diesen falschen Propheten und sagt, dass er ein falscher Prophet ist. So viel zum Thema Islam ist die Wahrheit. Zeig mir einen Moslem, der das widerlegen kann, was ich gerade gesagt habe. Wegen Prophezeiung, dass er vergiftet wird und so weiter. Das steht nirgendwo drin. Nicht in den Hadithen, nicht im Koran. Und auch, dass er verzaubert wird, steht nirgendwo drin. Es stehen nur die Geschichten, es ist so passiert, aber es gibt keine Prophezeiung. Bei uns in der Bibel steht es drin, dass Jesus gekreuzigt wird, wer ihn verraten wird und so weiter. Alles wurde von A bis Z beschrieben. Ja, im Gegensatz zum Islam, die sagen ja immer, ja, wo ist hier, die Bibel ist verfälscht. Wenn sie so verfälscht ist, wieso hat sie so viele Prophezeiungen? Wo sind denn die Prophezeiungen im Koran und in den Hadithen? Die gibt es nicht, weil der Koran einfach ein Fake ist. Schon damals in Medina wollte Mohammed quasi eine neue Religion gründen. Die Juden haben ihn rausgeschmissen und gesagt, du bist ein Betrüger. Die haben ihn nicht akzeptiert. Daher kommt der Judenhass, weil sie sofort gemerkt haben, dass er ein Betrüger ist. Und damit habe ich den ganzen Islam zerstört. Allah. Gut, dass du das Thema erwähnst. Judenhass haben auch die Römer und die Christen als erstes mitgenommen. Aber nur kurz. Zum Thema, hast du gar nichts gesagt, was ich gerade erwähnt habe, hast du gar nichts beantwortet, gar nichts widerlegt, von dem her hast du nichts zerstört. Außerdem Jafet, weil du sagst, es wurde nie eine Farbe erwähnt. Jafet bedeutet so viel wie gleich Bleichgesicht.
Das wird dabei herangesehen, dass er der Vorankömmling der Europäer ist. Deswegen sind die Europäer weiß. Und die Nachkommen von Ham, Kanan, werden als Schwarze gesehen. Und der Fluch ist anscheinend, dass sie schwarz gekommen sind und Knechte wurden. Und so. Okay, ich muss dich kurz unterbrechen. Bring mir in der Bibel. Eine Minute 14. Was ich noch sagen wollte, ist, die Christen haben bis ins späte Mittelalter die Juden nicht, scheiß auf Hitler, ich schwöre scheiß auf den, ich will das gar nicht erwähnen. Aber bis ins späte Mittelalter haben die Christen die Juden verfolgt. Kaiser Friedrich Barbarossa hat die Leute als Eigentum gesehen, die Juden, damit sie geschützt wären. Und Friedrich II., auch Christ, hat den Juden so viel Geld, Schutzgeld, überleg mal, Schutzgeld haben nicht die Araber erfunden, sondern die Christen, damit die Juden überleben und nicht getötet werden, verfolgt werden. Aber es ist immer der böse Islam. Aber die Christen, die können doch gar nichts dafür. Es ist immer der böse Islam. Heute noch ist es, wie Juden werden verfolgt. Aber nicht vom Islam ist es ausgegangen. Das kam doch schon vom Christ. Schon die Römer haben die Juden vertrieben. Und die Christen haben das einfach nur, die Pest, die gewütet hat in Europa, haben sie den Juden in die Schuhe geschoben. Und wo waren die Moslems da in Europa? Nirgendwo. Ich weiß nicht, aber das passt gar nicht zu dem überein, was du da redest. Okay, egal, nicht so schlimm. Holi, du hast das Wort wieder. Ich gehe mal jetzt auf seine schwachsinnigen Themen ein. Wir sehen bis heute, dass die Muslime ein Problem mit den Juden haben, während die Deutschen sich weiterentwickelt haben. Quasi, das hat auch nichts mit den Deutschen zu tun, was er gerade erzählt hat. Das waren Nationalisten bzw. Rechtsradikale, die eigentlich mit den Deutschen nichts zu tun haben. Dann das Thema Jizya, kann ich dir auch sagen, das ist auch eine Form von Rassismus, die bis heute noch in den islamischen Ländern herrscht, ja, die nicht abgeschafft wird. Kein islamisches Land macht sich darüber Gedanken, diese Jizya abzuschaffen, um die Menschenrechte quasi durchzulassen. Es gibt nämlich keine Menschenrechte im Islam. Alles ist nach der Scharia. Ja, alles, was in den Scharia-Gesetzen steht, also das, was mit dem Islam zu tun hat, das wird auch praktiziert. Ja, gibt es keine Menschenrechte etc. bis heute. Und dann wagt er sich auch noch über Rassismus zu reden, während im Islam das A und O des Rassismus. Es herrscht bis heute noch das Rassismus. Dann geht mal schön in ein Scharia-Land und sagt mal, dass ihr ein Christ seid. Am besten trägt ihr noch eine Halskette mit einem Kreuz und dann werdet ihr sehen, was mit euch passiert. Und der redet hier von Freiheit, weil er hier in Deutschland lebt. Ja, allein schon diese Aussage hat dich selber einen Knockout gegeben, ja, dass du überhaupt über Rassismus redest, obwohl im Islam immer noch den Rassismus gibt mit der Jizya. Ja. Und der IS ist der wahre Islam übrigens. Die haben genau das praktiziert, was in der Sunna steht. Ja, was die Sahaba gemacht hat und so weiter. Wieso redest du nicht davon? Ach, du redest nur von Rassismus. Von wegen, Schwarze, dies und das gibt's in der Bibel auch Rassismus. Nein, gibt's nicht. Guck mal Europa an. Überall sind Schwarze. Wo siehst du Rassismus? Es gibt einzelne Rassisten. Ja, die gibt's. Es schreitet keiner ab. Aber in islamischen Ländern sieht man eindeutig, wie rassistisch ihr seid. Allein schon die Jizya sagt schon viel aus über euch. Ja, und dann noch die Menschenrechte, was da überhaupt in den Hadithen steht und so weiter. Alles widerlegt den ganzen Islam. Die ganzen Aussagen von dir sind komplett zerstört worden. Ja, du redest von Rassismus. Guck mal besser unter das den. Das war Schatten. Knockout sein Vater gerade. Ja, das gibt's gar nicht. Das war Knockout sein Vater gerade, muss ich ganz ehrlich sein. Also ich mag es ungern sagen, aber das war Knockout bis zum Geht nicht mehr. Zieh mal nicht meine Dinge, zeit ich Knockout ihn noch mehr. Mohammed hat selber gesagt, meine Versorgung liegt im Schatten meines Speeres. Die islamischen Staaten haben 1980 ihre eigenen Menschenrechte verabschiedet. Die haben nicht die Menschenrechtscharta akzeptiert, die alle anderen Länder unterschrieben haben. Nein, sie haben extra Wurst gespielt und ihre eigenen unterschrieben. Wenn wir den Pakt von Umar angucken, Nummer 1, den Muslimen. Guck mal, ich habe es jetzt umgedreht, auf Muslime umgemünzt. Mal sehen, wie du dich dann fühlen würdest. Den Muslimen ist es verboten, neue Moscheen zu bauen. Muslime dürfen den Gebetsruf nicht lauter äußern, als dass man ihn bis zum Bürgersteig der Moschee hören kann. Das ist entsprechend des Verbots für Christen, die Kirchenglocken läuten zu lassen, sodass nur die Gemeinde sie hören kann. Ein Minarett darf nicht höher sein als 4,5 Meter. Muslime dürfen keine Häuser bauen, die höher sind als die Häuser, die von den Christen gebaut werden. Muslime dürfen keine Position annehmen, bei der sie Autorität über Christen ausüben dürfen. Muslime dürfen nicht wählen, noch werden sie in einer Kafir-Nation als Bürger anerkannt. Muslime
Muslime dürfen nicht zum Militär gehen, zur Polizei oder eine andere Position innerhalb der Regierung innehaben. Muslime dürfen in den Gerichten der Kafire nicht als Zeugen aussagen. Es ist ihnen auch nicht erlaubt, gegen einen Kafir zu klagen. Okay? Muslime dürfen keinen Dschihadisten in einer Moschee Unterschlupf gewähren. Muslime dürfen den Islam keinen Kafir lehren. Muslime dürfen den Islam nicht öffentlich zeigen und sie dürfen keinen Kafir konvertieren. Sie dürfen keinen Mohammedaner daran hindern, die Religion des Islams zu verlassen, wenn er es wünscht. Muslime dürfen keine Waffen tragen oder besitzen. Muslime dürfen ihre Bücher nicht auf dem Marktplatz verkaufen. Muslime müssen 50% ihrer Islam... Oh, das war eins nach dem anderen. Bam, bam. War ein guter Punkt, der Scheich, aber du musst das schon perfekt interpretieren und sagen, nein, diese Gesetze, das ist der Pakt von Omar, das hat der Pakt von Omar beschlossen gegen die Christen. Sie durften quasi, sie mussten sogar das eingehen, weil sonst hätten sie keine Rechte, beziehungsweise sie durften nicht in diesem Land leben. Das meinte der Scheich gerade. Das war jetzt nur ein Kontext. Der hat das jetzt umgedreht auf die Muslime, damit ihr versteht, wie die Muslime dann sich fühlen müssten, wenn sie das alles mitmachen müssten, ja, gar keine Rechte, null. In Türkei ist es ja bis heute noch so, dass man keine Kirchen renovieren darf. Bis vor 20, 30 Jahren durfte man nicht mal seine aramäische Sprache lernen, ja, meine Ursprungssprache war komplett verboten. Die reden hier von Rechte und Rassismus. Also der Islam hat sich überhaupt nicht entwickelt, überhaupt nicht. Und dann reden die von Rechte und dies und das. Leute, ihr seid hier in Europa, ja. Ihr habt, glaube ich, was verwechselt. Wir sind hier nicht in ein islamisches Land, wo ihr über Rassismus redet. Ja, wenn wir dort gewesen, wüsstet ihr, was Rassismus ist. Denn Islam befürwortet Rassismus. Der ist nicht gegen Rassismus. Jetzt neulich, weil sie Europa dazugehören wollen, wie die Türkei, die sagen immer, sie wollen nicht dazugehören. Doch, die haben vor circa 20 Jahren Deutschland angebettelt, beziehungsweise auch die Priester angebettelt, was zu tun, damit Türkei schneller in Europa ist. Gott sei Dank ist es uns erspart gewesen. Recep Tayyip Erdogan hat alles verhindert, was man verhindern konnte. Er hat sogar dazu beigetragen, dass Türkei quasi fast arm geworden ist. Ne? Die müssen ja sehr viel Geld investieren für Brot schon. Ja, aber nein, das sind ja die Kuffar. Ne? Die Kuffar bringen euch die Kohle, die Bildung, aber das sind die schlimmsten Geschöpfe der Welt. Ja, natürlich. Da sieht man die Heuchlerei von denen, Bruder. Mehr kann man dazu nicht sagen. Und mehr sage ich auch nicht. Es ist schon eine Blamage, über Rassismus zu reden, angeblich im Christentum. Es gibt keinen Rassismus im Christentum. Guck mal, bevor du Kuffar sagst, Juden und Muslime und Atheisten sind für euch auch Kuffar. Also das Thema brauchen wir gar nicht zu erwähnen. Zweitens, was ich mir aufgeschrieben habe, du sagst, IS ist ein ernstzunehmender islamischer Staat, die finanzieren sich mit Drogengeldern, die verkaufen Amphetamin. Ich meine, wie gottlos kann ein Staat denn sein, wenn das so islamisch ist, was du vorhin gesagt hattest. Außerdem habt ihr noch gar nicht das Thema revidiert, das ich gesagt habe. Ihr habt gar keinen Konter gesagt, ihr seid auf Islam gesprungen, Islam hier, Islam dort, auf dem ich eigentlich hochgekommen bin. Und was du gesagt hast von der Jizya, das ist dafür die Zahlen. In einem islamischen Staat, der islamische Staat hat zum Beispiel in Spanien damals von 700 irgendwas bis 1400 irgendwas regiert, 700 Jahre. Die Juden, die in diesem Staat gelebt haben, unter islamischem Recht, haben besser gelebt als unter christlichem Recht. 1 Million% ist das bewiesen. Die Christen sind abgehauen, die Juden sind unter den Muslimen geblieben, die konnten selbst in den Moscheen beten, das ist bewiesen. Was dazu kommt, als die Christen das Land wieder zurückerobert haben, hieß es nicht für die Juden, ihr seid wieder befreit, ihr könnt, das Champions, kannst du alles googeln, 100% kannst du alles googeln, hieß es für Juden, Tod oder Taufe. Das hieß es für die Juden, als die Christen zurückkamen. Nicht Jesus liebt euch, nein. Als die Christen zurückkamen, haben sie gesagt zu den Juden, ey, entweder die Tod oder Taufe. Und die Juden sagen heute noch, unter dem Islam haben wir in Spanien besser gelebt. Es gibt genug Quellen, die das beweisen. Genug Quellen, nicht der ist so lustig. Ihr könnt lachen, so viel ihr wollt. Aber die Lügen, ey, Lügen ist bei euch auch haram, also hört auf, sonst kommt ihr... Mambo number 5. Ladies and gentlemen, this is number 5. Also guck mal, wer macht denn die ganzen Terror-TikTok-sportlich? Wer macht denn Terroristen? Wer macht das denn? Sind es die Christen?
sind es die Atheisten, sind das, Entschuldigung, ich will dich ein bisschen ärgern, sind das die Dunklen, ja, oder sind es die Muslime? So, Moment. So, du redest was, dass die Christen irgendwas vor die Wahl gestellt werden, tot oder irgendwas, TikTok sportlich halt vor die Wahl gestellt worden sind. Es gibt ein Zeugnis von einem Christen in Ägypten, der ist Christ geworden und am nächsten Tag standen 10 Ägypter vor ihm in seinem Haus, 10 Moslems, und haben ihm gesagt, du hast 10 Tage Zeit, um den Islam anzunehmen. Wenn du das nicht machst, kriegst du Nackentherapie, ja. Und es gibt tausende Zeugnisse, die das, die man im Fernsehen sehen kann, bei ERF, Mensch Gott, ist das auch verfälscht? Ist das auch nicht der Islam? Das ist plötzlich nicht der Islam, ne? Das ist dann plötzlich, das ist, gehört dann natürlich nicht dazu, ne? Wenn man die Leute zwingt, das anzunehmen, ne? Wie nennst du das? Wie nennst du das? Wenn man den Leuten das aufzwingt, ja? Entweder das oder Nackentherapie, ne? Und verlass mal als Moslem dann den Islam und werd mal Christ dann in deinem Land, nicht hier in Deutschland, wo du alles hast, wo du Rechte hast. Guck mal, ob du noch, immer noch so redest. Ne? Kommst hier hoch und redest über das Christentum, hast überhaupt keine Ahnung, was Christentum bedeutet. Ja, es gibt Christen, die setzen ihr Leben aufs Spiel, ja, wegen Leuten, wegen deiner Religion. Leute, ganz ehrlich, das muss man eigentlich gar nicht beantworten. Das, was er da man müsste sich einfach, während er redet, einfach gechillt zurücklehnen und einfach nur den Arsch ablachen. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Wie kann man sowas behaupten, ey? Seit den Zeiten von Mohammed gibt es Brief über Brief über Brief von Kirchenvätern, von Gelehrten, die wohl die ganze Zeit sagen, warum sind die blutrünstigen Sarazenen hinter uns her? Und warum machen sie das? Weil ihr Anführer der Teufel höchstpersönlich ist. Der Mohammed wurde als Teufel höchstpersönlich in diesen Briefen benannt. Und dann sagst du, die Juden haben wie Könige unter denen gelebt. Ein Scheißdreck, Mann. Es gibt in YouTube eine Seite, die wo genau nur dem gewidmet ist. Mit allen Zitaten aus allen Jahren, wo es gab, unter dem Osmanischen Reich, haben alle Juden Briefe geschrieben. Extra, ich zeige euch sogar extra den Kanal auf YouTube, wo alle sagen, die haben wie ein Stück Scheiße im Osmanischen Reich gelebt. Ich habe mir einfach nur den Arsch abgelacht, während er geredet hat. Ganz ehrlich, das kann man nicht ernst nehmen. Voll der Fail, ich schwör's dir. Und dann sagt er am Anfang, ihr seid gar nicht auf das eingegangen, was ich am Anfang gesagt habe. Was hast du denn am Anfang gesagt? Genauso viel Unsinn. Was soll man darauf eingehen? Ganz ehrlich. Naja. Die 25, 30 Sekunden, Bruder, kannst du mir abschneiden. Unnötig. Ich finde nichts, auf was ich bei dem eingehen könnte. Der soll mir was Gescheites vorgeben, dann filetiere ich es, aber so. Bibel wurde verändert. Jetzt nennt er Übersetzungen verändert. So, jetzt kommen wir mal zu seiner Takia-Lüge. Spanien und Islam, bla bla bla. Jetzt zerlege ich dich in Stücke, Junge. Jetzt werden gleich alle wissen, dass du ein Lügenbaron bist, ein Takia-Boy. Mehr bist du nicht. Was steht hier? Reconquista. Weißt du, was das überhaupt ist? Ja, das ist die Befreiung Spaniens von diesem Gift Islam, als die Rückeroberung stattgefunden hat. Ja, wir werden das jetzt durchlesen für dich, weil du ja ein Analphabet bist, wahrscheinlich kein Wikipedia besitzt. Kein Problem. Wir werden das jetzt extra für dich vorlesen. Reconquista. So. Rückeroberung aus arabischer Herrschaft. Hier steht es drin. Hier kann man es auch lesen, ja, von wegen, oh, die haben sympathisiert mit den Spaniern, der Islam. Natürlich, deswegen haben sie eine Rückeroberung gemacht. Warum? Warum haben sie eine Rückeroberung gemacht, du Heuchler? Erzähl mal. Haben sie gefeiert, haben sie Dschihad gefeiert oder was? Oder gab es da wieder eine Feier islamischer Sicht? Hier, wir sympathisieren mit denen. Und hier ist die Karte, Junge, guck mal hier. Hä, was heißt das, die Karte? Weißt du auch nicht, ne? Mach dich mal schau, ich habe nämlich nur eine Minute, ich kann dir das nicht alles erklären. Aber hier, Reconquista wird jedes Jahr gefeiert, Leute, in Spanien. Das ist die Rückeroberung vom islamischen Land. Warum hast du das nicht erwähnt? Hä? Hast wieder Takia angewendet? Bei mir gibt's keine Takia, Junge. Bei mir gibt's nur Quellen, die ich euch einblende, um ihn zu widerlegen, dass er nur am Lügen ist, Leute. Ihr müsst nur das hier eingeben in Google und dann kriegt ihr die ganze Geschichte. Da ich nur eine Minute habe, ist auch nicht schlimm.
Werde ich mich kurz fassen. Reconquista ist die Rückeroberung Spaniens, als der Islam, ich glaube, 600, 400 Jahre haben die geherrscht. Hier kann man es auch sehen, ja. 2. Januar 1492. Man kann alles darüber lesen, Leute. Ihr müsst nur das hier eingeben und dann werdet ihr sehen, dass dieser Typ nur am Lügen ist und versucht die ganze Zeit den Islam schön zu reden. Aber der Islam hat so viele Angriffsziele. Wir können den Islam von vorne, von oben bis unten ausziehen, Leute. Egal in welchem Thema. Entstehungsgeschichte. Leider hat Gott offenbart dir keine Ohren geschenkt, sonst hättest du gehört, dass ich vorhin gesagt habe, als die Christen Spanien zurückerobert haben. Aber du kennst ja nur den Begriff Takia, mein Freund, aber ich kann dir nicht verübeln, wahrscheinlich hast du keinen Abschluss. Weil wenn eine Rückeroberung stattgefunden hat, was ich erwähnt habe, ich habe nicht gelogen, dann müsste auch eine Eroberung stattgefunden haben, aus islamischer Sicht. Oh, da bist du schon rausgegangen, leider. Aber du hörst wahrscheinlich nicht zu. Außerdem habe ich nicht gesagt, dass die Spanier, mein Freund, falls du zugehört hättest, das gefeiert haben, sondern die Juden. Natürlich haben die nicht unter Expertenbedingungen gelebt, sondern besser als unter christlicher Regierung. Würdest du dich ein bisschen mit der Kirche und der und in dem Mittelalter befassen, dann würdest du genauso aufhören zu reden. Aber du bist ja wahrscheinlich nicht sehr bemittelt mit Gewissen, aber das kannst du nicht, der lügt nur. Dann, ihr könnt es lesen und vor allem, wenn du ein bisschen Mathematikkenntnis hast, wenn du mich schon als Analphabet beleidigst, dann würdest du wissen, dass es 700 Jahre sind. 700 Jahre, nicht 400 Jahre, es waren 700 Jahre. Und als die Christen zurückgekommen sind, ja, sie haben eine Zurückeroberung gemacht, das stimmt, haben sie aber auch zu den Juden gesagt, hey, ihr Juden, Tod oder Taufe, hieß es für die Juden, die im Land gelebt haben, was offensichtlich keine Muslime waren. Ja, darauf hattest du keine Antwort. Außerdem habt ihr den Islam hier mit reingebracht und ihr habt die ganze Zeit über den Islam geredet und über Rassismus vorhin. Und deswegen habe ich das Rassismus-Thema, das ihr nicht beantworten könnt, gar nicht widerlegt. Die Nachfahren von Ham, die zu Knechten verurteilt worden sind von Noah als Fluch und sie schwarz waren, die Nachkommen Kanaan, wenn ihr sich befassen würdet. Also es macht gar keinen Sinn, mit dem zu reden, weil das macht, der macht Aussagen, die überhaupt total hirnlos sind. Also wirklich, zu meinen Dings ist er gar nicht drauf eingegangen, auch was ich gesagt habe. Und den Rassismus hast du hier hochgebracht, du bist hier hochgekommen und hast den Bruder Flex irgendwie auf diese Frage, wie es, ob Adam und Eva, wie der schwarze Mensch entstanden ist, das hast du ins Rollen gebracht, ja. Und jetzt drehst du es um, als würden wir das Ganze ins Rollen gebracht haben, so wie eure Schriften natürlich sind, ne? Die verdrehen immer alles schön, aber ich sag dir eins, vergleich die Bibel mit dem Koran, da wirst du schnell den Unterschied sehen. Guck mal, es gehört nicht zum Koran, aber lies mal Hadith 21a, da steht nämlich, da ruft Mohammed zum M-Punkt-Punkt, zum Mord TikTok sportlich auf. Ne? Gleichzeitig steht in der Bibel, wo Petrus, wo Jesus verhaftet wird, nimmt er das Schwert und schneidet ihm das Ohr weg, dem Söldner, der Jesus verhaften wird. Und Jesus sagt, leg das Schwert weg, ja? Denn mit dem Schwert wirst du umkommen. Und das ist der Unterschied zwischen Liebe und Hass. Ne? Jesus sagt, leg das Schwert weg. Und der andere da, dein Mohammed, sagt, kommt, nimm das Schwert. Ne? Also das ist der Unterschied zwischen Liebe und Hass. Ne? Ja. Gott segne dich trotzdem, Mambo Number 5. Jesus Christus liebt dich. Und ja, ich bin raus. Gottes Segen, Sheikh und Holy. Und ja, mehr als beleidigen, also greifst auch den Bruder Holy an, dass er keine Ahnung hat und so, dass er keinen Abschluss hat, ist auch nicht schön. Ja, das ist egal, der kann ja sagen, sein Quatsch kann er vortragen, ich werde ihn jetzt wieder zerlegen. Er redet von Rassismus im Christentum, ich zeige euch jetzt was, guck mal, ich schalte mal jetzt die Kamera an. Und nehme ihn jetzt komplett auseinander, damit er weiß, wer der King im Duellieren ist. Guck mal, siehst du dieses Buch hier? Schau mal, wir haben alle Hadithe hier drin über euren Rassismus im Islam. Wir werden gleich was heraussuchen. Und zwar geht es um Bilal.
der Äthiopier, der ewige Sklave Mohammeds, der keine Freiheit bis zum Tod Mohammeds sogar, keine Freiheit bekommen hat. Er musste ewig darunter leiden. Er musste Kellnern, Nachrichtensklave, Ruf zum Gebet, ja, Bilal der Äthiopier. Hier, Bilal betet Abu Bakr um seine Freilassung. Wir könnten alles nachschlagen. Es befindet sich auf die 211, da kommen wir schnell hin. Ich habe das nämlich durchgelesen und werde es abkürzen. Damit wir mal schön mal ein bisschen reinschauen. Damit dieser Scheich da, der die ganze Zeit redet, der redet ja nur Quatsch, Leute. Es ist voll damit. Guckt euch das an, bitte. Das ist die Geschichte Bilals, ne? Und dann sagen die, ja, er war ein guter Sklave. Ja, Sklave ist Sklave. Das spielt keine Rolle, Leute. Er war ein Sklave für diesen sogenannten Propheten. Warum hat denn überhaupt ein Prophet es nötig gehabt, einen Sklaven zu haben? Hä? War Allah nicht fähig, diesen Propheten, diesen falschen Propheten Mohammed, alles zu geben? Ah, er brauchte einen Sklaven. Das heißt, der Typ hatte keine Macht. Beziehungsweise Gott war nicht mit ihm. Ja, Jesus konnte alles machen. Er konnte aus Wasser Wein machen. Das konnte ihr falscher Prophet nicht machen. Jesus konnte sogar sehen, wer ihn verraten wird. Mohammed konnte nicht sehen, dass man ihn vergiften wird. Er konnte nicht wissen, dass er verzaubert wird. Keine Überlieferung, null. Der Islam macht einfach keinen Sinn, Leute. Guck mal, du bist einfach so nicht, ich schwöre, du bist dumm. Ich kann das anders nicht sagen. Er war ein Prophet. Du glaubst an ein Buch, du glaubst an das Buch und sagst, ja, der konnte das einfach, weil du es glaubst, aber du kannst es nicht wissen. Dieses Mädchen, das gesagt hat, Latina, Jesus liebt dich. Nein, Jesus hasst jeden, der nicht an ihn glaubt. Sonst würde er jeden lieben, dann würde jeder in den Himmel kommen, was nicht tut ist, was nicht der Fall ist. Aber du bist, glaube ich, echt so gehirnamputiert, dass du sagst, warum konnte Jesus das und Mohammed nicht sehen, dass er vergiftet worden ist. Genauso wurdet ihr, habt ihr darüber gelacht, dass der Prophet den Mond gespalten hat. Das wurde belächelt, aber dass Moses war das oder Noah, der das Meer gespalten hat, das glaubt ihr natürlich. Das glaubt ihr, aber natürlich, wenn es die eigenen Schriften betrifft, da muss man immer 100% dahinter stehen. Du hast bis jetzt immer noch nicht widerlegt die Aussage von mir, dass die Christen sich das zugute gemacht haben, dass die Leute versklavt worden sind, weil der Fluch auf sie lastete, hast du nicht widerlegt. Und du bist mit Islam gekommen, obwohl ich nicht mal erwähnt habe, dass ich Moslem bin. Aber wenn du keine Antworten hast, mein Freund, dann heißt es immer, aber ich hätte da eine Frage. Mambo, ja? Tut Kamelurin Krebs heilen? Das weiß ich nicht, das habe ich nicht nachgeforscht. Okay, weil du kannst ja laut deinen Schriften Kamelurin mit Milch mixen und dann wirst du geheilt. Können wir dieses Minutenteil wegmachen, dann können wir eine normale Diskussion führen. Okay. Gleich. Ja, okay, wenn nur einer noch was sagen will, dann soll er was sagen. Nicht. Der soll. Dieser Holy, der wieder heißt, der geht mir übel auf die Eier. Glaub mir, ich gehe dir noch mehr auf die Eier. Du hast doch für Mathematik geredet. Wenn du willst, können wir das kurz ausmachen und schauen, wie Allah nicht mal Grundschulmathematik versteht. Jetzt kommt's drauf an, ich schenke 15 Sekunden meiner Zeit, um kurz was zu sehen. Soll ich auf Mathematik, auf dieses Ding, Allah kann nicht mal Grundschulmathematik eingehen, oder soll ich auf Rassismus eingehen? Ich warte ganz kurz, was die Leute sagen. Auf was soll ich eingehen, Rassismus oder Grundschulmathematik? Weil er hat diese Mathematik-Thema angesprochen. Grundschulmathematik. Eine Minute, mal sehen, ob ich es hinkriege. Heide. Mal sehen, ob ich es in einer Minute hinkriege. Heide. Allah kann nicht mehr Grundschulmathematik, Leute. Schaut euch das an. Okay. Nehmen wir an, wir haben hier einen Mann, drei Töchter, keine Söhne, eine Ehefrau. Eine Minute reicht zwar nicht. Noch beide Eltern, er stirbt und hinterlässt 24.000 Euro. Leute, wenn wir in Scharia leben, nach diesen Gesetzen gehen wir alle pleite. Schaut, was passiert. Sure 4, Vers 11. Allah empfiehlt euch, hier weiter, weil hier wird es. Wenn es aber zwei Drittel dessen zu. Also,
Hier, wenn es weiblichen, wenn ihr mehr als zwei Töchter habt, sie sind drei Töchter, dann kriegt ihr mehr als zwei Drittel zu. Wisst ihr was? 30 Sekunden, ich schaffe das nicht. Ich würde dieses Thema gerne mit Mambo Stück für Stück durchgehen. Mal gucken, was Mambo dann sagt. Endlich hat dieses auch dieses. Guck mal, ich habe das. Die Zeit reicht nicht einfach. Und ich hab das die Zeit reicht einfach. Ja, warte kurz. Ich habe das Mathematikthema vorhin aufgemacht, weil dein Bruder im Glauben. Du hast Mathematik gesagt, du hast ihm vorgeworfen, dass er ja, nicht mal Bruder, rechnen kann. Dein deswegen mache ich im Glauben Mathematikthema auf. Nicht mal rechnen, was 700 Jahre sind. Der hat gesagt 400. Ja, okay, Jahre. Gut. Moholi kann nicht rechnen, was 700 ist. Und dein Allah, der wo alles weiß, macht Fehler im Rechnen. Wie geht aber, das? Aber könnten wir bitte respektvoll bleiben, weil ihr seid sehr respektlos. Ja, ich bleibe recht respektvoll. Ich zeige dir alles. Nein, nein. Selber sagen, was Sache respektvoll ist. Gegenüber ich gebe dir, ja? Geb dir ein Argument. Ich bin respektvoll. Nein, du nein, kannst ganz normal. Unterbewussten Tom. Lass mich kurz mal. Ein Argument finden, das ihn gleich mundtot machen wird. Ich, im Gegensatz zu deinem Propheten, kann lesen. Das war's. Jetzt hast du schlafen gelegt. Ey, darf ich kurz... Wo ist das schlimm? Wo ist das schlimm? Ja, das weil du ja lustig machst über andere. Ich hab dir jetzt auch einen Knockout gegeben. Hab dir gesagt, nee, ja, du hast das Propheten kann lesen. Das zeigt euer Gesicht. Das zeigt nein, einfach. Nein, das war dein Fall. Argument. Ich habe nur dein Argument du, umgedreht und habe gesagt, okay, im Gegensatz okay, zu deinem Propheten kann ich lesen. Als man ich das sollte Spanisch, nie mit ja, okay, Steinen schmeißen, wenn man im Glas aussitzt. Okay, als ich das Spanien-Thema aufgemacht habe und du mich nicht gehört hast. Also Mambo, heute wurdest du zum Bimbo auf jeden Fall. Nein, wir können den ganzen Stream anschauen und dann wirst du sehen, dass du dich selber genockroutet hast. Ja, ich kann doch nicht, das ist der Fit kommt das ja nicht. Ja, du hast ja angefangen. Ich bin wirklich Mambo Number 5. Du hast ja angefangen. Ganz gut, Chef, Bruder. Der sagt, ich habe angefangen. Ich habe nicht angefangen, dich zu beleidigen. Wenn okay, ich doch, beleidige, du hast, okay, meine okay. Fakten, dann okay, kann ich nicht dafür. Wenn deine ich, guck mal, wenn Halle, ich mich verplappert habe, wie er die ganze Geschichte verdreht, habe, er sagt ihm dumm, er sagt ihm blöd und jetzt sagt er, er hat ihn beleidigt. Ja, ja, hör zu, du hast zu mir gesagt. Nein, du sollst doch nicht lügen, hat Jesus gesagt. Die ganze Geschichte. Die zählen Rote, du darf sollst nicht lügen, mein Freund. Darf ich? Nein, nein, lass mich eine Sekunde bitte. Ja, lass eine Hemia, Bruder. Aber Dr. Scheig soll bitte kurz sein leise Lex, sein, weil ich. Der lädt. Mal alle, lass eine Hemia bitte. Du bist der Beste, ey. Hör zu, Mambo, du bist der Beste. Ich feier dich anders, als ich Mann. Ich wollte dir sogar. Hab, hast du zu mir ich gesagt, dir sogar, ich sei ein Analphabet, aber du hast mir doch nicht zugehört, oder? Oder ist es ich gegeben? Wollte dir sogar, du bist der Beste, Alter. Ich schicke dir sogar ein Ding, irgendwas. Hier, good game. Junge, Shake, du bist der unwitzigste Typ von hier eigentlich. Du bist der Beste, Mann. Man sollte nie mit Steinen schmeißen, wenn man im Glas aussieht. Ich hab doch erst was gesagt. Oder Steine Popo putzen. Guck mal, darf ich... Geiler Typ, Alter. Darf ich sprechen? Rede. Okay, ich wollte doch nicht mal ein Thema, Mann. Normalerweise war ich gerade dran in dem Showding. Jetzt bin ich gerade dran. Ich bin gerade dran. Ich will zusammen mit Mambo kurz dieses Thema durchgehen. Junge, das will keiner sehen, Alter. Das ist unrelevant. Ich habe Umfrage gemacht. Alle haben gesagt, die wollen sehen. Das ist irrelevant gerade. Ich habe noch eine Frage, dann stumm. Doch, alle haben gesagt, was macht man mit Melonen? Das ist irrelevant gerade. Wie bitte? Was macht man alle mit Melonen? Gesagt, die wollen sehen. Nein, komm. Ich hab's nicht verstanden, weil dein Bruder zu dumm ist, um zuzuhören. Also, im Islam, es gibt ja ein Hadith, dass man mit Melonen was machen kann. Du darfst jetzt raten, ich gebe dir drei Antwortmöglichkeiten. Man isst sie Dankeschön, auf. Bruder. Man nimmt eine Bohrmaschine und bohrt ein Loch. Oder man tut seinen Ding-Dong da rein und tut sich selbst befriedigen. Wo steht dieser Hadith? Ist dieser Hadith überprüfbar und ist er wirklich relevant für den ja, Islam? Ja, natürlich. Lies mal. Ja, Scheiße. Warte, ich zeig dir noch eins. Ich zeig dir noch eins hier. Das muss man selber recherchieren. Lies. Ja, okay, und im Alten Testament steht drin, dass man alle Kinder töten sollen, bis auf die Mädchen, weil warum sollte man die... Lest du? Warum sollte man ja, aber um die Melone. Whataboutism, lest mal das. Nicht Whataboutism, das macht ihr doch schon die ganze Zeit im ganzen Stream. Nein, wir machen das nicht, wer sagt, dass wir das machen? Darf ich kurz? Wer sagt, dass wir das machen? Darf ich kurz?
Komm, wir wollten jetzt kurz diese rechnenden Sachen machen. Komm, rede, rede. Ja, weil du hast gar nicht. Nehemia, Nehemia, eine Frage ganz kurz. Bist du ein Christ oder bist du ein Muslim? Bruder, ich war Muslim, aber ich bin jetzt, sage ich mal, ein Unitarier. Das kannst du jetzt sehen, wie du willst. Ja. Alles gut, dann ich ganz kurz bitte, ich will das Thema nämlich mit einem Muslim durchkommen, weil das ist besser. Guck mal, hier. Geh mal kurz auf diese Thematik bevor, mit dir habe ich gar keinen Bock, mich zu unterhalten, weil du bist so hirnamputiert, das macht gar keinen Sinn. Ja, ja, hirnamputiert, komm, zeig ihm, wer hier hirnamputiert. Ich will dir meine Aufmerksamkeit geben. Ich zeig ihm, wer hier hirnamputiert, komm. Ich will ist normal, Leuten, niemand nein, will mit mir reden. Alle hauen ab. Alle hauen ab, sobald Schiet kommt. Nein, ihr habt gar alle nicht. Alle hauen ab, sobald Schiet kommt. Das ist immer so. Ihr habt gar nicht das also, Thema mit dem Rassismus bereit? Über. Ihr habt das gar nicht. Bist du bereit oder nein, nicht? Nein, Mann, ihr seid. Soll ich lieber auf Rassismus eingehen? Ich muss morgen eh arbeiten, um dein Bürgergeld zu finanzieren. Also soll ich lieber auf Rassismus eingehen? Nein, das Rassismus-Thema, ihr seid doch gar nicht drauf eingegangen. Ihr habt nur Whataboutism gemacht mit Islam. Okay, komm, ich gehe auf Rassismus ein. Nein, komm. Komm, ich gehe auf Rassismus ein. Wie konnten die Christen das. Ja, Konnten die Christen sagen, dass die. Wie nein, konnten die Christen sagen, warte kurz. Haben schwarz sind und das als Versklaven. Ja, ja, warte, warte. Ich zeige dir gleich, wie viel Rassismus ist. Komm. Komm hier. Was ist das? Was steht da? Ich sehe es nicht. Halt mal. Schau mal, wie heißt das? Schau mal, wie das Buch heißt. Das Buch heißt Kitab al-Haywan. Guck, wie der Whataboutism. Wie der Whataboutism. Guck mal, was da drin steht. Wie die Krähe unter den Menschen sind die Zench, afrikanische Schwarze. Denn sie sind die schlimmsten Menschen und die bösartigsten Kreaturen in Temperament und Charakter. Und machen wir weiter. Mal sehen, was wir noch so haben. Wie der Whataboutism, mein Freund. Wie der Whataboutism. Whataboutism, ja. Ibn al-Faqih al-Hamadani, Muftas, Kitab al-Buldan. Was sagt das? Schämst du dich nicht? Was sagt der? Schäm dich mal. Guck mal, schämst du dich nicht? Schämst du dich nicht, meine Quellen zu zeigen? Nein, ich schäme mich nicht, deine Quellen zu zeigen. Schon wieder bist du ausgewichen. Schon wieder bist du ausgewichen. Ich schäme mich nicht, deine Quellen zu zeigen. Machen wir einfach weiter. Schämst du dich nicht? Ein Mann von Unterscheidungsvermögen sagte, das Volk Irak. Kommen Sie nicht mit etwas zwischen blonder, luppiger und gebleichter Färbung heraus. Wie die Säuglinge, guck mal, wie die Säuglinge, die aus dem Mutterleib. Guck mal, seht ihr, was für einer das ist? Er will nicht mal, dass ihr versteht, was ich sage. So ein ekelhafter Typ. Nein, mal, aber du gehst doch aus wieder dem aus Mutterleib dem Weg. Der Frauen, du der Sklaven Weg, und anderer mit ähnlichen heilen Ton fallen. Auch werden sie im Mutterleib nicht übertrieben, bis sie verbrannt werden, so dass das Kind etwas zwischen schwarz, trüb, übel riechend, stinkend und zerknitterndem Haar herauskommt und ungleichmäßigen Gliedmaßen, mangelhaften Verstand und verdorbenen Leidenschaften wie die Sensch, die Somali und andere Schwarze, die ihnen ähnlich sind. Die Iraker sind weder halbgebackener Teig noch verbrannte Kruste zwischen den beiden. Schäm dich, Rassismus. Du gehst ist Rassismus? Du gehst ja, mach mal weiter. Rassismus Grund. Weiter, Heidi, komm. Du gehst mit meinen Jahis Al-Bayan Wal-Tabi'in Band 3. Was sagen die denn über Rassismus? Der Typ quatscht mir die ganze Zeit rein, weil er es nicht, guck mal, er kann es nicht hören. Sie, die Shubia, behaupten, dass Beredsamkeit von allen Menschen zu allen Zeiten geschätzt wird. Selbst die Sensch halten trotz ihrer Dunkelheit, ihrer grenzenlosen Dummheit, ihrer Stumpfheit, ihrer groben Wahrnehmungen und ihrer bösen Veranlagungen lange reden. Guck mal, was die islamischen Schriften über Rassismus alles sagen. Soll ich weitermachen über Rassismus? Ha? Ah, er ist abgehauen. Ja, das ist schlafen. Ich wollte nicht mehr. Okay, okay. Jetzt geht's schlafen, okay. Dr. Theol. Jetzt geht's schlafen. Dr. Theol. Ich habe eine Frage. Das hat Spaß gemacht. So, das war schön. Dr. Theol, hörst du mich? Ja, ich höre dich volle Kanne. Hast du diese ganzen Quellen nur aus den Büchern von Christian Prince oder von wo hast du die? Oder ich bediene mich jeder Quelle, die mir aber hilft. Ja, von wo überall. Hast du diese? Von wo hast du diese? Guck mal. Ich hab's dir doch gezeigt. Nein, nein, nein. So. Ich meine, wo hast du die gefunden? Die hat mir jemand, wir haben eine Gruppe, die hat mir jemand geschickt.
Achso. Jais ja. Al-Baywan Wal-Tabi'in Band 3. Ich habe viel mehr als das. Das ist nur ein Bruchteil. Weißt du, wie viel ich habe? Schau hier. Hadith-Sorten. Guck mal hier, wie viele Sorten von Hadithen ich habe. Kannst du mir diese PDF, also diese Datei schicken? Das sind keine PDF, ich habe tausendmal Sachen. Pass auf, Rassismus, hier Rassismus. Hier haben wir noch mehr Rassismus. Bitte schön, da. Wie viele, da zum Beispiel das hier. Sahih Muslim, da kam ein Sklave und gelobte Allahs Apostel bei der Auswanderung die Treue. Er, der heilige Prophet, wusste nicht, dass er ein Sklave war. Dann kam sein Herr und forderte ihn zurück, woraufhin der Apostel, Police be upon him, sagte, verkaufe ihn an mich. Und er kaufte ihn für 2 schwarze Sklaven. Und er nahm danach von niemandem die Treue, bis er gefragt hatte, ob er ein Sklave war oder ein freier Mann. Das heißt, Mohammed ist rumgelaufen, einer ist einfach zu ihm gekommen und hat gesagt, ich will auch ein Muslim werden. Mohammed hat gesagt, okay, ich nehme dich. Und dann ist der Meister von dem Sklaven gekommen und Mohammed wusste nicht, dass das ein Sklave war. Und dann musste er ihn kaufen. Und dann hat er ihn gekauft und hinterher hat er dann sich gesagt, er hat von seinem Fehler gelernt und hat gesagt, ab jetzt kaufe ich nie wieder einfach so einen Sklaven, der wo zu mir kommt. Ich warte erst, bis ich festgestellt habe, ob er ein Sklave ist oder ein Meister. Guck mal, was für ein ekelhafter Charakter. Ja, wir hören dich. Man weiß ganz genau, dass Mohammed ein Sklaventreiber war. Ja, ihr müsst ja wissen, er hat 2 schwarze Sklaven verkauft für einen. Ja, und deswegen, man kann die Geschichte nicht schönreden. Wie gesagt, wir versuchen ja auch so respektvoll wie möglich zu sein. Aber sorry, das die Geschichte wirklich. Das müsst ihr auch. Ich frage mich sowieso, wie können Dunkelhäutige, also genau diese Religion überhaupt annehmen? Ja, geht mal bitte tiefer in die Schriften rein, schaut euch die Schriften an, vergleicht sie und ihr werdet verstehen. Ja, ihr werdet verstehen, dass Mohammed ein Sklaventreiber war. Es ist einfach so. Also sorry. Ja, sorry. Müssen wir wirklich ehrlich miteinander sein. Ja. Ich mach alle sagen, Ex-Moslem Amir ist da, aber ich sehe Amir aufzudecken. Nicht. Wo ist denn Amir? Ist Amir da, Leute? Ich sehe den hier nicht. Ja. Wo ist Amir? Ich sehe den hier nicht. Ja, von daher, ja. Ich wollte mit diesem Typen da sprechen, aber der ist jetzt weg, leider. Der ist gegangen. Ja. Leider schlafen gelegt, bevor du noch was sagst. Was ich noch sagen? Ja, der geht. Ich wohne ab jetzt in seinem Kopf wahrscheinlich mietfrei. Genauso wie bei 2, 3 anderen Leuten. Ich mache das alles nur, um die Dunkelheit aufzudecken, wie gesagt. So wie es mir Christus befohlen hat. Ja. Genauso mache ich das. Ja, aber das mache ich nicht mehr. Ich zeige nur, wie falsch das ist. Was für ein Charakter dieser Prophet hatte, dass das nicht wirklich etwas von Gott sein kann, wenn der Islam kleiner wäre als, guck mal, Islam ist wirklich groß, wäre in Deutschland etwas kleiner, die Anzahl der Gläubigen, zum Beispiel so groß wie bei, sagen wir mal, Scientology, dann würde man den Islam niemals als Religion bezeichnen, sondern als Sekte. Der Islam ist eine Sekte, es ist nichts anderes. Der Islam ist von einem Mann, für einen Mann und nichts anderes. Es gibt sogar Quellen, die besagen, eine Frau kann Gott nicht dienen, ehe sie ihrem Mann dient. Was ist das? Nicht nur das, eine Bruder, Frau muss erst ihrem Mann gehorchen. Leute, tut mal alle bitte kräftig liken, bis wir die 70.000 erreicht haben. Guckt mal, wie viele Leute wir sind, Leute. Kommt schon, zeigt mal ein bisschen Liebe hier, Leute. Ich stumm jetzt die Kommentare. Gottes Segen. Genau, stumm die Kommentare. Wir sollen liken. Gottes Segen. 187. Flex, Bruder, ich habe mal eine Frage. Ja, schnell ist in die Runde, weil ich muss nebenbei noch was machen, aber ja, schieß los. Darf ich als Moslem im Fitnessstudio Kreuzheben machen? Ist nicht dein Ernst jetzt. Oder sind sich die Gelehrten noch nicht einig? In einem authentischen Da sind die Gelehrten sich jetzt noch nicht einig, ob man das überhaupt darf, ne? Mhm. Darf man als Christ in dem Fitnessstudio gehen, David? Natürlich.
Echt? Bist du dir ganz sicher? Ja. Aber willst du nicht noch mal drüber nachdenken? Flex. Darf ich als Moslem in Schweinfurt leben? In Schweinfurt? Ja. Nee, da. Alter, das ist aber geil. Nee, weil wie gesagt, es ist ein Land der Kuffar. Geht nicht. Ich habe noch eine Frage. Darf ich als Moslem einen Kreuzschraubendreher benutzen? Weil es ein Kreuz Bruder, ey, das damit, ist wichtig. Damit gemein, beschäftigen ey. Die sich, ne? Mit ja, aber behinderten Fragen beschäftigen die sich. Ja, diese Fragen nimmt doch ich selber. Ich habe den Islam aufzuklären. Aber das da sieht man, dass die dürfen nicht über Islam reden. Deswegen beschäftigen sie sich, darf ich Dragon Ball gucken und so weiter. So behinderte Fragen halt, ne? Super ist der Djinn im Paradies werden, ne? Deswegen kann man diese Religion nicht mehr ernst nehmen. Leider, ja. Ja, die nehmen auf jeden Fall. Ja, soll ich jetzt reden oder wieso hast du mich jetzt groß gemacht? Ja. Du darfst reden, Bruder Herz. Die Bühne gehört dir heute. Der Mambo hat ja gesagt, wir würden ja auf seine Themen nicht eingehen. Doch, wir sind auf Rassismus eingegangen und dann wurde er beleidigend. Er wurde beleidigend, er hat direkt beleidigt. Nicht nur mich, auch den Sheikh. Hier, den, wie heißt der, Dr. Theologische, der wurde auch beleidigt, der ist selber nicht sachlich geblieben, ja, wir haben ihn gar nicht beleidigt. Ich habe ihn nicht als dumm oder sonst was bezeichnet, aber gut, dass ich ihn getroffen habe, weil ich habe ihn schon mal gesagt, nicht umsonst habe ich noch keine Debatte verloren und ich werde niemals eine Debatte verlieren. Er war für mich sowieso von Anfang an ein gefundenes Fressen, er war kein Gegner für mich. Als er damit angefangen hat, über Rassismus zu reden, wusste ich direkt in der Sekunde, dass ich ihn zerlegen werde, weil die Champion werden wir niemals vergessen. Mein Bruder war ja auch in Ägypten, da ist es jetzt ein bisschen anders. Da zahlen die Verkäufer eine Summe an, so wie Türsteher, ja? Also wie eine Mafia halt, damit sie da ihre Ruhe haben vor Muslimen. So läuft es ab in islamischen Ländern aktuell. Ja? Die müssen da was zahlen, damit da Ruhe herrscht, sonst werden die da auch hingehen. Champions, Bruder. Ja. Ich glaube, du warst das, du hattest so ein Buch gehabt, wovor viele Sachen drin standen. Ja, ich habe auch PDF. Ja. Die PDF schicken? PDF, wenn du, hast du zu Flex Kontakt oder so? Nee. Oder zu irgendwem, warte, wo gibt's da noch? Ich hab das ja an die Leute geschickt, die auch hier streamen und sich mit den Themen beschäftigen. Ich weiß ja nicht, bist du einer, der streamt oder? Nein, ich will nur so für mich selber gucken. Ach, dann wird's schwer, Bruder. Ich bin ja nur in Telegram. Anwesend. Da schicke ich es immer den Leuten, die sich damit beschäftigen. Ja, ich habe Telegram. Ansonsten würde ich dir raten, warte mal, wie heißt der? Ich glaube, der heißt Festim Apologetik. Ist in YouTube ein und der hat die Quellen hat er eingeblendet. In YouTube. Da kannst du den Link anklicken. Champion. Und dann kriegst du die ganzen Quellen. Champion. Und wenn du ihn kennst, dann müsstest du die Quellen sehen. Oder du kaufst dir das Buch, Allahs Täuschung. Würde ich da auch raten. Ja, genau, das meine ich sogar. Darf ich einfach mal fragen, was du einfach nur so ganz ehrlich sein, möchtest du quasi auch, ich sag's klipp und klar gerade raus, so wie möchtest du auch die Finsternis aufdecken? Das klingt irgendwie so, als wären wir in einem miesen Film drin. Meinst du mich? Ja klar. Achso, ja, ich würde mich da auf jeden Fall mal reinlesen, damit ich auch so ein Wissen habe wie ihr, damit ich auch mit Quellen argumentieren kann, ja. Weißt du? Weil das Wissen, was ich jetzt gerade habe, das habe ich nicht. Also ja, du willst also quasi Muslime mit ihren falschen Schriften konfrontieren. Genau. Okay. Da hast du einen weiten Weg vor abonnier. Dir. Wird nicht so einfach, aber. Ja, das weiß ich, aber. Ja. Du lernst schnell, glaub mir, du lernst schnell. Weißt du, wie du am schnellsten lernst? Guck mal, geh einfach hier auf diesen Kanal, abonnier das und schau dir. Guck mal, ein Video schauen macht ja am meisten Spaß. Warte mal, welchen Kanal soll er abonnieren? Ich zeig gerade, ich gehe schon gerade drauf und dann mache ich mein Ding. Die ganzen anderen. Ich schicke dir rein, wie das heißt, okay? Guck mal, ich schicke dir rein, wie der Kanal heißt. Abonnier diesen Kanal, ich folge dir auch. Abonnier diesen Kanal auf YouTube. Champion. Schreib dir unten rein in den Kommentare, hier.
weil ich kann die Kommentare nicht lesen. Warum wurde das gelöscht? Er hat das ausgeschaltet, die Kommentare. Der Kanal heißt auf YouTube alles über den Islam. Alles über den Islam. Tipp das ein und tu oben rechts Filter anmachen, dass du nur nach Kanälen suchst. Dann findest du einen Kanal, der so heißt, so mit einem Audi-Zeichen ist das so quasi, mit so einem vier Ringe. Alles über den Islam, da sind 211 Videos. Filme gucken macht am meisten Spaß. So lerne ich immer am besten, weil ich höre und lerne. So ist es nämlich leichter. Und du kannst dann die ganzen Videos anschauen und quasi lernen. Wenn du diese 211 Videos durch hast, danach kannst du aus jedem Sheikh ein Milchshake machen. Du kannst auch, guck mal, ich würde dir empfehlen, David, kauf dir Allahs Täuschung, also von Christian Prince. Ja, dieses Buch meinst du es nur, du musst es nur ein paar Mal durchlesen, lies die Bibel, merk dir wirklich ein paar Sachen und du kannst schon anfangen. Glaub mir, du zerlegst jeden. Mit Christian Prince wirst du jeden zerlegen, sage ich dir ganz ehrlich. Alles klar, perfekt. Dankeschön. Ja. Champion. Ja. Du hast doch diesen Festem da erwähnt. Das ist ein Kollege von mir. Ja, ich kenne den. Ich war ja fast in einer Debatte gegen ihn sogar. Echt? Wir hatten uns mal gestritten. Dann hat er, ich hieß ja früher der Zerstörer. Ja. Ich hab's ja mit jedem aufgenommen. Das war mir egal, ob der Christ ist oder Moslem. Ja. Ich wollte so halt ein bisschen Spaß haben mit denen. Ja. Dann hatten wir irgendwie Streit, ich weiß nicht, um was es ging. Dann haben die gesagt, hey, fass dich mal auf, beruhig dich. Ich habe gesagt, okay, wenn du in eine Debatte willst, komm, wir machen jetzt eine Debatte. Wir hatten irgendwie Streit, ich weiß auch nicht warum. Aber danach haben wir uns vertragen und danach habe ich ihn ehrlich gesagt nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, was los ist aktuell mit ihm. Ja, ich habe seine Telefonnummer. Ich hatte ihn ja, wir waren ja alle in einer Gruppe. Ja. Ich weiß nicht, ob das Telegram war mein oder Bruder. WhatsApp, keine Ahnung. Ja, ich war dann auch nicht mehr aktiv hier. Bist du Christ oder was bist du? Ja, ich bin Christ, natürlich. Sonst wäre ich ja nicht hier. Was heißt Lex? Lex, Bruder. Ja. Dieser Dennis, kennst du den? David. Welcher Dennis? Nein, der nennt sich hier Dede Khanjar. Der war auch schon ein paar Mal mit dir live gewesen. Dede Khanjar ist mein allerbester Bro hier drin. Warum? Was ist mit ihm? Ist das ein Aramäer, Bruder? Ja, der ist ein Landsmann von mir. Ja, ich bin auch ein Aramäer. Du bist ein Landsmann, ja. David, hör kurz zu, wenn du das Buch haben willst. Geh auf Google und gib ein. Ich zeig dir jetzt, wie du das Buch kriegst. Gebt bei Google Fatwa Nummer 62344 ein. Alle, die wo das Buch haben wollen, können jetzt auf Google gehen. Geht auf Google, gibt alle ein Fatwa Nummer 62344. Guck mal, ich kann es euch sogar extra zeigen. Flex, mach mal kurz bitte groß. Dass jeder sieht. Jeder, wo das Buch haben will. Flexi, mach mal kurz los, Pulli. Jo, Freiledo. Ja. Dafür gibt es am Ende dann 149 Leute, die das Buch. Mach mal kurz groß, bitte. Warte, ich mach mich. Warte mal, ist es okay, wenn ich mich so zoome? Warte. Ja, screenshottet einfach, Leute. Der soll das kurz zeigen, dann screenshotten wir das. Ja, Mann. Mach mal einfach kurz screen. Zeig, wie es so einfach geht. Zwei Schritte, ihr habt alle das Buch. Zwei Schritte. Ja, guck mal, zwei Schritte, ihr habt alle das Buch. Geht einfach auf Google, gibt ein Fatwa Nummer 62344, okay? Screenshot mal. Wenn ihr Enter drückt. Na, guck. Direkt das erste Ergebnis. Ja, habe ich gerade gefunden. Ist das Buch von Christian Prince. Ja. Einfach drei auf drücken. Und das ladet automatisch Christian Prince sein Buch runter für 6. Es ist 6 MB groß. Krass. Okay? Warte mal, ist es kostenlos? Behindert krass. Es ist 6 MB groß. Warte mal, ist es kostenlos? Okay. Kostenlos. Oh. Ich mache es noch einmal. Alle Leute, die wohl nicht aufgepasst haben, inklusive Flex, hier Google. Ihr seid auf Google. Ihr ist gibt das denn ein auf Deutsch? Part war. Ihr gebt einfach ein Fatwa. Leerzeichen Nummer Punkt
6, 2. Sorry, ich habe falsch. 6, 2, 3, 4, 4. Enter. Dann seht ihr, der erste Ding oben, das erste Link oben, ist das Buch von Christian Prince als PDF umsonst. Aber das ist auch Englisch. Wenn ihr draufklickt, ja. Wenn ihr draufklickt, automatisch ladet er es runter. Ich hab's auf Deutsch. Das Buch ist 6 MB groß. Okay? Okay. Ich habe also 165 in eine Woche habt, ja, das ist das Deception of Allah. In eine Woche will ich sehen, dass wir 165 Soldaten im Namen Christi haben. Ja. Digga, ich habe von Christian Prince jedes Buch. Ja, ich will dieses Buch Sex und Allah, aber ich krieg's irgendwie nicht. Ich hab die beiden Bücher auf Deutsch, also Sex und Allah sogar beide auf Deutsch. Ja, ich wollte sie mir. Schau mal, ob ich Link finde zu Sex und Allah. Nein, weißt du, was das Ding ist? Das wurde. Ich finde bestimmt auch Links zu Sex und Allah. Gibt's das auch im Internet zum Runterladen? Ich finde auch Links zu Sex und Allah, warte. Zeig mal. Ich finde auch Links zu Sex und Allah. Das Ding ist, ich habe die Bücher dem Fest abgekauft. Diana hat gerade gefragt, ob hier alle Sachen mehr oben sind. Ach, wer ist noch? Das, Alter. Mach mal, Dr. Größer. Der will uns kurz was zeigen. Dann können wir es kurz screenshotten. Ich suche gerade miese Sachen. Ja. Nix, kennt ihr diesen Hadith, wo Omar einfach zwischen die Beine von Alis Tochter schauen wollte und danach sagte sie, wenn ich die Möglichkeit hätte, hätte ich deinen Kopf abgeschnitten. Nein, kenn ich nicht. Kennt ihr ja. Das? Schau mal das an. Lies mal das. Warte. Lies vor. So, dass du das sehen kannst. Lies. Wen? Und zwar bei Nehemia. Nicht wundern, wenn er ganz leicht stottert. Er hat nur ein bisschen Problem mit der Sprache. Ne? Also leichtes Stottern. Deswegen bitte respektiert das und bitte keine bösen Kommentare oder so. Ne? Ja. Wollte ich nur schon mal vorher erwähnen. Genau. Ja. So was macht man auch nicht. Also, du wolltest lesen. Wer wollte das haben? Bitte kannst du lesen und selber dich hier den Hintern ablachen. Leute, ich fand ihn, dann dauert das 4 Stunden. Spaß. Leg los, Bruder. Echt jetzt? Okay. Ja, auch rein. Okay. Der Prophet sagte, die Menschen von Bani Israel beten nackt zusammen und schauten sich gegenseitig an. Der Prophet Moses pflegte allein ein Bad zu nehmen. Sie sagte, bei Allah, nichts hindert Moses daran, mit uns zu baden, außer dass er einen Hodenbruch hat. Einmal ging Moses hinaus, um ein Bad zu nehmen und legte seine Kleidung über einen Stein. Und dann rannte dieser Stein mit seinen Kleidern davon. Moses folgte diesem Stein und sagte, meine Kleider, oh Stein, meine Kleider, oh Stein, meine Kleider, bis die Leute von Bani Israel ihn sahen und sagten, bei Allah, Moses hat keine Menge an seinem Körper. Moses nahm seine Kleider und begann damit den Stein zu schlagen. Ja. Können wir das mit den Knaben lesen, dass wir von 72 Jungfrauen auch Knaben bekommen im Himmel? Warte mal kurz. Dass 70 der Frauen von der Hölle sind. Warte mal kurz. Das auch. Laut diesem Hadith hat Moses einen Stein verprügelt.
so sehr und da steht am Ende, dass da Spuren hinterlassen wurden. Das heißt, der hat ein der hatte einen UFC-Kampf gegen einen Stein. Merkt euch das. Ja, mit Hodensackbluch. Nackt, nackt. Beide waren nackt. Bruder, ja, Bruder. Nackt und der auch. Beide waren nackt. Ich habe einen Hadith. Ich habe einen Hadith, wo Allah den Muslimen hinterher rennt. Echt? Allah rennt den Muslimen hinterher. Guck her. Ja. Vor allem, wie kann man an sowas glauben? Das ist so schrecklich, Mann, dass die Leute. Oh. Bruder, gehen wir schön, gehen wir schön. Allah rennt den Muslimen hinterher. Das geht, wenn man sich mit Takia-Suche auskennt, geht es. Soll ich das vorlesen oder? Wenn du willst du vorlesen. Lies, oder lies. Okay. Mach Spaß, wenn jemand anderes liest. Mach ein bisschen zurück, weiter. Okay. So ist perfekt. Ja, okay, perfekt. Okay. Der Prophet sagte, Allah sagt, ich bin so wie mein Diener. Denkt, dass ich bin. Das heißt, ich bin in der Lage, für ihn zu tun, was er denkt. Dass ich für ihn tun kann. Und ich bin bei ihm, wenn er sich an mich erinnert. Wenn er sich in sich selbst an mich erinnert, gedenke auch ich seiner in mir selbst. Und wenn er sich in einer Gruppe von Menschen an mich erinnert, gedenke ich seiner in einer Gruppe, die besser ist als sie. Und wenn er mir eine Spanne näher kommt, gehe ich eine Elle näher zu ihm. Und wenn er mir eine Elle näher kommt, gehe ich eine Strecke von zwei ausgestreckten Armen näher zu ihm. Wenn er zu mir kommt und geht, gehe ich zu ihm und laufe. Ja. Zeig mal, dass wir den Knaben sehen. Damit die Leute mal ein bisschen was zu lachen haben. Guck, in Englisch ist anders. Guck, was hier steht. I go to him running. Ja, aber das sind ja beides nur Übersetzungen, weißt du? Ja, Dr. Scheich, Dr. Scheich, zeig mal das mit den Knaben. Was mit den Knaben? Zeig mal das, wenn wir in Gender sind, dass wir Bezug zu den 72 Jungfrauen auch nur junge Knaben haben. Ja, viele Leute wissen gar nicht, dass diese 72 Jungfrauen nur das Mindeste ist, was die bekommen, ne? Also dieser Hadith ist ja schwach, ne? Dieser Hadith ist ja schwach und deswegen sagen die... Zeig mal das mit den Knaben. Ich will das mit den Knaben sehen, so dass die Leute das auch mal mitlesen. Ja. Halt, es gibt mehrere Überlieferungen da, wo man sogar hunderte Frauen hat, weißt du? Ja. Katastrophe. Okay. Ist das mit der Hölle, Kurt? Vor allem, Leute, ich muss was sagen kurz, ey. Das ist so traurig. Stellt euch mal vor, ihr habt eine Überlieferungskette und in dieser Überlieferungskette steht einfach eiskalt Knaben mit Perlen. Wie bitte? Knaben mit Perlen. Knaben, junge Knaben. Ey, Mann, ich kann nicht mehr. Oh Mann, das ist schon traurig. Schon irgendwo traurig. Ich find's echt traurig, Mann. Dr. Theodor, naja. Geh mal auf YouTube, geh mal auf den Kanal von Ami Arapur und dann geh ganz nach unten. Dort hat er ein Video gepostet. Also dort gibt's ein Video, das er gepostet hat von einem Sheikh, ja, mit Untertitel. Und der erzählt genau, was zeige, man wird, Paradies bekommt. Wenn ich das zeige, wird Flex gesperrt. Ja. Weil da erzählt der Sheikh genau, was man im Paradies bekommt. Ja. Dort sagt er, man wird die Kraft haben, jeden Morgen mit 100 Frauen.
zu tun und sowas, weißt du? Ah. Wir werden eine Kraft von 100 Mann haben, wenn wir im Himmelreich sind, meinst du? Sozusagen, genau. In Gender, wir werden eine Kraft von 100. Du meinst das hier, Flex? Ja, mach das mal auf. Und der Schere sagte, wir schämen uns nicht dafür, das zu erzählen. Allah. Wow. Aber Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, ich wäre lieber Schiite als Sunnite. Oh mein Gott. Dr. John hat gepostet, wir sollen den Al-Adab Al-Mufrad aufmachen. Al-Adab Al-Mufrad, warte, da wo auch Ding bei dem Penis seines Vaters steht. Ja, ich kann das. Al-Adab Al-Mufrad. Wir hören uns. Gott segne. So. So, dass auch jeder lesen, mitlesen kann. So kann auch jeder mitlesen noch. Matthias, ich hoffe, jeder kann so auch mitlesen. Es wird berichtet, dass Abu Huraira sagte, ich sah Al-Hasan nie, ohne dass meine Augen vor Tränen überströmten. Das liegt daran, dass der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Frieden, eines Tages hinausging und mich in der Moschee fand. Er nahm meine Hand und ich ging mit ihm. Er sprach nicht mit mir, bis wir den Markt von Banu Kunayna erreichten. Er ging darum herum und schaute. Dann ging er und ich ging mit ihm, bis wir die Moschee erreichten. Er setzte sich und hüllte sich in sein Gewand. Dann sagte er, wo ist der Kleine? Ruf den Kleinen zu mir. Hassan kam gerannt und sprang auf seinen Schoß. Dann steckte er seine Hand in seinen Bart. Dann öffnete der den Mund. Allah segne ihn und schenke ihm Frieden, seinen Mund, und steckte seinen Mund in seinen Mund. Dann sagte er, oh Allah, ich liebe ihn, also liebe ihn und den, der ihn liebt. Ja, das ist mit Kindern. Da steht auch woanders, warte mal, ich habe das auch hier irgendwo, warte mal. Kinder, da. Ah, da, ich habe das schon gehabt, hier oben in Allah, da mit Frat. Warte mal, was habe ich noch mit Kindern? Hier sind viele Sachen mit Kindern. Bei Allah, ich werde denjenigen bekennen, der zwischen dem Gebet und Zakat unterscheidet. Ah, das ist von Ding Ali. Das spielen, ah, das ist Aisha, Jabir. Ah, guck mal, das auch. Mohammed ist hier wie der Satan. Guck mal, das ist. Mohammed ist hier wie der Satan höchstpersönlich in diesem Hadith. Schau mal das an. Mohammed trifft einen Mann, der wohl frisch geheiratet hat, okay? Und guck mal, was Mohammed dem Mann empfiehlt. Der spricht, er tut in sein Ohr so Fissel machen, als wäre der Scheitan höchstpersönlich. Guck mal, was hier steht. Ich habe eine Frau geheiratet, woraufhin Allahs Gesandter zu mir sagte, hast du eine geheiratet? Ich sagte, ja. Er sagte, ist es eine Jungfrau oder eine bereits Verheiratete? Also Witwe oder eine Geschiedene? Ich sagte, mit einer zuvor Verheirateten. Woraufhin er sagte, wo warst du? Weg von den Vergnügen der Jungfrauen. Shuba sagte, ich habe es Amr bin gegenüber erwähnt. Dinar und er sagten, auch ich hörte von Jabir, der dies erwähnte. Dieser Apostel Allahs sagte, warum hast du nicht ein Mädchen geheiratet, das, damit du mit ihr Sport treibst und sie mit dir Sport treibt? Mit Mädchen sind kleine Kinder gemeint. Ja. Und es gibt mehr. Er ist in seinem Ohr, er macht mal, Hallo, wieso heiratest du dich? Mach mal Sahih al-Bukhari 185, aber Masih erstmal. Ja, ich muss nur was sagen. Sahih al-Bukhari, welche? Welche Sahih al-Bukhari, what? 1285. So, jetzt habe ich dich kurz gestimmt, Dr. Schere. Jetzt, was können wir für dich tun?
Ich tun? Hier, Zeitverschwendung. Zeitverschwendung, okay. Boah, nein, ey, nicht der hat die. Ja, lies mal vor. Okay, der ist mies, Mann. Ja, der ist mies, Mann. Der ist echt mies. So, so, so. Jetzt sind wir mal gespannt, was da ist. Ich hasse den Hadith. Wir waren im Trauerzug, einer der Töchter des Propheten. Und er saß neben dem Grab. Ich sah, wie seine Augen Tränen vergossen. Er sagte: Gibt es jemanden unter euch, der letzte Nacht keinen Geschlechtsverkehr mit seiner Frau hatte? Abu Talha antwortete bejahend. Und so sagte ihm der Prophet, er solle ins Grab sinken, und so landete er in ihrem Grab. Also damit ist gemeint Sex mit Leiche. Nein. Nein. Tu nicht so, als ob du es nicht wüsstest. Nein, jetzt ohne Witz steht das. Nein, jetzt ohne Witz steht das da drin. Natürlich, er hat Sex mit Leichen. Nein. Alter, Katastrophe. Prophet hat selber aufgemacht. Ich habe doch gestern das eine gezeigt, dass der Prophet da mit diesen Dingen mit Tier. Ich kann das nicht mehr. Nein, Mann, Alter, ich kann das nicht. Das ist doch nicht Islam, niemals, Mann. Ich habe dir doch gestern gezeigt, das mit den Four Legs. Als ob eine Frau vier Füße hat. Sowas gibt es nicht. Nur ein Tier hat vier Füße. Und in dem Hadith steht drin, ich kann nicht an diesen ihre Hadith vier glauben, Füße von mir. Boah, das ist schon hart. Boah, Alter. Ja, ich habe den Hadith, diesen Hadith habe ich auch. Ja, diesen Hadith habe ich auch. Brauche ich nicht noch für extra dazu. Guck mal hier. So. Kinder müssen nicht in den Himmel, wir töten die Kokoran. Alle sagen immer, Mohammed tötet keine Kinder, etc. Das stimmt alles nicht. Guck mal, was er hier sagte. Guck. Es wird von Shab überliefert, Jatama, dass er zum, warte, ich mach so, weil sonst immer geht's Ding. Überliefert, Jatama, dass er zum heiligen Propheten sagte, Gesandter Allahs, wir töten die Kinder der Götzendiener während der nächtlichen Überfälle. Er sagte, sie sind von ihnen. Also ihr Blut ist halal. Das Medium Blut ist halal. Was kann ich noch Geiles zeigen? Guck mal hier. Warte, da. Hier tötet jemand und Mohammed feiert den Typen dafür. Pass auf. Auch noch ein Blinder. Was ist das? Ein blinder Mann hatte eine Sklavin, die den Propheten beschimpfte und herabwürdigte. Er verbot es ihr, aber sie hörte nicht auf. Er tadelte sie. Aber sie gab ihre Gewohnheit nicht auf. Eines Nachts begann sie, den Propheten zu verleumden und beschimpfen. Also nahm er einen Dolch, legte ihn auf ihren Bauch, drückte darauf und tötete sie. Ein Kind, das zwischen ihre Beine kam, war mit dem dort befindlichen Blut verschmiert. Als der Morgen kam, wurde der Prophet darüber informiert. Er versammelte das Volk und sagte, ich beschwöre bei Allah den Mann, der diese Tat begangen hat. Und ich beschwöre ihn bei meinem Recht, dass er aufstehen soll. Der Mann sprang über die Hälse der Menschen und stand zitternd auf. Er saß vor dem Propheten und sagte, Gesandter Allahs, ich bin ihr Meister. Sie hat dich immer beschimpft und verunglimpft. Ich habe es ihr verboten, aber sie hat nicht damit aufgehört. Und ich habe sie zurechtgewiesen. Aber sie hat ihre Gewohnheit nicht aufgegeben. Ich habe zwei Söhne, die Perlen von ihr. Und sie war meine Begleiterin. Letzte Nacht hat sie begonnen, dich zu beschimpfen und herabzusetzen. Also nahm ich einen Dolch, legte ihn auf ihren Bauch und drückte drauf, bis ich sie tötete. Daraufhin sagte der Prophet, oh, seien Sie Zeuge, für ihr Blut ist keine Vergeltung zu zahlen. Dieser Hadith ist dafür schuld, dass zum Beispiel in Pakistan, Afghanistan und all diesen Ländern Menschen rumlaufen, die wo einfach irgendwelche Frauen umbringen und dann behaupten, sie hätten den Propheten beleidigt.
Und die Frau kann keine Zeugen bringen, weil sie alleine ist und weil eine Frauenzeuge sowieso nur eine halbe Stimme hat. Der Mann ist also immer Leute, im Recht. Zum Abschluss möchte ich noch was sagen. Zum Abschluss möchte ich noch was sagen, Leute. Sowas kann nicht von Gott kommen. Solche Überlieferungen kann einfach nicht von Gott kommen. Leute, nehmt den Herrn Jesus Christus als Gott. Ja, denn er ist der, der für unsere Sünden gestorben ist. Er ist das Licht und die Wahrheit. Nehmt nicht den Satan zum Vater, denn er war von Anfang an ein Lügner. Deswegen, Leute, wer Jesus Christus nicht angenommen hat, nehmt ihn heute an. Bitte. Ne? Nichtsdestotrotz führen wir das jetzt mal zum Abschluss jetzt, Leute. Es ist jetzt schon langsam spät. Ne? Vielleicht komme ich nochmal. Das ist aber fragwürdig. Ich würde jetzt einfach mal anfangen, mal ein bisschen was anzugucken. Bin jetzt schon zu lange live, wenn ich ehrlich bin. Ja, genau, Leute. Jetzt ist 22 Uhr. Gehen wir alle schlafen rein. Naja, jetzt mal ein bisschen Pause. Genau. Leute, ich will euch trotzdem mal eine Nachricht mitgeben. Heute hat mich jemand angeschrieben, ja, über, jetzt ganz normal über TikTok. Und die Person hat mir gesagt, hey, hör mal zu, ich kann mich jetzt nicht entscheiden zwischen welcher Religion. Ich bin Christ, aber man sagt mir immer wieder, dass der Islam die Wahrheit ist und so etc. Und ich werde die Person morgen antworten. Ist sehr, sehr interessant, weil die Person kann sich nicht entscheiden zwischen Islam und das Christentum. Und ja, wie gesagt, wir versuchen niemanden zu einer Religion zu ziehen, aber aufklären und erklären, beispielsweise den Unterschied auch zu erkennen. Ne? Genau. Das werden wir morgen machen. Vielleicht kann ich ja die Person hier ins TikTok reinholen. Bin ich mal gespannt. Ne? Oder du musst ihn konfrontieren, ganz kurz konfrontieren doch mit den 72 Jungfrauen, wie das Himmelreich dort ist und so weiter. Das reicht schon völlig aus, zu zeigen, dass es Genwäsche ist, was die mit dem gemacht haben. Aber die Person ist 16 Jahre alt übrigens. Ja, 16. Okay, dann man darf ja eins nicht vergessen, 16-Jährige, bitte generell. So Jugendliche, die sind sehr, sehr leicht zu manipulieren. Und das ist der Grund, warum die von Anfang an dann gleich sagen, ah, okay, ja, die Religion ist vielleicht eventuell das. Darf aber nicht der Fall sein. Ich darf ihn nicht irgendwie, keine Ahnung, in die Ecke drängen, ja. Ich werde ihn einfach aufklären, mit ihm drüber sprechen und dann ist okay. Ne? Aber ich werde ihn jetzt nicht sagen, hey, du musst jetzt das Christentum annehmen oder so. Auf keinen Fall. Du weißt, was ich meine, Holi? Ja, Hadithe zeigen dann, war es das mit ihm. Starke Schmerzmittel aus der Brustmittel. Er hat eine Perea-Wirkung mit hoher Affinität. Er gilt. Also, Leute, da wünsche ich euch eine gute Nacht jetzt. Okay, Gottes Segen, gute Nacht. Leute. Bruder, schlaf gut, träum süß. Träum von 72. Gottes Segen. Mit Schwellen prallen in den Brüsten. Ja, natürlich. Gottes Segen, Leute. Und wirklich fühlt euch alle gedrückt. Ne, Liebe geht raus, ihr seid wirklich die Besten, am meisten Dr. John. Dr. John, Bruderherz, du sollst mal hier hochkommen. Ich kauf dir mal, keine Ahnung, dass du mal endlich mal hier hochkommen kannst. Oder ich schalte für dich Dinger, TikTok-Traffic, Dr. John, dass du mal hier hochkommen kannst. Ne? Ich glaube, Dr. John alleine... Oder wir geben dir einfach einen Account, Dr. John. Ne? Also Leute, fühlt euch alle gedrückt, ne? Liebe geht raus, ich liebe euch von ganzem Herzen und bis später eventuell. Aber jetzt gucke ich mir ein bisschen was an. Mir ist langweilig. Also Leute, wenn ihr Bock weitermachen wollt, ich gehe jetzt live. Ja, Leute, geht alle bei Dr. Scheich, aber ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. Wir ballern weiter. Balalaika, genau. Schau dir einen kleinen also, Leute, an, Bro. Ich gucke jetzt was an. Also, Leute, ihr wisst Bescheid. Boom.